Hoher Gemeinderat, werte Mitarbeiter der Marx-Gemeinde Kirchhoff-Mauthen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Ich darf die heutige Sitzung hiermit eröffnen und mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Anwesenheit bedanken. Nachdem das die letzte Gemeinderatssitzung in diesem Jahr sein wird, darf ich alle Anwesenden ersuchen, sich von ihren Plätzen für eine Gedenkminute zu erheben. Wir gedenken aller verstorbenen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die uns in diesem Jahr verlassen haben. Stellvertretend für alle unsere Verstorbenen gedenken wir Herrn Leo Dabringer, ehemaliger Direktor der Volksschule Kirchhoff-Mauthen, verstorben am 28. Juni 2023. Herrn Josef Schelander, ehemaliger Gemeinderat und Gemeindevorstand der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen, verstorben am 8. Juli 2023. Herrn Ludwig Kofler, ehemaliger Gemeinderatsersatz der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen, Feuerwehrkommandant der FF Kirchhoff-Mauthen und Gemeindefeuerwehrkommandant Stellvertreter, verstorben am 23. August 2023. Und Frau Gertraud Zewedin, ehemalige Mitarbeiterin der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen, verstorben am 30. Oktober. Wir wünschen allen Familien, die den Verlust eines geliebten Menschen beklagen mussten, viel Kraft und dass sie mit Zuversicht in das neue Jahr 2024 gehen können. Dankeschön. Damit darf ich Sie nochmal alle recht herzlich begrüßen. Ich darf mich auch beim Herrn Günter Schreibmeier und Herrn Gerd Lipitzer vom heimischen Kabelfernsehen bedanken, dass Sie auch diese Sitzung aufzeichnen und somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Wie bereits in der Sitzung vom November wird auch diese Sitzung im Anschluss auf einen eigenen YouTube-Kanal online gestellt und kann somit jederzeit nachgesehen und nachgehört werden. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt. Zuerst muss ich die Sitzung eröffnen. Ich eröffne die heutige Sitzung und darf noch einmal alle begrüßen. Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1b, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit. Ich darf den Herrn Amtsleiter Jürgen Demmesler suchen, die Anwesenheit festzustellen. Herr Vizebürgermeister Georg Zankl, Herr Vizebürgermeister Christoph Zewedin sind anwesend. Frau Christina Batterer ist anwesend. Herr Gemeindevorstand Alexander Seiwald lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Frau Butz-Monika. Herr Turner Wolfgang lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Elias Eineter. Herr Gemeinderat Thomas Dabringer, Herr Gemeinderat ist anwesend. Herr Gemeinderat Jakob Turner ist anwesend, Herr Gemeinderat Reinhard Kircher, Frau Gemeinderätin Monika Ploner sind anwesend, Frau Gemeinderätin Katja Unterrassinger lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Webhofer Christian, Herr Gemeinderat Gabriel Seibold, Herr Gemeinderat Klaus Feistritzer, Herr Gemeinderat Martin Kundert, Herr Gemeinderat Martin Warmuth, Herr Gemeinderat Christopher Keppold sind anwesend, Herr Gemeinderat Jakob Lusser lässt sich entschuldigen, kommt etwas später. Frau Gemeinderätin Sabrina Kogler, Herr Gemeinderat Christian Kogler sind anwesend. Frau Gemeinderätin Nicole Gressel lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Rauter Thomas. Herr Gemeinderat Patrick Seiwald, Herr Gemeinderat Stefan Dollinger und Herr Gemeindevorstand Robert Anneter sind anwesend. Danke, Herr Amtsleiter. Ich darf somit die Anwesenheit von 22 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten feststellen und damit ist auch die Beschlussfähigkeit gegeben. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bestellung der Protokollprüfer. Ich darf zu Protokollprüferinnen Frau Gemeinderätin Monika Ploner und Frau Gemeinderätin Sabrina Kogler bestellen. Dann Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Gemeinderates schriftlich zugegangen. Gibt es zur Tagesordnung Einwände oder Wortmeldungen? Bitte, Herr. Ja, Herr Bürgermeister, war es vielleicht nicht möglich, die Sitzungen um eine halbe Stunde später, weil normalerweise hören die Leute um 5 auf, nicht? Und das braucht ja jeder ein bisschen Zeit vor so einer Gemeinderatssitzung, also wieder ein bisschen gerade kommt. Danke für die Wortmeldung. Werden wir für das nächste Mal versuchen zu lösen. Es ist nur immer bei dieser Abschlusssitzungen eine relativ umfangreiche Tagesordnung und nachdem wir im Anschluss noch einen Termin haben,
wollte man natürlich vor Mitternacht fertig sein, aber wenn es möglich ist, werden wir es den Ansprüchen der Gemeinderäte entsprechend ausschreiben. Wenn es keine Einwände zur Tagesordnung sonst gibt, und darf ich um ein Zeichen mit der Hand ersuchen, wenn die Tagesordnung genehmigt wird. Gegenprobe einstimmig angenommen. Weiters darf ich wie immer der Form halber um Zustimmung ersuchen, dass diese Sitzung durch das örtliche Kabelfernsehen aufgezeichnet wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme auch einstimmig angenommen. Dankeschön. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Fragestunde, nachdem keine schriftliche Anfrage innerhalb der Frist eingegangen ist, entfällt der Tagesordnungspunkt 4 und damit kommen wir schon zum Tagesordnungspunkt 5, Bericht des Bürgermeisters. Die letzte Sitzung des Gemeinderats ist noch nicht lang her und einige aktuelle Themen werden im Zuge der Sitzung sehr ausführlich diskutiert werden, daher gehe ich wirklich nur auf die wesentlichen Punkte in meinem Bericht ein. In den vergangenen Wochen und Tagen musste die heimischen Feuerwehren wieder mehrfach zu Brandeinsätzen ausrücken. Ein Hotelbrand am Nasfeld und erst gestern ein Brand im Bereich des Daches der IPK führte zu größeren Alarmierungen und zu sehr herausfordernden Einsätzen. Ich darf allen Kameradinnen und Kameraden für ihr selbstloses Einschreiten danken und darf die Bevölkerung vor allem für die kommenden Feiertage und den Jahreswechsel um erhöhte Aufmerksamkeit im Umgang mit Feuer, Kerzen und Feuerwerkskörpern ersuchen. Auch wenn die Mitglieder der heimischen Wehren allzeit bereit sind und, wie man gestern wieder feststellen konnte, höchst professionell einschreiten, sind natürlich auch Sie dankbar, wenn Sie nicht in Ihrer Freizeit ausrücken müssen. Weiters darf ich einige Worte zur Sperre der Blöckenbaustraße verlieren. Am 1. Dezember ist es in der Nacht auf italienischer Seite des Passes zu einem großen Felssturz gekommen, der starke Schäden an der Straße und den Galerien verursacht hat. Bereits am Samstagvormittag wurden die heimischen Behörden und auch der Landeshauptmann von mir über die Dimension des Schadens informiert und ersucht, schnellstmöglich mit Italien in Kontakt zu treten. In der Zwischenzeit haben wir mehrfach versucht, Details und konkrete Pläne von Seiten der italienischen Verantwortlichen zu erhalten. Erste Räumarbeiten waren bereits letzte Woche im Gange und derzeit wird das Gelände geologisch beurteilt. Am kommenden Dienstag, dem 19.12., werden Vertreter der Marktgemeinde nach Dolmezzo fahren und sich im Haus der Regionen mit italienischen Behördenvertretern und politischen Vertretern koordinieren. Zum Glück ist bei dem Vorfall niemand zu Schaden gekommen, aber eine länger währende Sperre dieser wichtigen grenzüberschreitenden Verkehrsverbindung hat massive Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Wirtschaft der angrenzenden Regionen in Österreich und auch in Italien. Wir hoffen sehr, dass es Möglichkeiten gibt, die Straße schnell wieder zu öffnen und versuchen, auf allen Ebenen Hilfe anzubieten und zu intervenieren, aber die Aufgabe liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. Da der Vorfall auch Diskussionen um eine ganzjährige Absicherung und Tunnelvarianten wieder aufleben lässt, ist ein geeintes Vorgehen und eine gemeinsame Sprache aktuell sehr wichtig. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass unterschiedliche Meinungen und Uneinigkeit der betroffenen Regionen von höherer Stelle aufgrund der Kosten gern zum Anlass genommen wurde, um ernsthafte Maßnahmen und die nötigen Diskussionen im Keim zu ersticken. Die letzten größeren Maßnahmen auf österreichischer Seite sind Jahrzehnte her und wurden nicht fertiggestellt. Daher gibt es auf beiden Seiten der Grenze mehrere Risikostellen, die immer wieder zu Behinderungen und Beschädigungen führen. Da wir davon ausgehen müssen, dass der aktuelle Felssturz zu einer längeren Sperre führen könnte und dass aufgrund der Wetterereignisse und der geologischen Veränderungen derartige Vorfälle immer häufiger kommen werden, braucht es nun Einigkeit der Betroffenen. Die Bürgermeister des Bezirks haben Anfang der Woche eine gemeinsame Resolution an die Landes- und Bundesregierung verabschiedet und fordern die zuständigen Stellen auf, umgehend in Verhandlungen mit Italien zu treten, um die Verbindung nachhaltig zu sichern. Auch dem Gemeinderat liegt ein Dringlichkeitsantrag vor, der heute im Zuge der Sitzung diskutiert und beschlossen werden soll. Ich danke allen Vertretern aller politischen Parteien, dass sie in dieser wichtigen Angelegenheit Einigkeit beweisen und parteiübergreifend im Sinne der Bevölkerung aktiv werden. Weiters werden wir uns darum bemühen, dass auch die betroffenen Regionen in Kärnten, Tirol, Salzburg und Italien und die Vertretungen der Wirtschaft und des Tourismus entsprechende Beschlüsse fassen, um diesem Thema Gehör zu verschaffen. Wir werden den Punkt, wie gesagt, heute noch behandeln, daher komme ich zum Schluss und darf noch berichten, dass der Gemeindevorstand folgende finanzielle Unterstützungen und Subventionen gewährt hat. Das sind jährliche Unterstützungen: ESV Mühlmann, Subvention 23, 160 Euro, Sportclub St. Jakob, Sektion Eis, Subvention 23, 160 Euro, Trachtenfrau Mauten, Subvention 2023, 160
OTK Kötschach Subvention 2023 in Summe 1280 und der MGV Kötschach mit 240. Das wäre mein Bericht. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 6. Stellenplan. Ich darf den Herrn Amtsleiter Jürgen Temmesl ersuchen, den Stellenplan 2024 zu erläutern und zu erklären. Und im Anschluss ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Bitte schön. Hoher Gemeinderat, der Stellenplan 2024 berücksichtigt in der Makrogemeinde Kötschach-Mauden 22 Planstellen, wobei 5 Planstellen einer Teilzeitbeschäftigung unterliegen. Der Stellenplan ist vorgesehen einmal von den Planstellen B7, das ist die Amtsleitung, B7 Bautechniker und C5 Standesamt, das sind die Positionen, die mit öffentlich-rechtlichen Bediensteten besetzt sind. Die übrigen Planstellen werden von Vertragsbediensteten, Mitarbeiter nach dem Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz eventuell freie Vereinbarung eingenommen. Was hat sich geändert am Stellenplan gegenüber dem Jahr 2023 durch die Ansiedlung, Schaffung einer alterserweiternden elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtung und einer Kindergartenstätte in der Volksschule Kötschach-Mauden sowie die Ansiedlung bzw. Schaffung einer zweiten Gruppe der ganztägigen Schulform im Veranstaltungs- und Schulbereich des Amts- und Kulturzentrum Kötschach-Mauden ist zusätzlicher Reinigungsaufwand entstanden, der durch eine Aufwertung einer Stelle von 30 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden abgedeckt werden soll. Was ist im Stellenplan 2023 namentlich nicht ausgewiesen gewesen, das ist die Nachbesetzungen bzw. die genehmigten Stellen im Wirtschaftshof, die namentlich jetzt durch den Herrn Martin Zankl und durch den Herrn Engel Eduard, der zu 75% auch in der Wasserversorgung ist, zugeteilt. Die Stelle von Frau Sabrina Zankl wird derzeit von Frau Moser Julia besetzt, Frau Zerza Sabrina ist in Karenz. Welche Stellen werden nicht auf einen Stellenplan erfasst? Das sind einmal die Saisonstellen, welche maximal mit 8 Monate besetzt sind, ebenso Lehrlinge, die aufgenommen sind. Wir haben am Stellenplan oder am 3 Saisonplanstellen von Mitarbeitern für Sommerbetreuung, Bauhof, Wanderwege vorgesehen. Ich möchte die Mitarbeiter, die am Stellenplan in der Verordnung des Gemeinderates angeführt sind, verlesen. Das ist Jürgen Temmesl, Lusa Manuel, Mascha Martina, Schmidt Beate, Kreuzberger Dominik, Zankl Magdalena, Stefan Huber, Zerza Sabrina, Ingenieur Rudolf Rowin, Kanzian Elfriede, Kurzweil Jutta, Winkler Thomas, Hassler Harald, Heher Günther, Zankl Martin, Engel Eduard, Seiwald Günther, Wilhelmer Thomas, Brandecker Alexandra, Lamprecht Christine, Braunsberger Karin und Markovic Johann. Der Stellenplan bzw. der Entwurf des Stellenplanes ist über das Gemeindeservicezentrum bzw. an das Amt der Kärntner Landesregierung übermittelt wurde. Mit Stellungnahme bzw. von Genehmigung vom 4. Dezember 2023 wurde der Stellenplan 2024 mit insgesamt 417 Stellenwertpunkten, die der Marktgemeinde Kötschach-Mauden zur Verfügung stehen, genehmigt. Es gibt keine Einwände durch die Aufsichtsbehörde. Von den 417 Stellenwertpunkten werden von der Marktgemeinde Kötschach-Mauden 378 lediglich ausgeschöpft. Somit wäre der Stellenplan 2024 erläutert. Danke, Herr Amtsleiter. Gibt es zu dem Punkt Fragen oder Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, Amtsleiter, es hat ja eine Diskussion innerhalb des Jahres 23 gegeben, wo Martin Zankl und Eduard Engel gearbeitet haben und die Stellenplan nicht aufgeschienen sind. Warum sind die im Jahre 23 nicht aufgeschienen? Ich habe das
schon erläutert, in den Erläuterungen im Stellenplan 2023 waren diese Personen noch nicht durch den Gemeinderat bzw. aufgenommen. Die Stellen waren damals aber im Stellenplanverordnung, also für den Wirtschaftshof, die Stelle, die der Herr Zankl Martin besetzt hat, mit 100% ausgewiesen, und die Stelle des Herrn Engel Eduard war im Stellenplan auch mit 75% ausgewiesen, aber noch nicht formal besetzt. Genau, also wir haben den Stellenplan beschlossen im letzten Jahr, weil wir wussten, dass wir mehr Stellenplanpunkte im Wirtschaftshof brauchen, und die personelle Besetzung mit tatsächlichen Namen ist dann im Nachhinein geschehen. Aber der Stellenplan war auf diese Situation vorbereitet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 6. Dezember, ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Verordnung, mit der der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2024 festgelegt wird, unter Beachtung der gutachtlichen Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 4. Dezember 2023 genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme sehe ich nicht. Einstimmige Annahme. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Moment, muss ich meine Unterlagen erst ordnen. Tagesordnungspunkt 7, Budget 2024, Bericht und Beschlussfassung. Wir haben ja bereits in der letzten Sitzung des Gemeinderats beim ersten Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2023 festgestellt, dass sich die Gemeindefinanzen wesentlich ungünstiger entwickeln, als wir dies aufgrund der Prognosen im letzten Jahr annehmen mussten. Die für uns relevanten Zahlen aus Ertragsanteilen und Transferzahlungen gegenüber dem Bund und dem Land für das Jahr 2024 wurden der Gemeinde vor etwa 4 Wochen bekannt gegeben. Dabei mussten wir feststellen, dass für uns und auch über 90% der Kärntner Gemeinden ein ausgeglichenes Budget unmöglich wird. Wir haben die Prognosen und die eigenen Zahlen in 2 Budgetsitzungen des Gemeindevorstands besprochen, an denen auch die Vertreter der Namensliste Turner und der Freiheitlichen teilgenommen haben. Nach Prüfung durch die Gemeindeaufsicht legen wir heute ein Budget vor, das natürlich sehr negative Ausblicke auf die Zukunft verspricht. Schnelle Maßnahmen sind nicht möglich gewesen aufgrund der Kurzfristigkeit, aber wir werden die kommenden Monate und vielleicht Jahre damit beschäftigt sein, alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde zu hinterfragen und zu optimieren. Erste Beschlüsse in diese Richtung sind heute noch auf der Tagesordnung und es werden weitere vorbereitet. Es ist nun mehr denn je unsere Aufgabe, gemeinsam verträgliche und doch wirkungsvolle Maßnahmen zu setzen, da jede Einsparung und auch jede Erhöhung von Gebühren direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, ist natürlich mit großem Augenmaß vorzugehen. Zu Todessporn hätte mittelfristig negative Auswirkungen auf die Gemeinde als Lebens- und Wirtschaftsraum. Wenn man bedenkt, dass auch der Bund und das Land vor Rekordabgängen stehen, ist eine Hilfe von außen nur begrenzt zu erwarten. Wichtig zu erwähnen ist einleitend noch, dass unsere freiwilligen Ausgaben und Leistungen nicht einmal 10% unseres Haushaltes ausmachen. Das bedeutet, wenn wir alles auf Null stellen würden, dann hätten wir immer noch kein ausgeglichenes Budget, was beweist, dass der Ursprung der Probleme außerhalb der Gemeinden und auch unserer Gemeinde zu suchen ist und auch nur dort wirklich gelöst werden kann. Bei der Bürgermeisterkonferenz im Herbst wurde den Gemeinden ein erhöhter Bedarfszuweisungsmittelrahmen angekündigt, aber einige Wochen später wurde uns mitgeteilt, dass wir darüber nicht frei verfügen dürfen, wenn wir Abgänge haben. Nur bereits gebundene Mittel dürfen verwendet werden. Aus dieser Warte müssen wir froh sein, dass wir die Maßnahmen in der Kinderbetreuung oder der Ausstattung der Feuerwehren bereits umgesetzt bzw. beschlossen haben. Für das nächste Jahr würden mehrere Projekte anstehen und wir haben auch noch Restmittel aus der kommunalen Investitionsförderung des Bundes, die wir aus jetziger Sicht nicht oder nur begrenzt abrufen können. Es gibt zwar Signale seitens des Landes, dass weitere Förderungen kommen könnten, aber da fehlen uns noch konkrete Zahlen. Die Fraktionen des Gemeinderats kennen die Zahlen ja bereits, aber ich darf Herrn Finanzverwalter Manuel Luser ersuchen, uns die Eckpunkte des Budgets
und den aufzunehmenden Kassenkredit unter Punkt B für 2024 näher zu bringen. Ja, danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ergänzend zu den Ausführungen vom Herrn Bürgermeister möchte ich die Eckpunkte des Budgets 2024 zur Kenntnis bringen. Der vorliegende Budgetentwurf ist im Gemeindevorstand vom 6. Dezember beschlossen worden. Er wurde am 29. November durch die Abteilung 3, durch die Gemeindeaufsicht, begutachtet. Gleichzeitig mit dem Voranschlag 24 wird auch der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 25 bis 2028 beschlossen. Wie bereits erwähnt, stehen die Gemeinden vor einer alarmierenden Finanzlage. Die negative Entwicklung der Kostenschere kann dazu führen, dass fast alle Gemeinden Kärntens zu Abgangsgemeinden werden. Aufgrund der prekären finanziellen Situation sind auf allen Ebenen, also vom Bund, den Ländern und den Gemeinden, alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle und nachhaltige Entlastung der Finanzen herbeiführt. Bereits am 6. November wurde vom Gemeindebund in einer Presseaussendung darauf hingewiesen, dass den Gemeinden Mitte 2024 bereits die Zahlungsunfähigkeit droht. Es hat dann einen ersten Finanzgipfel mit dem Land Kärnten gegeben am 20. November. Dabei wurden kurz-, mittel- und langfristige Lösungsansätze besprochen und festgelegt, wie zum Beispiel eine Resolution an den Bund, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinden. Und es wurde dabei auch festgelegt, dass die Gemeinden vor großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen stehen und diese aber nicht ohne Hilfe des Landes und des Bundes lösen können. Es hat dann auch einen zweiten Finanzgipfel mit dem Land Kärnten und Gespräche auf höchster Ebene seitens des Österreichischen Städtebundes, des Gemeindebundes und der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten gegeben. Bei diesen Gesprächen wurde ein Absichtspapier festgelegt mit bestimmten Maßnahmen, die Gemeinden im kommenden Jahr finanziell entlasten sollen. Aber selbst, wie der Bürgermeister das schon erwähnt hat, bei Streichung aller freiwilligen Leistungen kann die Finanzlage der Gemeinden aus eigener Kraft nicht maßgeblich verbessert werden. Für das nächste Jahr sind Maßnahmen geplant, um eben die Mittel aus dem kommunalen Investitionspaket für die Gemeinden abrufbar zu machen. Da ist ja ein entsprechender Eigenanteil der Gemeinden erforderlich, der jetzt nicht mehr verfügbar ist. Es soll die Verkehrsverbundumlage, also der Verkehrsverbundbeitrag, den Gemeinden ersetzt werden. Das ist in unserem Fall ein Betrag von rund 55.000. Es sollen die bestehenden Gemeindeabgaben auf die Höhe und Tauglichkeit im Sinne einer Entflechtung ihres Aufwandes und der Einhebung überprüft werden. Hier ist die Zweitwohnsitzabgabe oder auch die Vergnügungssteuer zum Beispiel zu nennen. Es sollen mögliche Möglichkeiten geprüft werden, um Gemeinden zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen, wie zum Beispiel eine Leerstandsabgabe, Infrastrukturbeiträge oder Ähnliches. Im Rahmen der Finanzgipfel wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese soll ihre Arbeit fortsetzen und der Prozess einer Struktur- und Aufgabenreform soll eingeleitet werden. Zusätzlich sollen die Mittel für die interkommunale Zusammenarbeit für die Jahre 2024 und 2025 auf 50.000 Euro pro Jahr angehoben werden. Aktuell liegen sie bei 40.000 Euro und diese sollen auch nach den Richtlinien auch für Gemeindeverbände genutzt werden können. Es gibt dann auch eine Erweiterung der Inanspruchnahme von inneren Darlehen. Diese sollen künftig zur Schonung des Kontokorrentenrahmens und zur Vermeidung hoher Zinsbelastungen neben den Investiven auch im operativen Bereich kurzfristig verwendet werden können. Und das gesetzliche Limit des maximalen Kontokorrentrahmens nach dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz soll für die Jahre 24 und 25 oder ist für die Jahre 24 und 25 bereits auf 50% angehoben werden. Dazu kommen wir noch beim Tagesordnungspunkt 7b, beim Kassenkredit, dazu. Diese Maßnahme stärkt in erster Linie die Liquidität der Gemeinden, löst aber die strukturellen Probleme nicht. Nach Vorliegen der Rechnungsabschlüsse 23 soll dann die Gemeinden
mit den Gemeinden eine Neubewertung der finanziellen Situation erfolgen und weitere Maßnahmen dann gesetzt werden. In den vergangenen Wochen und Monaten ist auch der Finanzausgleich, also die Mittelverteilung vom Bund, Ländern und Gemeinden, neu verhandelt worden. Der betrifft die Finanzjahre 2024 bis 2028 und gilt als finanziell größter Kompromiss Österreichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Aber dieser Finanzausgleich bringt wenig, wenn die jährlichen Steuereinnahmen aufgrund der schlechten Wirtschaftslage nicht ansteigen. Auch in diesem Finanzausgleich sind gewisse Maßnahmen zur Unterstützung der Gemeinden in einzelnen Bereichen beschlossen worden. So sollen zusätzliche Mittel für Länder und Gemeinden ausgeschüttet werden, in Form von rückzahlbaren Darlehen. Es soll ein Strukturfonds mit 60 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro aufgestockt werden. Es soll ein Zukunftsfonds mit 1,1 Milliarden Euro Dotierung erstellt werden und es soll ein Unterstützungspaket für die Gemeinden zu den Umlagensteigerungen im Herbst 2024 erfolgen. Also das sind alles Maßnahmen, deren Auswirkungen jetzt im Budgetentwurf nicht enthalten sind, die erst im Laufe des nächsten Jahres dann zahlenmäßig bekannt gegeben werden und im Nachtragsvoranschlag verarbeitet werden können. Wie schaut das Budget in Summe aus? Also die Gesamtsummen der operativen Gebarung beträgt, also die Einzahlungen und Erträge im Ergebnishaushalt betragen 8.716.000. Die Aufwände im Ergebnishaushalt liegen bei 9.629.500. Das ist ein Nettoergebnis von minus 913.500 Euro, das natürlich sehr negativ zu bewerten ist. In der Finanzierungsrechnung haben wir Einzahlungen in Höhe von 8.445.900 Euro und Auszahlungen von 9.247.200 ergibt ein operatives Ergebnis von 801.300 Euro minus. In der Finanzierungsrechnung kommt hinzu die investive Gebarung. Hier haben wir Einzahlungen von 116.800 Euro und Auszahlungen von 244.700 Euro, somit ein Geldfluss aus der investiven Gebarung von minus 127.900 Euro. Und in der Finanzierungsrechnung haben wir Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit 93.300 Euro. Das kommt noch einmal im Finanzierungshaushalt zum operativen und investiven Ergebnis hinzu. Und somit kommen wir im Finanzierungshaushalt auf ein Minus von 1.022.500 Euro. Die Abteilung 3 hat im Zuge der Voranschlagsbegutachtung die Zahlen erhoben und die Gemeindeaufsicht führt dann auch eine Berechnung des operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungsanteils durch. Das heißt im Klartext das, was die Gemeinde an freien Finanzmitteln zur Verfügung hat. Auch diese Zahl ist mit 393.300 Euro hochnegativ. Die Berechnung im Detail sieht eben vor, dass Gebührenhaushalte herausgerechnet werden aus diesen Ergebnissen, da diese in der Gesamtsumme enthalten sind. Neu ist ab dem Jahr 2024, dass der Wirtschaftshof nicht mehr herausgerechnet wird und da nicht berücksichtigt wird. Weiters werden Bedarfszuweisungsmittel, die vom Gemeinderat beschlossen wurden und in Finanzierungsplänen gebunden sind, abgezogen. Das ist ein Betrag von 97.000 Euro für das KLF Würmlach und Mittel der operativen Gebarung, die für die Tilgung von inneren Darlehen oder der Darlehen der hoheitlichen Gebarung verwendet werden, werden ebenfalls abgezogen. Das sind in unserem Fall 28.300 Euro und so kommen wir auf ein Ergebnis des Finanzierungsvoranschlages in der operativen hoheitlichen Gebarung von minus 993.300 Euro, was als Abgang im Sinne der Formulierung des Gemeindehaushaltes anzusehen ist. Im Voranschlag 2024 wurden die Personal- und Lohnkosten gemäß Entwurf Stellenplan kalkuliert.
Die Lohnerhöhung wurde mit 9,7% angenommen, mittelfristig wurden 2% kalkuliert. Aktuell liegt der Gehaltsabschluss bei 9,15%. Das ist eine geringe Kostenunterschreitung vom Budgetansatz. In Summe sind Personalkosten von 1.586.700 Euro im Budget enthalten. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 161.700 Euro oder 11,3%. Darin sind auch die Ausweitung des Beschäftigungsverhältnisses gemäß Stellenplanentwurf, die Lohnerhöhung, aber auch die gesetzlichen Vorrückungen enthalten. Bei den Energieaufwendungen wurde in Summe ein Aufwand von rund 141.700 Euro budgetiert. Gesamtverbrauch angenommen liegt bei 377.000 Kilowattstunden. Hier haben wir eine Fixstrompreisvereinbarung bis zum Jahr 2025. Bei der Fernwärme haben wir insgesamt einen Aufwand von 68.400 Euro budgetiert. Hier bekommen wir die Indexanpassung immer erst mit der Endabrechnung des laufenden Jahres. Daher ist hier eine Erhöhung von 20% pauschal berücksichtigt worden. Gesamtverbrauch liegt bei der Fernwärme bei 235.000 Kilowattstunden. Im Budget wurden auch die Vereinsförderungen gemäß dem Beschluss des Gemeindevorstandes berücksichtigt. Diese betrifft Sportvereine, Musik- und Kulturvereine, nichtwissenschaftliche Archive, Brauchtumsvereine, die öffentliche Wohlfahrt, aber auch die Wirtschaftsförderung und beträgt in Summe rund 42.300 Euro. In der Vermögensrechnung wird der Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Hier haben wir einen Abschreibungsaufwand von 382.300 Euro und einen Erlös von der Auflösung der Kapitaltransferzahlungen von 270.100 Euro. Somit haben wir im Ergebnishaushalt eine Belastung durch die Vermögensrechnung von 112.200 Euro. Dann kommen wir zu den Umlagen und Beiträgen. Die Umlagen und Beiträge im Budget betragen in Summe 3.740.000 Euro. Das ist eine Steigerung gegenüber dem laufenden Jahr von 390.000 Euro oder 11,7%. Wesentliche Steigerungen sind hier im Bereich des Pensionsfondsbeitrages mit einem Plus von 74.500 Euro. Die Umlage an den Schulgemeindeverband steigt um 14.000 Euro. Die Kopfquote für die Kinderbetreuungseinrichtungen steigt um 33.900 Euro. Die Sozialhilfeumlage steigt um 130.700 Euro. Und die Umlage für die Betriebsabgänge der öffentlichen Krankenanstalten steigt um 110.300 Euro. Wobei hier anzumerken ist, dass die Zahlen hier sicher noch nach oben korrigiert werden. Selbst beim Termin der Budgetbegutachtung wurden diese Umlagen noch nach oben erhöht durch das Land Kärnten. Hier bei diesen Umlagen und Beiträgen sieht man auch schon die wesentliche Veränderung und die steigende Kostenbelastung des Gemeindebudgets. Den Gesamtumlagen von 3,7 Millionen stehen Ertragsanteile in Höhe von 3,5 Millionen gegenüber. Auch hier sieht man, dass wir hier Nettozahler sind mit einem Betrag von rund 200.000 Euro, der die Umlagen, die Ertragsanteile übersteigt. Im Budget 24 ist auch ein Ansatz für die durchzuführenden Wahlen im Jahr 2024 mit rund 16.000 Euro veranschlagt. Im Bereich der Feuerwehren wurde die Budgetierung nach den vorgelegten Budgetentwürfen der einzelnen Feuerwehren grundsätzlich veranschlagt. Die Budgetbereisung findet nächste Woche statt. Da werden die notwendigen Maßnahmen und die tatsächlichen durchzuführenden Ankäufe und Investitionen noch im Detail besprochen. Also das sind diverse Wünsche der Feuerwehren für Ausstattung und Instandhaltung. Die Rückzahlung des inneren Darlehens für den DLF 5000 der Feuerwehr Kötzschermauthen ist enthalten. Der Ankauf des KLF Würmlach ist enthalten und im Bereich des Brandschutzes ist die Erneuerung von Hydranten vorgesehen. Das Land Kärnten hat im Bereich der Feuerwehren auch
heuer oder für nächstes Jahr einen Benchmark mitgeteilt. Das sind 25 Euro pro Einwohner. Wir liegen insgesamt bei Auszahlungen von 102.000 Euro. Der Benchmark liegt bei 83.000, das heißt rund 18.500 Euro liegen wir hier über den Vorgaben des Landes. Im Bereich des Kindergartens wurde eine Abgangsdeckung von 280.000 Euro als Zuschuss an die Kindergärten budgetiert. Gegenüber dem laufenden Jahr ist das eine Reduktion. Im laufenden Jahr haben wir einen Betrag von rund 307.000 Euro budgetiert. Hier ist anzumerken, dass dieser Betrag ohne die Mietverrechnung, der Reinigungsverrechnung und der Energiekostenaufwendungen für die neue Kindergartengruppe in der Volksschule budgetiert ist. Das heißt, diese Kosten sind hier nicht enthalten. Im Bereich Jugendzentrum sind Personalkosten für die Betreuung über das Kindernest von rund 34.400 Euro budgetiert. Bei der Nachmittagsbetreuung, die ebenfalls über das Kindernest abgewickelt wird, sind Lohnkosten oder Betreuungskosten in Höhe von 67.000 Euro veranschlagt. Hier ist anzumerken, dass die Bundesförderung, die als Anschubfinanzierung ursprünglich initiiert wurde, zurückgegangen ist. Und auch dieser Betrag ist ohne die verrechnbaren Kosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Seminarbereich, also ohne Miete, Reinigung und Energieaufwand, veranschlagt. Im Bereich der Wintersportanlagen ist ein Ansatz von rund 12.000 Euro budgetiert. Bei den Mountainbike-Wegen wurden Pachtzinse von rund 17.000 Euro vorgesehen. Freiwillige Leistungen sind im Budget unter anderem das Babystartgeld, Altenehrungen, Beiträge für familienfreundliche Gemeinde und gesunde Gemeinde enthalten. In der Gruppe 6 bei den Gemeindestraßen wurde ein Instandhaltungsaufwand von rund 89.400 Euro veranschlagt. Das betrifft jetzt die Leistungen des Wirtschaftshofes, aber auch die Leistungen der Fremdfirmen. Im Ergebnishaushalt kommt da noch einmal die Abschreibung dazu, da liegen wir beim Aufwand von 118.700 Euro. Im Bereich des ländlichen Wegenetzes wurde eine Summe von 20.000 Euro veranschlagt. Hier sind Projektabrechnungen aus dem laufenden Jahr noch offen, die ins nächste Jahr übertragen werden, und für neue Instandhaltungen sind keine Informationen vorliegend. Der Benchmark im Bereich der Straßen und Wege, also Abschnitt 61 und 71, hat somit einen Gesamtaufwand von 113.700 Euro. Der Kärntenschnitt pro Straßenkilometer liegt bei 2.000 Euro. Wir haben insgesamt 37 kategorisierte Straßenkilometer, wäre ein zulässiger Betrag von 74.000 Euro, somit eine Überschreitung von rund 39.700 Euro im Bereich dieses Benchmarks. Im Bereich der Produktionsförderung ist im land- und forstwirtschaftlichen Bereich die Anpassung der künstlichen Besamung berücksichtigt, die Bestäubungsprämie, die neu eingeführt wurde, und die Übergabeförderung bzw. die Übernahme der Tierseuchenfondsbeiträge mit einem Gesamtbetrag von 27.200 Euro. Maßnahmen im Bereich E5, Öffentlichkeitsarbeit, Energie, Umwelt und Klimaschutz sowie Regionalität ist mit einem Ansatz von 13.500 Euro berücksichtigt. Im Tourismus sind die Einnahmen aus der Ortstaxe mit 95.000 Euro, Tourismusabgabe 32.400 Euro berücksichtigt. Dann ist die Transferzahlung an den Verein so viel mehr, gemäß Zusammenarbeitsvertrag berücksichtigt. Und der Bereich Tourismus schließt mit einem Abgang von 36.400 Euro. Die Wirtschaftsförderung von 25.000 Euro ist für die Bergbahnen im Budget enthalten, jedoch ohne Besicherung durch Bedarfszuweisungsmittel, wie das durch das Land Kärnten im letzten Jahr oder im laufenden Jahr gefordert wurde. Im Bereich der Straßenreinigung Winterdienst sind Gesamtkosten von 248.000 Euro veranschlagt, 20.000 Euro für Streusalz und Streusplitt, 128.000 Euro für Wirtschaftshofleistungen und 100.000 Euro für Fremdleistungen.
Der Mittelwert des Finanzierungshaushaltes 2020 bis 2022, der hier als Benchmark heranzuziehen ist, liegt bei 327.000, weil ja auch dort der Rekordwinter 2020-2021 enthalten ist. Und da liegen wir um 79.000 Euro unter diesem Wert. Im Bereich der Friedhöfe wird an einer Anpassung der Gebührenordnung geplant, die nächstes Jahr erfolgen soll. Es sind Instandhaltungen in die baulichen Anlagen und in die Gebäude notwendig. Der kalkulierte Abgang im Budgetentwurf liegt bei rund 15.000 Euro. Im Wirtschaftshof wurden die zu verumlagenden Personalkosten mit rund 371.000 Euro und die zu verumlagenden Maschinenleistungen mit 90.000 Euro veranschlagt. Unter Tagesordnungspunkt 10 soll die Tarifordnung für das kommende Jahr angepasst werden. In Summe schließt der Wirtschaftshof im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 8.200 Euro und im Finanzierungshaushalt mit einem Plus von 3.500 Euro. Im Naturschwimmbad Waldbad Mauthen ist ein Abgang von rund 11.400 Euro ohne notwendige Instandhaltungen budgetiert. Der Aquarena-Zuschuss wurde wie in den Vorjahren mit einem Betrag von 200.000 Euro budgetiert, wobei 115.000 Euro durch Bedarfszuweisungsmittel 2024 bedeckt sind. Die Einnahmen und Ausgaben der Wasserversorgung wurden ohne das anstehende Sanierungsprojekt, also nur die laufenden Instandhaltungen, der laufende Betrieb, budgetiert. Die Investitionen erfolgen im Bereich der Funkzähler mit einem Betrag von 19.800 Euro. Hier sind noch die Ratenzahlungen bis 2025 zu tätigen und der Ankauf des neuen Fahrzeuges für die Wasserversorgung mit 43.700 Euro. Das Wasseraufkommen liegt bei rund 150.000 Kubikmetern pro Jahr und wurde mit dem aktuell gültigen Gebührensatz hochgerechnet. Die Anschlussbeiträge wurden mit 20.000 Euro angenommen. Die Meldungen der Bautätigkeiten lassen auf eine eher geringe Höhe der Anschlussbeiträge schließen. Die Wasserversorgung schließt somit im Ergebnishaushalt mit einem Plus von 25.600 Euro und im Finanzierungshaushalt mit einem Minus von 65.500 Euro. Die Abwasserentsorgung ist im Gemeindehaushalt ein Durchläufer. Hier wurden für die Berechnung des Gebührenaufkommens ein Abwasseraufkommen von rund 181.000 Kubikmeter zugrunde gelegt. Der Gebührensatz liegt aktuell netto bei 4,41 Euro und wird nach Abzug der Verwaltungskosten an die APKM weitergeleitet. Da kommen wir zur Müllbeseitigung. Hier stehen uns nächstes Jahr auch steigende Kosten an Entsorgungsfirmen und Transportkosten ins Haus. Die Umlage an den Abfallwirtschaftsverband wurde mit plus 9% bekannt gegeben. Nach tatsächlichen Wert wird sie aber leicht sinken, aber nicht aufgrund der Preisrückgänge, sondern weil die Müllmenge zurückgegangen ist. Unter Tagesordnungspunkt 11 soll die Gebührenordnung und die Tarifordnung für die ASZ-Tarife neu beschlossen werden. Es ist hier dringender Handlungsbedarf im Gebührenhaushalt notwendig, um das laufende Ergebnis auszugleichen. Im Budgetentwurf wurde eine Gebührenanpassung von rund 35% budgetiert. Das ist der Wert, der aus damaliger Sicht des Budgetentwurfs notwendig war, um die Unterdeckung auszugleichen, die im Entwurf des Budgets eben errechnet wurde. Also ohne diese Anpassung wäre der Abgang im Müllhaushalt bei rund 87.000 Euro. Diese Anpassung ist jetzt eben eingerechnet worden und so liegen wir in der operativen Gebarung bei einem Ergebnis von plus 500 Euro und in der Finanzierungsrechnung bei einem Plus von 3.500 Euro. Aber dazu werde ich später bei der Gebührenanpassung das näher erläutern. Beim Wohnblock Kötschach 250 schließen wir im Ergebnishaushalt mit einem Plus von 2.800 Euro und im Finanzierungshaushalt mit einem Plus von 30.300 Euro. Wohnblock St. Jakob 18
Ergebnishaushalt plus 5.400 Euro, Finanzierungshaushalt plus 6.300 Euro. In der Gruppe 9 sind die gemeindeeigenen Abgaben budgetiert mit einem Gesamtbetrag von 1.435.000. Das ist eine Steigerung von 92.700 Euro. Die wesentlichste Steigerung ist hier bei der Kommunalsteuer zu verzeichnen mit einem Plus von 95.000. Hier ist zu ergänzen, dass der Budgetansatz 2023 sehr vorsichtig budgetiert wurde. Der wird nach aktueller Hochrechnung erreicht und überschritten. Und so ist der Budgetansatz 2024 entsprechend höher angesetzt worden. Abzuweiten bleibt grundsätzlich, ob die positive Entwicklung auch aufgrund des Einbruchs der Konjunktur 2024 und mit dem Wegfall vieler öffentlicher Aufträge nicht niedriger ausfallen wird. Gut. Die Ertragsanteile sind im Budget mit einem Wert von 3.535.300 Euro veranschlagt. Das ist die größte Einnahmeposition der Gemeinde. Im Nachtragsvoranschlag 2023 wurde diese Position aufgrund der einbrechenden Konjunktur bereits um 150.000 Euro gekürzt. Wenn man das jetzt den Wert 2024 der gekürzten Position des laufenden Jahres gegenüberstellt, so ergibt das ein Plus von 5,18%. Wenn wir aber das dem ursprünglichen Wert 2023 gegenüberstellen, liegen wir laut den Prognosen des Landes Kärnten bei rund 0,94%. Die tatsächlichen Werte liegen in unserer Gemeinde überhaupt nur bei 0,68%. Das ist eine marginale Steigerung, vor allem wenn man das mit dem Anstieg der Umlagen und Beiträge vergleicht. Die Entwicklung der Ertragsanteile ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen hier weiter keine wesentlichen Verbesserungen abzeichnen werden. Die Prognosen des BMF liegen zwischen 1% und 4% mittelfristig, was aber angesichts der bereits erwähnten Kostenschere die steigenden Umlagen vermutlich nicht abdecken wird. Sonstige Finanzmittel im Voranschlag, die enthalten sind, ist der Zuschuss des Pflegefonds mit 112.000 Euro. Der ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, ein Minus von 4.500 Euro. Und die Mittel aus dem Strukturfonds sind mit 110.400 Euro wie im laufenden Jahr budgetiert worden. Da haben wir heute die Mitteilung bekommen, dass diese mit rund 169.000 Euro, also rund 60.000 Euro mit Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Im Budget ist aber noch der ursprüngliche Wert von 110.000 Euro enthalten. Und was auch neu ist, ist der Gemeindefinanzausgleich, den es in diesem Jahr oder in dem kommenden Jahr in dieser Form nicht mehr geben wird. Im Budget 24 ist ein Betrag von 290.700 Euro vom Anteil des BZ-Rahmens 2024 als Ausgleich der operativen Gebarung veranschlagt. Dazu komme ich später noch ganz kurz. An Investitionen sind veranschlagt der Ankauf des KLF Würmlach mit einer Gesamtsumme von 163.500 Euro und sonstige Investitionen in Höhe von 81.200 Euro. Sonstige Investitionen sind alle Investitionen, die in den verschiedenen Ansätzen budgetiert wurden für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Größenpositionen sind hier zum Beispiel das Fahrzeug in der Wasserversorgung, die Funkzähler in der Wasserversorgung, die Hydranten im Bereich des Brandschutzes oder auch die Betriebsausstattungen im Bereich der Feuerwehren. Der Entwicklung des Schuldenstandes ist weiter rückläufig. Wir haben im nächsten Jahr gemäß Tilgungsplan einen Stand von 342.900 Euro, was einer Tilgung von rund 57.100 Euro entspricht. Die Schulden betreffen ausschließlich die marktbestimmten Betriebe der Wasserversorgung, der Klärschlammkompostierung und der
Wohngebäude Kötschach 250 bzw. St. Jakob 18. Dann kommen wir zum BZ-Rahmen 2024. Dieser ist uns vom Land Kärnten im Oktober mit einer Gesamtsumme von 617.000 Euro mitgeteilt worden. Es gibt keinen Grundrahmen und keinen Gemeindefinanzausgleich mehr. Es ist somit als Globalbudget mitgeteilt worden. Die erste Euphorie über diese Mehrmittel wurde dann im Zuge der Bürgermeisterkonferenz dann gedämmt, wo eben dann mitgeteilt wurde, dass alle Mittel, die nicht bereits für Vorhaben gebunden sind, für den Ausgleich der operativen Gebarung heranzuziehen sind. Das heißt ganz konkret, dass für das kommende Jahr aus dem Bedarfszuweisungsmittelrahmen keine neuen Bindungen erfolgen dürfen. Alles, was bis dato nicht an Projekten oder für Projekte und Vorhaben gebunden ist, ist für die operative Gebarung, für den Ausgleich des Haushaltes heranzuziehen. In Summe haben wir Bedarfszuweisungsmittel von 326.300 Euro bereits für Projekte gebunden. Das sind die Fertigstellung des Amts- und Kulturzentrums mit 77.000 Euro, IKZ-Projekt Gewerbepark mit 20.000 Euro, 115.000 Euro für die Aquarena-Abgangsdeckung, Regionalvordarlehen Sanierung Dollingweg 33.600 Euro, inneres Darlehen TLF 5000 28.300 Euro, das zweite Detailprojekt Lesachtal WLV mit 14.500 Euro und die Sanierung vom Güterweg Sittmoos mit 37.900 Euro. Wie bereits erwähnt, der Differenz von 290.700 Euro ist bereits im Ergebnis des Budgets enthalten. Abschließend möchte ich noch kurz die Vorhaben und Projekte, die im Budget enthalten sind, bekannt geben. Also das Vorhaben TLE 5000 mit der Rückzahlung des inneren Darlehens mit einem Betrag von 28.300 Euro. Der Ankauf des KLFA der Feuerwehr Würmlach mit Investitionen von 163.500 Euro. 97.000 Euro werden mit Bedarfszuweisungsmitteln aus Vorjahren dafür verwendet und die Förderung des Kärntner Landesfeuerverbandes beträgt für dieses Fahrzeug 66.500 Euro. Das WLV Detailprojekt 2 Lesachtal mit Einnahmen und Ausgaben von 14.500 Euro. IKZ Gewerbeentwicklung Geiltal mit Einnahmen und Ausgaben 20.000 Euro. Das Innovationszentrum Big Box mit Einnahmen und Ausgaben von 100.000 Euro. Der Beitrag für die Sanierung des Güterwegs Sittmoos mit Einnahmen und Ausgaben von 37.900 Euro. Und das LIDA-Projekt Erlebensraum Kötschach-Mauthen mit 30.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben. Soweit einmal meine Erläuterungen zum Voranschlagsentwurf. Danke. Ja. Danke, Herr Finanzverwalter. Das sind natürlich sehr ernüchternde Zahlen. Man braucht da relativ viel, müssen wir sagen, Zahlenwissen oder Zahlenverständnis, um das alles zu durchblicken. Man muss sich sehr intensiv damit beschäftigen. Das tun natürlich nicht viele Menschen in diesem Detail wie der Finanzverwalter oder Teile in der Gemeindeverwaltung. Aber im Hintergrund, hinter diesen Zahlen, für die wir natürlich Verantwortung tragen, stehen die Menschen, für die wir verantwortlich sind. Das heißt, wir können natürlich versuchen, in eine schwarze Null zu kommen, aber nur mit massiven Einschränkungen oder Erschwernissen für die heimische Bevölkerung. Und wie wir auch gehört haben, auch wenn wir alles auf Null stellen würden, was wir so an Leistungen über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, was auch immer wieder in Frage gestellt wird, würden wir trotzdem kein ausgeglichenes Budget zustande bringen. Wir werden natürlich, und da haben wir uns im Gemeindevorstand und auch im Zuge der Budgetklausuren und der Verwaltungsebene darauf schon verständigt, die einzelnen Bereiche hinterfragen. Wir werden schauen, wo was möglich ist, ohne komplett zu eskalieren, sondern einfach schauen, was ist noch möglich. Aber wir sehen auch an den Zahlen, wir haben noch Reserven gehabt aus Vorjahren von BZ-Mitteln. Wir haben gewisse Guthaben drin, wir haben einen relativ niedrigen Schuldenstand im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften oder Einheiten. Das hilft uns natürlich, weil wenn wir jetzt hohe Schulden hätten, würden uns die Zinssteigerungen natürlich massiv treffen. Das haben wir auch heute in der Zeitung gelesen, was das Land Kärnten momentan für Probleme hat mit den hohen Schuldenständen. Auch zum Beispiel das Hallenbad in Lienz ist sehr stark auf Fremdfinanzierung aufgebaut und hat jetzt natürlich einen viel höheren Abgang als die Jahre davor, weil die Zinsen so explodiert sind.
Das hilft uns, aber in Summe haben wir ein Problem, so wie viele andere Gemeinden, und müssen jetzt schauen, wie wir dieses Problem lösen. Ein paar Sachen werden sich im Laufe des Jahres noch verbessern, das haben wir auch gehört aus dem Bericht des Finanzverwalters, aber davon sind wir letztes Jahr eigentlich auch ausgegangen. Also wir haben ja 2022 ein Budget für 2023 erstellt, was wesentlich schlechteren Abgang prognostiziert gehabt hat. Nein, umgekehrt, 21 auf 22 hat sich dann verbessert. In dem Jahr ist es leider nicht gelungen, da ist es schlechter geworden, weil die Ertragsanteile eingebrochen sind und auch die Teuerungen dazugekommen sind. Und jetzt versuchen wir eben fürs nächste Jahr, so gut es geht, unsere Hausaufgaben zu machen in den nächsten Monaten, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, das Budget zu verbessern, weil langfristig kann man mit so einem Minus nicht arbeiten, weil dann wirklich ein Liquiditätsproblem entsteht und wir im schlimmsten Fall gewisse Aufgaben nicht mehr erfüllen können, Löhne nicht mehr zahlen können und so weiter. Der nächste Tagesordnungspunkt betrifft dann den Kassenkredit, der uns in der Zwischenfinanzierung helfen soll. Wir haben da, ich will jetzt ganz kurz vorgreifen, im Gemeindevorstand den Rahmen nach damaligem Stand mit 33% ausgeschrieben. Jetzt könnten wir 50% gehen mit den Neuerungen, also es kommt jede Woche irgendwas Neues dazu. Wir könnten also den Kassenkredit erhöhen, bleiben aber vorläufig bei dem, was wir schon beschlossen haben im Gemeindevorstand, also bei den 33%. Wenn es wirklich notwendig werden sollte im Laufe des Jahres, dass wir Liquidität brauchen, dann können wir das natürlich nachträglich noch erhöhen auf die 50%. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. So, gibt es Wortmeldungen? Herr Gemeindevorstand Barnetter, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ich darf mit etwas Positivem anfangen. Es freut mich, dass wir über den Ausschuss ein paar Kleinigkeiten dazu beitragen können, gerade in der Landwirtschaft auch ein bisschen Wertschätzung zu bringen. Und wie der Herr Finanzverwalter schon präsentiert hat, die Besammungsprämie anzupassen. Wir haben es auch geschafft, den Antrag der Namensliste Thurnau endlich durchzuarbeiten. Ist schade, dass wir es nicht als eigenen Tagesordnungspunkt draufbringen, weil das, glaube ich, schon eine große Wertschätzung gegenüber den Imkern ist. Wie gesagt, das haben wir geschafft, das ist einmal was Positives zu den ganzen Zahlen. Dennoch ist es eine kleine Katastrophe, die Zahlen, was wir gehört haben. Ich finde es schade, dass wir die zwei Budgetklausuren leider terminlich nicht so abgestimmt haben, dass der erste Herr Vizebürgermeister dabei sein hat können. Hätte, glaube ich, auch einen wichtigen Teil dazu beitragen können mit seinen Ideen. Dennoch, glaube ich, haben wir schon die Möglichkeit, bei gewissen kleinen Schrauben zu drehen und dem müssen wir auf jeden Fall angehen. Wir haben schon einige offene Baustellen, die wir jetzt wieder ein Jahr drüber gezogen haben, sei es das Schneeraumkonzept oder andere Kleinigkeiten. Wie gesagt, wenn es alle Kleinigkeiten sind, glaube ich, müssen wir sie dennoch machen und angehen, weil das sind unsere Hausaufgaben und die, glaube ich, sind da wichtig, dass wir sie machen. Danke. Zu den Terminvorkehrungen bzw. Verschiebungen muss ich die Schuld ein bisschen auf mich nehmen. Ich war zwischendurch einmal krank, wo eigentlich Sitzungen geplant gewesen wären. Und deshalb hat es da gewisse Kollisionen gegeben, aber wir haben es trotzdem geschafft, die Punkte abzuarbeiten. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine Wortmeldungen? Doch, ja. Gemeinderat Thurnau. Ja, hoher Gemeinderat. Ein Voranschlag ist ein Voranschlag, wie der Bürgermeister schon gesagt hat. Er kann sich ja ändern. Und jetzt stelle ich die erste Frage. Hat man schon eine Ahnung, wie der Rechnungsabschluss in groben Zügen im Jahr 2023, wie der ausschauen wird? Und jetzt die zweite Frage. Die Bedarfszuweisungen. Da müssen wir nachher 326.300 von den Bedarfszuweisungen zur Tilgung des Abganges verwenden. Ist das richtig? Nach heutiger Sicht. Ja, zur Frage 1. Rechnungsabschluss 2023 ist natürlich noch nicht klar, wie es ausgehen wird. Wir haben erst vor kurzem den Nachtragsvoranschlag beschlossen. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen sich nicht mehr im Großen verändern werden. Also vor allem bei den Ertragsanteilen und so weiter wird es keine, also bei den Einnahmen wird es keine großen Änderungen mehr geben. Wirklich wissen tun wir es erst, wenn die letzten Rechnungen gezahlt sind. Und dann auch, oder der Rechnungsabschluss ist ja bis Ende April, Ende Mai, April, Ende April zu erstellen. Also das, ich gehe davon aus, dass wir circa im Februar wissen werden, wie die Zahlen dann wirklich halten.
Von den Bedarfszuweisungsmitteln, das hat der Finanzverwalter erklärt, wir haben zuerst eben einen weitaus höheren Rahmen mitgeteilt bekommen, als wir die letzten Jahre gehabt haben. Das wurde begründet mit zum Beispiel einem Bonus für Einwohnerverlust für kleine Gemeinden, die in den letzten 20 Jahren Einwohner verloren haben. Dadurch hat sich eine andere Berechnung ergeben und wir haben uns sehr gefreut, dass wir statt 400.000 auf einmal 600.000 Euro haben und wir haben schon Projekte durchgespielt, die wir umsetzen können. Und die Ernüchterung war dann, dass wir das Geld nicht binden dürfen, wenn wir es nicht schon gebunden haben, sondern dass es Abgangsgemeinden in den Abgang einsetzen müssen. Ich glaube nicht, dass es viele Gemeinden gibt in Kärnten, die diese BZ-Mittel wirklich was bringen momentan. Wenn sich natürlich die Ergebnisse ändern sollten im Laufe des Jahres, dann können wir vielleicht BZ-Mittel frei bekommen. Das Einzige, über das wir jetzt momentan wirklich verfügen können, sind die interkommunalen Mittel, die jede Gemeinde zuerkannt bekommen hat. Das heißt, wenn wir mit anderen Gemeinden gemeinsame Projekte machen, können wir diese über diese 40.000 oder 50.000 Euro pro Jahr finanzieren. Zusätzlich alte BZ-Mittel, die wir noch nicht verbraucht haben aus Vorjahren, die wir aber für gewisse Sachen gebunden gehabt haben, und eben diese KIP-Mittel, das heißt ungefähr knapp 90.000 Euro für energetische Maßnahmen und ca. 90.000 Euro für andere Maßnahmen können wir noch einsetzen, allerdings nur mit 50% Eigenmittelanteil. Das heißt, diese 180.000 oder 190.000 Euro bedürfen 190.000 Euro Eigenmittel aus jetziger Sicht. Es ist zwischen Land und Interessensvertretungen letzte Woche vereinbart worden, dass Wege gesucht werden, wie dieser Eigenmittelanteil gestützt werden kann. Das heißt, auf Grundlage eines Multifondsansatzes, dass andere Förderungen hinzukommen können. Das Land Kärnten hat ja bei diesen letzten oder bei der ersten Corona-Milliarde 20 Millionen Euro an die Gemeinden als Extrabudget zur Verfügung gestellt, damit eben die Förderquote von 50% auf 70, 80, 90% erhöht werden kann. Wenn sowas wieder gelingt, dann haben wir realistische Chancen, dass wir das eine und andere Projekt nächstes Jahr hoch umsetzen können. Ja, wir haben genug vorbereitet. Bitte, Herr Gemeinderat Thurner. Darf ich noch vielleicht fortfahren? Inneres Darlehen, Tankwagen, von wo kommt das? Zweite Frage, Kassenkredit, wie viel ist der jetzt ausgeschöpft mit heutigen Tag? Und wie kommt man es in der Kommunalsteuer, dass die, was erfreulich ist, um so viel steigt? Und dann hätte ich noch Grundsteuer B. Ich bin schon der Meinung, dass die Gemeinde Aufgaben hat, nachzuschauen, ob Widmungen vorzunehmen, welche Grundstücke B sind. Das ist eine wesentliche Einnahme für die Gemeinde. Gut, danke. Die Punkte inneres Darlehen, Kassenkredit, darf ich den Finanzverwalter bitten, bei der Grundsteuer B bzw. bei allen anderen Abgaben oder auch, wo wir heute schon gehört haben, Zweitwohnsitzabgabe werden wir prüfen und auch Ermittlungsverfahren teilweise einleiten, um zu schauen, ob wir am richtigen Weg sind. Die Kommunalsteuer hängt natürlich mit der Beschäftigtenzahl in Kötschermauten zusammen. Das heißt, je mehr Beschäftigung ist, desto besser ist die Kommunalsteuer für uns. Das hat der Finanzverwalter ja auch gesagt, wir haben es jetzt höher angesetzt, als wir die letzten Jahre gemacht haben, weil wir einfach gesehen haben, dass die Kommunalsteuer doch sich positiv entwickelt hat, was sehr positiv ist für uns. Allerdings wissen wir nicht, wie die Konjunktur sich vor allem Bauwirtschaft und so weiter in den nächsten Monaten entwickeln wird, wenn die öffentlichen Aufträge wirklich ausbleiben. Das heißt, wir investieren doch recht viel, nicht nur wir, sondern andere Gebietskörperschaften auch. Wenn das wegfällt und der private Haushalt auch nicht investiert, das haben wir auch gehört, wir haben die Wasseranschlussbeiträge relativ niedrig angesetzt, weil einfach die private Bautätigkeit sehr zurückhaltend ist, auch aufgrund der Kreditvergaberichtlinien, aufgrund der Teuerungen, kriegt man teilweise schwer Firmen, vielleicht wird es jetzt wieder anders, aber es traut sich momentan keiner, beziehungsweise haben die meisten ihr Geld schon verbraucht die letzten Jahre, eben in der Erwartung, dass es nicht immer so weitergehen wird. Ich denke, die Banken können das auch bestätigen, dass da schon sehr viel Rückstau jetzt entsteht und ich hoffe, dass wir Lösungen finden, alle gemeinsam, um das Dilemma aufzubringen. Aber Herr Finanzverwalter, bitte noch zu den Punkten aus deiner Sicht. Ja, ich kann sagen, Herr Gemeinderat Thurner, das innere Darlehen für das Tanklöschfahrzeug wird mit 100.000 aus dem Müllhaushalt und mit 61.600
aus dem Gebührenhaushalt Wohnblock Kötschach 250 entnommen und auf 6 Jahre wieder rückgeführt. Und der Kassenkredit aktuell im laufenden Jahr ist mit einem Betrag von rund 338.000 aktuell ausgenutzt. Dabei muss man aber sagen, dass wir viele Maßnahmen für die Kinderbetreuungseinrichtungen auch über diesen Kassenkredit vorfinanziert haben, aber auch das Vorhaben Dollingweg sind viele Ausgaben, die jetzt in diesem Betrag drinnen stecken. Beantwortet? Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Darf ich nur fortfahren? Dann hätte ich den Dollingweg noch. Das sind 300.000 von Land Kärnten. Wie setzt sich die Summe zusammen, die 300? Ist das ein Prozentsatz? Und wo ist das Geld von der Tal? Ich meine, ich will es nicht aufspielen, vielleicht soll es nicht in Erscheinung treten, zu viel. Aber wo ist das Geld? Wir verstecken es. Ja, also der Dollingweg, wir haben ja einen Finanzierungsplan ursprünglich beschlossen gehabt mit 750.000 Euro Gesamtvolumen. Haben wir bei der letzten Gemeinderatssitzung ja erhöht auf 850.000 Gesamtvolumen, weil sich gewisse Änderungen und Teuerungen ergeben haben. Und der Anteil des Landes ist grundsätzlich mit 40% der Gesamtkosten als Förderung seitens der Agrar festgelegt worden. Das heißt, das ergibt sich dann normalerweise aus der Endabrechnung, wie viel das Land wirklich beiträgt. Wir haben damals vom Landesrat Fellner 115.000 Euro im ersten Schritt bekommen und dann noch einmal 15.000 Euro nachträglich. Die Tal hat am Anfang 100.000 Euro beigetragen. Das war so eine Art Kostenanteil für die Brückensanierung. Und der Rest, der nicht anders finanzierbar war, haben wir ja als Regionalfonddarlehen angesetzt, das wir jetzt aufnehmen wollen. Aber da kann der Finanzverwalter vielleicht noch ergänzen, oder? Zum Vorhaben Dollingweg ist zu sagen, dass der Beitrag der Tal Österreich bereits im Jahr 2020 gezahlt wurde an die Gemeinde und daher in dem Budgetentwurf nicht mehr enthalten ist. Die Förderung der Abteilung 10 Agrar ist mit 40% der Ausgaben angesetzt worden und die Differenz ist als Regionalfonddarlehen beantragt worden, wie das im in der Sitzung vom Gemeinderat vom 30. November beschlossen worden ist, mit 282.500 Euro. Bedarfszuweisungsmittel waren da enthalten 112.500 im Jahr 2021 und für die Mehrkosten haben wir noch einmal 15.000 Euro im Jahr 2023 erhalten und so setzt sich jetzt die Gesamtsumme von diesen 850.000 Euro zusammen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Okay. Ich glaube, in Reaktion auf deine Frage. Wahrscheinlich, oder? Ja, grundsätzlich würde ich schon zum Budget auch noch was zu sagen. Ich glaube, beim Dollingweg hat der Finanzverwalter eh schon relativ viel gesagt. Natürlich sind das teilweise Kostenschätzungen gewesen. Es ist wohl grundsätzlich die Entwicklung in jedem Budget momentan wirklich eine Katastrophe und wirklich die Frage, ob bis zum Rechnungsabschluss wirklich alles so haltet, wie man geplant hat. Zu den Mitteln der Tal hat, glaube ich, der Bürgermeister eh schon gesagt, die 100.000 sind Beitragszahlungen an den Brückenanteil gewesen. Ich habe auch jetzt mehrere Mal schon versucht, mit der Tal noch einmal zu reden. Der Bürgermeister dazwischen ja auch schon. Das wird sich jetzt in nächster Zeit noch ergeben, ob man da noch Möglichkeiten hat, mit der Tal über die Mehrkosten, die ja von 750 aufwärts gehen, noch Anteile prozentual oder mit Beitragszahlungen zu kriegen. Es ist, wie gesagt, das letzte Mal nicht gar so gut angekommen, das habe ich jetzt schon von ein paar Tale gehört, dass man halt sagt, 30.000 Euro sind nicht geleistet worden. Das kommt natürlich sehr schnell auch dort an und das ist nicht gar so gescheit. Das sollte man in Zukunft auch nicht tun, um einfach mit Partnern wirklich wieder auf Augenhöhe zu reden. Das zudem zum Budget selber, ich glaube einleitend ist es wirklich ein katastrophales, aber fremdbestimmtes Budget. Das muss man klar und deutlich einmal sagen, weil wenn man allein die Beitragszahlungen anschaut, wir überschreiten heuer das erste Mal bei der Krankenumlage und bei der Sozialumlage die 2-Millionen-Grenze. Das heißt, bei
knappe 9 Millionen Budgetvolumen sind 2 Millionen allein bei den zwei Sachen schon wieder weg. Und ich glaube, da wird man sich nicht, oder da wird man sich in Zukunft einiges überlegen müssen. Und ich bin da, glaube ich, nicht allein, wenn man die Zeitungsberichte liest, im Spital jetzt die Rechnungsabschlüsse mit 3,8 Millionen minus, kommt auch von den Mandataren die dringende Forderung an das Land, bei gewissen Umlagen und Beiträgen etwas zu machen. Es sind ja von den Freiheitlichen das letzte Mal die Anträge gekommen mit Abschaffung der Landesumlage. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ob es so gescheit ist, Landesumlagen zu fordern, dass sie abgeschaffen werden. Das ist fraglich, weil meistens kommt halt dann die Retourkutschen auf einer anderen Seite. Das ist, wie gesagt, sehr fraglich, ob das gescheit ist, aber man sollte wirklich über alles diskutieren können. Weil allein, wie gesagt, die Beitragserhöhungen, Kopfquote, Kinderbetreuungseinrichtungen über 30% plus ist natürlich schwierig, das Ganze, weil im Endeffekt sollen wir Gemeinden ja wieder die Rechnungen. Das ist die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Es gibt auch im ganzen Bezirk keine Gemeinde, die im Plus budgetieren wird. Hermagor ist im Umlauf mit einer Million Abgang. Ich habe heute auch Apfelwirtschaftsverband-Sitzung gehabt und Gelegenheit gehabt, mit einigen Bürgermeistern zu diskutieren. Es lässt eigentlich jeder den Kopf momentan hängen, weil er einfach nicht mehr positiv budgetieren kann. Steinfeld zum Beispiel hat überhaupt einstimmig das Budget nicht beschlossen. Natürlich ist die Frage, was dann passiert, weil Budget nicht beschließen heißt, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber trotzdem müsste man irgendwo einen Ansatz finden, wenn so eine Gemeinden, die eigentlich immer leicht im Plus budgetiert haben, in der Vergangenheit jetzt komplett ins Minus rutschen und eigentlich, so wie der Finanzverwalter und auch teilweise der Bürgermeister schon gesagt hat, bei einem Kontokorrentrahmen von 1,5 Millionen weiß jeder, dass man irgendwann einmal, wenn es so weitergeht, 2025 nicht mehr liquide sind oder vielleicht früher schon, wenn es nur blöder geht. Und das ist einfach so nicht hinnehmbar. Es hat jetzt auch einmal einer gesagt, wenn die unterste Ebene verhungert oder noch extremer gesagt ausgehungert wird, dann kann man einfach der Bevölkerung vor Ort in der kleinsten Zelle in der Gemeinde nichts mehr machen. Und das wird sehr schwierig in Zukunft irgendwas zu machen und auf das zurückzukommen, was der Gemeindevorstand auch nicht auch gesagt hat. Wir werden uns auch in Zukunft gewisse Sachen in der Gemeinde überlegen müssen. Es wird so lange schon diskutiert über gewisse Vorhaben, die natürlich werden wehtun, aber wir müssen unsere Sachen auch, unsere Hausaufgaben auch erledigen, weil sonst können wir von anderen nicht fordern, dass sie es andere machen. Das müssen schon bei uns auch anfangen und ich bin gern bereit, über alles zu diskutieren, leider müssen wir es fair diskutieren, auf alle Ebenen, weil es gibt auch Bürger, die gewisse Vorteile haben, die halt ein bisschen leichter haben und die anderen ein bisschen negativer, dann müssen wir einen fairen Schnitt überall durchziehen. Und ich glaube, über das sollte man in der nächsten Zeit diskutieren. Das einmal soweit zu meinen Ausführungen. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Ich glaube, wir haben durchaus die Möglichkeit und auch die Verpflichtung, darüber zu diskutieren, weil es doch Auswirkungen hat. Das zum Steinfeld ist mir auch zu angekommen, die haben das Budget nicht beschlossen. Ich weiß nicht, ob es aus internen Konflikt heraus passiert ist, aber wenn es einstimmig nicht beschlossen ist, dann ist es ein Signal. Ja. Nur dass die Konsequenz daraus ist, könnte man natürlich da auch machen, dass wir fürs nächste Jahr kein Budget haben, sondern eine Zwölftelregelung. Das heißt, wir müssen das Budget vom letzten Jahr hernehmen und können wir pro Monat maximal ein Zwölftel davon ausgeben. Das heißt Planungssicherheit null. Irgendwelche Zusagen oder irgendwelche Sonderwünsche können wir sowieso nicht einplanen, aber auch keine Überraschungen bewältigen. Und das ist das Problem mit einem fehlenden Budget. Und also ich möchte sowas nicht probieren, was die Konsequenz ist, wenn man das auf die Weise löst. Bitte, Herr Gemeinderat Kogler. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Herr Gemeinderat, ja, es ist das richtige Wort, ist schon gefallen früher von Vizebürgermeister Zebelin, fremdgesteuert. Wir diskutieren da über jeden Punkt, über überall alle Cent, wo man irgendwas hat rucken können in den nächsten Jahren. Im Prinzip wird ja eh brav gearbeitet und eigentlich schaut man
bis vielleicht auf eine gewisse Ausnahmen, dass es passt, was man ausgibt, was man budgetiert. Aber eigentlich sind wir diesen ganzen Wesen ausgeliefert, was da jetzt passiert ist. Heute im Nationalrat geschaut, Vormittag, da werden wieder 2,4 Milliarden beschlossen, was dann über Bund, Länder und Gemeinden, also für die Gemeinden in erster Linie zum Beispiel ausgeschüttet werden. Aber ich denke, bis in die Gemeinden wird da nichts ankommen. Und so geht es auch schon länger so. Warum? Oder es ist eigentlich Tatsache, dass im Endeffekt der Bürger alles zahlen muss. Und ich bin... oder wir wissen auch Bescheid, es gibt gewisse Sachen, wird sich ändern müssen in kleinster Weise, aber wenn eh schon die Teuerung ist und alles Mögliche jetzt auf den Bürger draufgedruckt werden, dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber man kann die Gemeinden nicht so hängen lassen, das ist kein Grund. Aber ja, das ist natürlich fremdgesteuert von Bund und von Land, aber vielleicht soll man da auch mit eben diesen praktischen Beispielen auch draufdrucken, dass es so langfristig nicht funktionieren wird, weil keine Gemeinde kann das über eine lange Zeitspanne irgendwie aushalten. So denke ich, weil das wird ja mehr werden. Das ist ja nicht gleich nächstes so, sondern diese Steuerung, diese Teuerungen und diese ganzen Sachen, die werden ja weitergehen. Danke. Ja, es kommt da in dem Fall sehr vieles Ähnliche. Vielleicht noch ein bisschen was untergeht, dass wir eigentlich als Marktgemeinde Kötschau am Mauten wirklich aus meiner Sicht sehr gut unterwegs sein, grundsätzlich. Wir haben Steigerungen bei der Kommunalsteuer, haben wir schon gehört. Das heißt, die Wirtschaft hat sich gut über diese Krisen der letzten Jahre rüber gerettet. Wahrscheinlich der Vorteil, dass wir ein recht kleinstrukturiertes Gewerbe und Handwerk haben, also nicht am großen globalen Markt mehr hängen. Das nächste ist, die Tourismuszahlen entwickeln sich die letzten Jahre auch sehr positiv, ausgenommen natürlich Corona. Es gibt einen neuen großen Betrieb. Wir haben im Jahr 2023 mit Oktober schon die Nächtigungszahlen vom letzten Jahr überschritten. Das heißt, auch dort ist eine Steigerung da. Heute habe ich gerade die Einwohnerzahlen abgefragt. Wir sind jetzt bei 3.351 momentan. Das war vor zwei Jahren bei 3.300. Also wir sind da auch im Steigen. Ein Teil davon ist natürlich den Vertriebenen oder neuen Bürgerinnen von Kötschau aus der Ukraine zu verdanken. Keine Frage. Aber es gibt auch so, ohne diesen Teil der Bevölkerung, Zuzüge und auch gute Geburtenentwicklungen. Das heißt, es dürfte schon einiges gut sein bei uns, aber es hilft uns nichts, wenn wir im Prozentbereich uns verbessern und aber im 10 oder 20%-Bereich belastet werden. Das ist einfach, so wie man schon gehört haben, großteils von außen gekommen und muss auch von außen gelöst werden. Zum großen Teil, wir werden unseren Teil beitragen versuchen. Aber ich denke, nachdem es wirklich sehr viele Gemeinden betrifft, also in Kärnten, wie wir gehört haben, über 90%, das sind glaube ich 4 oder 5 Gemeinden, die momentan ein ausgeglichenes Budget zusammenbringen. Und österreichweit sind es weit über 50%. Also man kann sagen, rund 1500 bis 1800 Gemeinden, die Hälfte der Bevölkerung lebt in einer Gemeinde, die kein positives Budget mehr hat. Das wird irgendwann durchschlagen und da müssen sich wirklich alle Ebenen Gedanken machen. Bitte, gibt es heute eine Wortmeldung, Herr Gemeinderat Thürner? Ja, Herr Bürgermeister, jetzt die letzte Wortmeldung. Jetzt hätte ich noch die Frage, wo sind die 825.000, was beim Kanal in der Gemeinde liegen? Na, die zweite Frage noch, wir reden immer von Sparen. Wenn ich jetzt herne, jetzt haben wir 2 Wassermeister und die Uhren, Wasseruhren, waren jetzt von einer Firma, meine Kanonsweise, Kaplenik ausgetauscht. Da habe ich überhaupt kein Verständnis. Und wenn heuer die für die Beamten, das bezieht sich nicht auf Kötschau-Mauten, 9,5% Lohnerhöhung sind. Und dann geht der Gemeindevorstand her und beschließt, wenn wir ein Doppelt kriegen, oder wie das heißt, und wir das müssen zahlen, da habe ich aber überhaupt kein Verständnis. Ich habe es unterschrieben, ich werde es zahlen. Aber da hat der Gemeindevorstand schön Ding. Und mit anderen Gemeinden, das gibt es nirgends. Und da habe ich kein Verständnis. Danke. Stimmt, Tablets für die Gemeinderäte gibt es nicht überall. Wir sind da sicher vorne dabei. Wir haben uns das überlegt, weil wir einfach diese Flut an Papier, die wir mit jeder Sitzung produzieren, in den letzten Jahren in den Griff bekommen wollten. Wir haben das Angebot gestellt an die Gemeinderatsmandatare, dass sie sich digitalisieren können. Das heißt, dass wir Tablets fördern. Also sie müssen es nicht selber kaufen, sondern wir fördern das als Gemeinde. Damit wir eben das Angebot stellen, jetzt hat jeder Herrin das WLAN, wir können da digital arbeiten, wenn das einer will. Und ab nächsten Jahr gibt es die Papierunterlagen nicht mehr, das heißt, entweder muss man sich das selber organisieren oder man macht es digital und sparen wir das Papier ein. Und da kommt schon einiges zusammen.
Wir haben heuer 5 Gemeinderatssitzungen gehabt, 8 Vorstandssitzungen und ich weiß nicht, wie viele Ausschusssitzungen. Und bei jeder einzelnen Sitzung mal 23 oder mal 8, je nachdem, wie viel Gremium drin sind, wird einfach Papier produziert, obwohl wir eigentlich seit 20 Jahren ein papierloses Büro haben sollten. Aber es wird immer mehr statt weniger und das ist ein Schritt. Und ich glaube, ein kleiner Kostenbeitrag von Seiten der dann Eigentümer dieser Geräte ist nicht zu viel verlangt, weil man ums halbe Geld etwas kriegt, was ja theoretisch 10 Jahre haltet und was man auch privat nutzen kann. Die Verantwortung liegt natürlich auch bei jedem einzelnen Mandatar. Wir haben nicht 2 Wassermeister, sondern wir haben mehrere Wassermeister, sogar zumindest von der Ausbildung her, aber in der Wasserversorgung angestellt ist eine Person zu 100% und wir haben eben den Engel Edi, den wir damals beschlossen haben, dass wir zum Teil in der Wasserversorgung noch mitnehmen, weil ja natürlich auch die Bereitschaftsdienste zu leisten sein. Das geht mit einer Person nicht. Und das mit den Wasseruhren hat einfach den Grund, dass es über private Firmen teilweise billiger geht und einer allein das auch nicht schafft in der Zeit. Wir haben Jahre gehabt, wo wir in einem Jahr 5 Wasserzähler zum Tauschen gehabt haben oder mehr. Und wenn der Wassermeister nur das tut, dann kommt halt zu sonst nichts mehr. Und das ist auch nicht der Sinn der Übung. Das mit den 825.000 vom Kanal gebe ich wie jedes Jahr an den Finanzverwalter weiter. Ja, danke. Ich darf ergänzen, der Tausch der Wasserzähler war ursprünglich durch Eigenpersonal geplant. Wir haben die Wasserzähler für heuer bereits letztes Jahr bestellt, aber die Firma Diehl ist derzeit oder aktuell dermaßen im Lieferverzug, dass sich das zeitlich durch das Eigenpersonal nicht mehr ausgeht. Und zur Rücklage Kanal, wie erwähnt, ist die Rücklage oder das kumulierte Ergebnis im Kanalhaushalt mit einem Betrag von 825.000 Euro nicht der Zahlungsmittelreserve zugeführt, sondern dieses Ergebnis steckt im kumulierten Ergebnis der operativen Gebarung, sozusagen der Gewinnvortrag im Kanalhaushalt. Da steckt das zahlenmäßig drinnen. Geldmäßig ist es, wie erwähnt, nicht der Zahlungsmittelreserve zugeführt worden, sondern liegt am Girokonto der Gemeinde und die Gemeinde kann mit dem Geld ihre Liquidität sicherstellen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zum Budget? Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, bezüglich der Tablets möchte ich nur kurz sagen, wir haben glaube ich da 3 Sitzungen lang oder 4 Sitzungen lang diskutiert, wieder zurück, weil halt verschiedene Meinungen waren, ob man das wirklich machen sollte. Ich glaube, die Einsparung allein beim Papier und so weiter, das ist schon irgendwo heranzuziehen, weil als Müllreferent sehe ich da selber, was da unten, was bei uns, obwohl wir eine Papierabholung vor Ort, also pro Haus haben, was sonst noch Papier im Müllhaushalt unten ankommt, also ein ASZ. Aber zurück auf das, dass man einen Kostenanteil zahlen sollte, ich glaube, alles gratis zeigt uns, dass man die Rechnungen noch wieder selber zahlt. Irgendein Ansatz soll jeder selber schon zahlen. Wir haben das selber in der Fraktion bei uns auch diskutiert. Wenn er den Vorteil jeder Mandatar hat, dann kann er schon einen kleinen Beitrag auch dafür beizahlen. Und vielleicht kann auch das Sitzungsgeld ein bisschen wo investieren. Auch, ist auch nicht schlecht. Also das ist jetzt nicht der große Anteil im Budget, aber erleichtert beim Papier schon relativ viel. Zum Budget noch einmal zurückzukommen, von unserer Seite angesichts der momentanen Problematik, und da weil der Herr Bürgermeister jetzt, heute ist es in die Häuser gekommen, gebeten hat, dass wir politisch alle zusammenstehen, habe ich nicht das Problem zusammenzustehen, ich hoffe, dass wir in Zukunft unsere Forderungen allein schon beim öfters zusammensitzen einmal zwischen den Referenten vielleicht auch einmal Gehör finden. Aber aufgrund des angesichts der Problematik werden wir heute dem Budget zustimmen und hoffen, dass wir auch bei unseren internen Sachen, wo wir eventuell sparen können, eine faire Diskussion finden bzw. eine Basis finden können. Also das ist ein bisschen ein Vertrauensvorschuss auch von unserer Seite in die Zukunft oder in den nächsten paar Monate. Ansonsten muss man ganz und ehrlich sagen, ich habe irgendwo in die Zeitungen jetzt auch gelesen, wir fahren an die Wand, hat der Mandatar gesagt, und wenn sich da nicht was ändert, fahren wir wirklich an die Wand und da müssen wir selber was unternehmen, beziehungsweise
weil ich früher gesagt habe, fremdbestimmtes Budget Richtung Land, und ich betone, das ist Land, weil die Umlagen und Beiträge kriegen wir vom Land vorgeschrieben und nicht vom Bund, wirklich dort anzusetzen und versuchen, dass dort Reformen passieren. Danke. Danke. Vielleicht darf ich noch ganz kurz einen Punkt aufgreifen, was dazu passt. Das Thema Müll, wir haben es heute schon gehört, wir haben bei den Müllausgaben niedrigere Werte, weil sich die Müllmenge verändert hat. Das ist einmal eine positive Geschichte. Wir sind auch als Pilotgemeinde für ein Müllvermeidungskonzept auserkoren worden, kann man sagen. Es ist ein Förderprogramm von Bundesseite aus, wo pro Bundesland eine Gemeinde sich bewerben kann, um dieses Pilotprogramm einmal zu durchlaufen und zu schauen, wie kann man in der Bevölkerung, in den öffentlichen Haushalten, in den privaten Haushalten, in der Wirtschaft Müll vermeiden, weil das ist ein Riesenpunkt geworden die letzten Jahre. Und nachdem ein Bundesland keine Gemeinde gemeldet hat, hat Kärnten 2, neben der Stadt Villach, das ist auch die Marktgemeinde Kretschau-Mauthen, eine Pilotgemeinde. Da gibt es dann, ich glaube, einen Sitzungstermin gibt es schon. Das Team von Energieattac Kretschau-Mauthen mit der Sabrina vor allem klemmt sich da dahinter, dass wir da wirklich gute Ergebnisse erzielen, und das wird uns auch in Zukunft helfen, gewisse Kosten einzusparen. Wir haben auch vor, uns zum Thema Photovoltaikausbau auf den eigenen Gebäuden weiterzuentwickeln. Wir haben es eigentlich schon länger vor, aber man kriegt fast keine Firmen her, die muss das planen oder uns einmal ein Angebot stellen. Jetzt haben wir eine Firma, wir hoffen, dass die bald einmal Ergebnisse liefert, weil wir eben noch diese Drittmittel haben für energetische Maßnahmen, und wenn es uns gelingt, selber Strom zu erzeugen, im Haus brauchen wir ein bisschen was, aber auch in der Straßenbeleuchtung, in anderen Gebäuden, und das Thema Energiegemeinschaften wird auch geprüft, dass wir einfach schauen, wie man die laufenden Kosten, so gut es geht, in den Griff bekommen, ohne vielleicht auch die Bürger zu belasten. Weil wenn wir von, was haben wir vor, 380.000 Kilowattstunden allein bei der Gemeinde reden, wir wissen, ungefähr 20 Cent kostet der Strom plus die Netzgebühren plus die Steuern, dann ist schon viel Geld zu machen. Und das gleiche Thema trifft natürlich die Aquarena, die sehr energieintensiv arbeitet. Also beim Strom haben wir sicher Potenzial in der Eigenerzeugung, auch in der Gemeinschaft. Wir haben einen Stromproduzenten im Ort, der in der letzten Zeitung, ich glaube in der kleinen Zeitung war es, angeboten hat, dass er für Energiegemeinschaften zur Verfügung steht. Meines Wissens noch macht das auch in Niederösterreich sehr professionell mit Kommunen. Also ich denke, dass wir da vor Ort schon sehr viel Potenzial haben. Man muss sich halt einfach kreativ Gedanken machen, und dann können wir vielleicht vieles auch verbessern, ohne dass wir in die privaten Haushalte extra Belastungen aufbürden oder zu große extra Belastungen aufbürden. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zum Budget 7a? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mal den Punkt zur Abstimmung bringen. Und zwar aufgrund des mehrheitlichen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kretschau-Mauthen vom 6. Dezember, da geht der Antrag, der Gemeinderat wurde beschließen, dass die im vorliegenden und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Verordnung, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 Kerngemeindehaushaltsgesetz erlassen wird, festgestellt und genehmigt wird. Auf die Erläuterung zum Voranschlagsentwurf wird besonders hingewiesen. Ich bitte um ein Handzeichen zur Zustimmung. Gegenprobe einstimmig angenommen. Alle anwesend. Dann darf ich noch zum Thema Kassenkredit, Tagesordnungspunkt 7b, einleiten. Wir haben es ja heute schon gehört. Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem man den Kassenkredit ausschöpfen kann. Und zwar ist da der wesentliche Punkt der Budgetansatz 92 aus dem Rechnungsabschluss des Jahres 2022. Da wäre ein Betrag von 4,9 Millionen als Rahmen möglich, und davon bisheriger Stand darf man maximal 33% als Kassenkredit vergeben oder beantragen. Jetzt mit dieser Woche hat sich dieser Prozentsatz auf 50% erhöht. Das heißt, wir könnten von 4,9 Millionen einen Kassenkredit aufnehmen. Aber wir haben es im Gemeindevorstand schon beraten und beschlossen. Mit 33% der Finanzverwalter wird es noch ergänzen. Ich habe eine Wortmeldung vom Gemeinderat. Ja, danke, Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, für diesen Punkt erkläre ich mich für befangen. Gut, dann werden wir dich nach der Beschlussfassung wieder hereinbitten. Herr Finanzverwalter, bitte kurz um Erläuterung.
Ja, danke, Herr Bürgermeister. Wie jedes Jahr ist eben ein Kassenkredit zur Verstärkung der liquiden Mittel vom Gemeinderat zu beschließen. Der dient zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen und die Inanspruchnahme ist auf ein Jahr begrenzt. Mit Landesgesetzblatt 78/2023 wurde das Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz dahingehend geändert, dass von dem genannten Rahmen oder von der genannten Summe nicht 33, sondern 50% in Anspruch genommen werden können. Wir haben den Kassenkredit aber mit einem Rahmen von 1,5 Millionen ausgeschrieben. Der betrifft das Kalenderjahr 2024. Eingeladen zur Angebotslegung wurden die Raiffeisenbank Kötschermauthen, die Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten und die Kärntner Sparkasse. Die Abwicklung erfolgt über das bestehende Geschäftskonto, Verzinsungsart halbjährlich und die Verzinsungsbasis ist eben der 6-Monats- oder der 3-Monats-Euribor mit einem entsprechenden Aufschlag und die Gebühren und Spesen sind im Aufschlag bereits enthalten. Das Ausschreibungsergebnis hat folgendes Angebot dargelegt. Die Raiffeisenbank Kötschermauthen hat ein Angebot gelegt auf Basis des 3-Monats-Euribor mit einer variablen Verzinsung und einem Aufschlag von 0,29. Die Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten ebenfalls Basis 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 0,28. Und die Kärntner Sparkasse hat eine Fixzinsvariante mit 4,45% und eine variable Variante mit dem 3-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 0,30 angeboten. Die Dolomitenbank ist beim Aufschlag mit dem geringsten Angebot hervorgegangen. Hier kommen wir zu einem Gesamtzinssatz von 4,231% und der Fixzins bei der Kärntner Sparkasse würde bei 4,45% liegen. Es geht daher die Empfehlung, die den Konto-Korrentrahmen, also den Kassenkredit 2024 an die Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten zu vergeben. Wie der Bürgermeister bereits gesagt hat, kann der Rahmen nach den aktuell rechtlichen Grundlagen für die Jahre 2024 und 2025 höher ausgeschrieben werden. Das wäre dann ein maximaler Rahmen von 2.452.000. Es soll aber natürlich verhindert werden, dass der Rahmen in dieser Höhe ausgeschrieben werden muss und auch ausgenutzt werden muss, weil ja das alles auch irgendwo wieder refinanziert werden muss und das natürlich umso schwerer ist, je höher der Kassenkredit dann ausgenutzt wurde. Danke. Danke für die Erläuterung. Gibt es dazu Wortmeldungen oder Fragen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschermauthen vom 6. Dezember stellt der Gemeindevorstand den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben einen Kassenkredit bis zum Höchstausmaß von 1,5 Millionen aufnehmen kann. Der Kassenkredit wurde ausgeschrieben und soll an die Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten mit variabler Verzinsung und einem Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor von 0,28% vergeben werden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Irgendwo einstimmige Annahme, nicht nur anwesend, Herr Gemeinderat Gabriel Seiwald, den man jetzt bitte wieder irgendjemand hereinholt. Du musst zocken. Ich weiß nicht, ob es ihm sagt. Sag schnell, Gabriel, das einer. Ja. Und warum? Gut, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Darf aber nachträglich noch dem Finanzverwalter danken und allen, die mitgearbeitet haben, auch den Mitarbeitern der Gemeindeaufsicht, weil es ist in diesem Jahr sicher keine leichte Übung, Budgets zu erstellen, wenn man sieht, wie es sich rundherum entwickelt. Und deshalb herzlichen Dank. Wir haben dann den Tagesordnungspunkt 8, Marktgemeinde Kötschermauthen Immobilien KG. Einleitend darf ich berichten, dass wir ja im Jahr 2023 mit der Kündigung von Mietverträgen von der Firma Billa und der Firma NKD natürlich schmerzhafte Einnahmenverluste hinnehmen mussten.
Die langjährigen Mieter sind auf die andere Seite der Straße gewechselt, was zumindest den Trost mit sich bringt, dass diese Unternehmen weiterhin in Kretschau-Mauthen bleiben und wirtschaftlich abgesichert sein dürften. Das ist gut für die Kunden und auch für die Nahversorgung. Wir haben über Makler, wie ich schon berichtet habe, lange versucht, vor allem Handelsbetriebe und im Bereich Lebensmittel, Vollsortiment bzw. Discounter neue Mieter zu gewinnen. Derzeit ist die allgemeine Wirtschaftslage aber im Handel so angespannt, dass die Branche eher im Rückzug ist. Vor allem im stationären Handel, der Internethandel ist natürlich ein anderes Thema. Glücklicherweise konnten wir für die große Freifläche von 1200 Quadratmeter einen heimischen Interessenten finden, mit dem aktuell die Vertragsverhandlungen laufen und kurz vor dem Abschluss stehen. Das ist für beide Seiten eine gute Entwicklung, da wir den Betrieb mit rund 30 Mitarbeiterinnen in der Gemeinde halten können und den größten aktuellen Leerstand in der Gemeinde wieder mit Leben füllen. Für den Mieter bedeutet diese Lösung Standortsicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort. Im Wirtschaftsplan ist die Vermietung bereits abgebildet und ab Februar soll der Mietvertrag langfristig abgesichert in Kraft treten. Ich darf den Herrn Finanzverwalter bitte um die Zahlen zum Wirtschaftsplan der Immobilien-KG ersuchen. Ja, danke. Der Wirtschaftsplan 2024 der Immobilien-KG beinhaltet den laufenden Geschäftsbetrieb. Es sind hier bei den Erträgen aus Dauervermietung insgesamt 160.000 Euro im Wirtschaftsplan enthalten. Das ist eine Steigerung aufgrund der bereits genannten Neuvermietung. Die Betriebskosten liegen ungefähr auf Vorjahresniveau und aus den laufenden Einnahmen sind auch die Einnahmen aus den Mindestmieten und Energieaufwendungen durch die Marktgemeinde enthalten. Die Marktgemeinde Kretschau-Mauthen zahlt ja für das Rathaus, für die Volksschule, für das FF-Haus Weidenburg und für das FF-Haus St. Jakob, die ja im Besitz der Immobilien-KG sind, entsprechende umsatzsteuerliche Mindestmieten. Weitere Erlöse sind erzielbar aus den Reinigungsarbeiten, die weiterverrechnet werden, der Auflösung der BZ-Annuitätenzuschüsse und der KPC-Förderung. In Summe sind im Wirtschaftsplan Erträge von 264.500 Euro und Einzahlungen von 329.200 Euro enthalten. Auf der Ausgabenseite ist das Darlehen für die Sanierung des Amts- und Kulturzentrums mit einem Betrag von 75.000 Euro im Finanzierungsplan abgebildet. Die Energiekosten sind wesentliche Positionen. Die Fernwärme liegt bei 49.300 Euro. Auch hier wurde eine entsprechende Indexsteigerung pauschal berücksichtigt. Beim Strom wurde ein Betrag von rund 35.300 Euro veranschlagt. Die anderen Betriebskosten, Reinigungsmittel, Wasserkanal, Müll liegen aufgrund oder annähernd auf Höhe der Vorjahreswerte. Personalkosten wurden in Höhe von 24.000 Euro veranschlagt. Das betrifft die Reinigungskraft für das Rathaus, Grundsteuer 14.900 Euro, Instandhaltungsaufwendungen in den verschiedenen Bereichen, wie dem Rathaus, der Volksschule, aber auch die Aufzüge mit 8.000 Euro sind ein wesentlicher Faktor im Bereich der Instandhaltungen. Sonstige Aufwendungen betreffen die Abschreibung für das Anlagevermögen mit einem Betrag von rund 50.000 Euro, Kosten für Personalbereitstellung 40.000 Euro, Ablöse für Investitionen 5.000 Euro, Betriebsführung an die Marktgemeinde 5.000 Euro und Steuerberatungs- und sonstige Beratungsaufwendungen sind mit 3.500 Euro enthalten. Im Finanzbereich sind noch geringfügige Zinsaufwendungen für den Kontokorrentzinsen und für das laufende Darlehen aus der Sanierung des Rathauses abgebildet. Auch hier ist ein gestiegener Zinssatz im Betrag von 9.800 Euro Zinsaufwendungen enthalten. In Summe sind im Wirtschaftsplan Erträge von 264.500 und Aufwände von 276.400 Euro enthalten. Das ergibt ein Ergebnis im Erfolgsplan von minus 11.900 Euro und im Finanzplan sind Einzahlungen in Höhe von 329.200 Euro und Auszahlungen in Höhe von 302.400 Euro, somit ein Plus von 26.800 Euro budgetiert. Danke.
Danke, Herr Finanzverwalter. Vielleicht noch kurz ergänzend, vor allem im Bereich des Rathauses, im Veranstaltungsbereich hat es ja in diesem Jahr auch schon einige Investitionen gegeben, vor allem im Zusammenhang mit unserer neuen Regelung oder unseren neuen Entwicklungen im Bereich Kleinkindbetreuung, aber auch ganztägige Schulform. Wie ihr vielleicht schon bekannt ist, haben wir zwei Gruppen in der Nachmittagsbetreuung, die derzeit in den Räumlichkeiten des Rathauses untergebracht sind. Dazu hat es gewisse Investitionen gebraucht, die auch relativ gut gefördert worden sind. Und im Zuge dessen konnten wir ja auch jetzt die Beleuchtung im Foyer erneuern, die Akustikdecke einbauen, die ja schon ein langer Wunsch war, und auch diesen Windfang bzw. die Zwischentür im Stiegenhaus errichten. Es hat auch eine Maßnahme gegeben im Bereich der Außenhaut, also im Westseitig ist der Vollwärmeschutz jetzt angebracht worden, um einfach die energetischen Maßnahmen etwas zu verbessern. Und es werden die alten Tore des ZF-Stützpunkts in Kötschach nächstes Jahr ausgetauscht, die ja auch energetisch eigentlich keine Dämmung aufweisen. Auch das ist eine Maßnahme, die die Gesamtsituation optimiert, nicht hundertprozentig löst, aber zumindest verbessert, weil wir natürlich jetzt durch die momentane Nutzung einfach einen anderen Betriebsaufwand natürlich haben. Wir müssen mehr heizen, wir haben mehr Strom, wir haben mehr Wasserverbrauch. Und das wird jetzt dokumentiert und beobachtet. Wir versuchen auch, das kostentransparent darzustellen, dass wir wirklich wissen, wie viel können wir dieser Nutzung in realen Zahlen, Reinigungskosten, Stromkosten und so weiter dann zuordnen. Wir haben im Rathaussaal, der ja vor 15 Jahren saniert wurde, einen großen Beamer, der momentan defekt ist. Im Zuge dessen ist geplant, auch die Beleuchtung am Rathaussaal, also am Festsaal, neu anbieten zu lassen. Die Technik hat sich wesentlich verbessert. Die Beleuchtungskörper, die da oben hängen, sind der eigene Heizung. Weiß jeder, der schon einmal auf der Bühne gestanden ist bei einer Veranstaltung. Und teilweise kriegt man auch die Ersatzteile bzw. die Leuchtmittel nicht mehr. Inwieweit uns das gelingt, das im nächsten Jahr auszutauschen, alles wird davon abhängen, wie wir die Finanzierung zusammenbringen. Aber das sind schon Möglichkeiten, die momentan technisch auch etwas bringen. Und vor allem wir als Mustergemeinde der erneuerbaren Energien sollten natürlich da mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Thema Bildungscampus, was da auch mit einspielt, es hat ja erste Schritte gegeben mit der Etablierung dieser zwei neuen Kindergartengruppen, die seit November, kann man sagen, im geplanten Betrieb sind. Also seit Oktober gibt es die Kinderbetreuung in der Volksschule und seit November ist auch das Essen dabei. Kommt aus dem, was ich heraushöre, sehr gut an. Es sind noch ein paar kleine Maßnahmen von Seiten der Behörde zu erfüllen, die im laufenden Betrieb gemacht werden können, beziehungsweise wenn es eine größere Geschichte ist, während der Ferienzeiten gemacht wird. Aber grundsätzlich läuft es gut und die Diskussion im Gemeinderat, die wir geführt haben im Frühsommer über weitere Schritte, die ist momentan von Seiten des Landes etwas gebremst worden. Sie haben gesagt, wir brauchen jetzt nicht gleich Gas geben, aber es ist natürlich unser Wunsch, dass wir die Kinder- und Jugendbetreuung in der Gemeinde auch weiterhin forcieren und dass bestmögliche Lösungen sind. Das heißt, wir werden trotzdem Gespräche führen, schauen, was könnte in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sinnvolle Erweiterungen, Maßnahmen baulicher Natur auch sein. Und sobald wir das Go wieder vom Land haben, dass erstens sie das Geld haben und auch wir das Geld haben, um weitere Maßnahmen umzusetzen, sind wir dann zumindest schon vorbereitet. Dann können wir eigentlich gleich auf bestehende Konzepte zurückgreifen. Gibt es zu dem Punkt irgendwelche Wortmeldungen? Wirtschaftsplan Immobilien KG. Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Alles ist nicht negativ am heutigen Tag. Es ist zumindest da einmal was Erfreuliches, dass man den Leerstand, die Leerstandslücke schließen hat können. Es hätte nichts gebraucht, um länger noch zu suchen, um ein Discounter oder sonst irgendwas, was natürlich für die weitere Entwicklung von Kötschach eventuell vielleicht positiv wäre gewesen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass den Leerstand zu schließen, um wieder Einnahmen dort zu lukrieren. Also ist das einmal grundsätzlich durchaus positiv. Von meiner Seite wäre vielleicht zu überlegen in den nächsten Sitzungen, dass wir den Saal an sich, Herr Bürgermeister hat gesagt, es stehen Investitionen auch an, die dringend notwendig sind, aber trotzdem den Saal irgendwie attraktiver gestalten, weil einige Vereine an mich herangetreten sind, dass auch die Saalmieten so nicht unbedingt glücklich gewählt sind, weil einfach
das Ganze zu teuer ist. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie man vorgeht. Auf der anderen Seite haben wir eklatante Ausgaben, die natürlich bei der Diskussion gegenüberzustellen sind, aber trotzdem wäre vielleicht notwendiger Diskussion, um das Ganze zu beleben, um auch mehr Veranstaltungen wieder in den Saal einzubringen, weil wenn allein steht, kann ich zwar viel verlangen, aber ich habe auch keine Einnahme. Also irgendwas werden wir uns da bitte überlegen müssen, von meiner Seite auch einen Stoß in die Richtung. Ansonsten ist es durchaus positiv. Danke. Danke, ja. Sollmiete ist natürlich seit 15 Jahren immer wieder ein Thema, ist keine Frage. Es ist ein sehr großer Soll. Er ist einer, trotz der technischen Erneuerungsbedarfe, einer der größten und schönsten im ganzen Bezirk. Wir haben die reine Saalmiete ist ja tatsächlich nicht das Problem, sondern meistens sind es ja die Betriebskosten, die mit dieser Mietung einhergehen und vor allem im Winter. Natürlich ist es ein Riesendrum. Und die Energiekosten, die Personalkosten, Reinigungskosten, die machen einen großen Teil der Gesamtsumme aus. Bei den heimischen Vereinen haben wir ja die Regelung, wenn es karitative Zwecke sind, ist eine Veranstaltung pro Jahr mit 50% der Saalmiete gefördert. Die meisten machen eh nicht mehr als eine Großveranstaltung. Wenn man nur einen Teil braucht, dann gibt es auch Sonderlösungen. Ich glaube, da sind wir schon kompromissbereit und die Frequenzzahlen sind ja massiv aufgegangen jetzt wieder die letzten Monate. Also es gibt schon gute Buchungen und da von Firmen, auch von Vereinen. Auch das Krankenhaus Lars war jetzt gerade mit der Weihnachtsfeier da bei uns, weil sie aufgrund ihrer internen Regelungen einfach mehr Platz brauchen, um eine große Feier zu veranstalten. Aber wir werden uns das natürlich auch anschauen, ist ja schon jahrelang nicht mehr geändert worden. Und vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man das für die Nutzer verbessert. Aber tatsächlich muss die Immobilien-KG natürlich die Einnahmen erwirtschaften und auch darstellen gegenüber einem Prüfer, warum wir was machen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zur Immobilien-KG? Herr Gemeinderat Turner? Ja, Herr Bürgermeister, ich möchte nur fragen, mit den Räumlichkeiten, Billa, NKD, hat sie da in der Zwischenzeit schon was getan oder wollen sie das heute nicht sagen? Da habe ich auch Verständnis. Aber wenn da jetzt schon wieder Forderungen kommen, Herr Vizebürgermeister, dem Verein müssen wir was nachlassen. Wir als Gemeinde können jetzt momentan, wir müssen sagen, wir brauchen das Geld wie jeder Einzelne. Das bringt nichts, das weicht alles wieder auf und die Gemeinde bleibt bei den Kosten sitzen. Sie sieht da kein Verständnis mehr. Wir müssen überall einsparen, sonst geht es nicht mehr. Herr Gemeinderat Turner, also ich habe es schon gesagt, was mit den Räumlichkeiten passiert. Also die zwei Firmen, die du genannt hast, die gibt es nicht mehr bei uns im Haus, deshalb sage ich den Namen auch nicht mehr dazu. Das sind Räumlichkeiten im Rathaus, die einer weiteren Nutzung zur Verfügung stehen für die große Fläche, wo früher unter uns vermietet war, haben wir eine Lösung, die ist noch nicht ganz durch, deshalb will ich es auch nicht jetzt zu viel ausbreiten, sondern erst wenn der Vertrag unterschrieben ist, um vielleicht nicht falsche Erwartungen zu wecken, aber wir sind da eigentlich durch. Was die zweite Fläche mit ca. 350 Quadratmeter betrifft, da gibt es momentan noch keinen Interessenten, wobei wir mit der Vermietung der großen Fläche einen natürlich neuen Vertrag haben mit neuen Kriterien und dadurch relativ gut abschließen konnten für unsere Verhältnisse. Ich bin auch beim Überlegen, was wir mit dieser zweiten Fläche machen. Ob wir sie wirklich einer Vermietung zuführen und damit die Möglichkeiten einschränken für uns selber oder ob wir nicht etwas sozial Wichtiges für unsere Gemeinde machen können. Da sind wir in Abstimmung mit dem Sozialhilfeverband, der ja relativ viel Geld als Rücklage hat und bis jetzt in großen Teilen nur, sage ich mal, Pflegeheime oder Tagesstätten damit gebaut oder unterstützt worden sein, aber es gibt ja andere Bedarfe auch noch. Es gibt Generationenprojekte, die man auch in der Gemeinde gut brauchen könnte, vor allem weil wir ja familien- und kinderfreundliche Gemeinde werden wollen. Wir haben ein Jugendzentrum, das, sage ich mal, von der Situierung nicht optimal ist, im Keller vom Rathaus, ohne Fenster, ohne Wasserzufuhr. Da sind wir auch beim Überlegen, ob man das nicht irgendwie machen könnte, aber das sind alles noch ungelegte Eier natürlich. Aber das werden wir auch die nächsten Monate versuchen zu lösen. Wenn natürlich ein interessanter Mieter an uns herantritt und sagt, er wertet den Standort auf mit etwas Interessantem, was für uns gut ist, was für die Bürgerinnen und Bürger gut ist, dann haben wir einen Leerstand da, der natürlich jederzeit zu nutzen ist.
Ja, das andere wirst du wahrscheinlich beantworten. Ja, ja. Muss ich natürlich antworten. Herr Gemeinderat Turner, oft einmal ist nicht schlecht, wenn man irgendwas einwirft, dass irgendwer wieder munter wird und wieder antwortet. Ich antworte dem gerne, weil die Diskussion ich anstoßen will auf der anderen Seite. Natürlich wird man müssen darüber diskutieren, wenn man eventuell das Ganze etwas lukrativer, sagen wir mal das so, gestaltet, dass man auf der anderen Seite mit den Förderungen vielleicht zurückgeht. Das heißt ja nicht, dass es ein Nachteil zur Sache der Sohle sein sollte. Nur es nutzt auf der anderen Seite nichts, wenn Vereine herangehen und sagen, sie machen da drin nichts mehr. Was bringt es noch einer Zoll, der oder beziehungsweise noch überhaupt keine Einnahme? Es geht ja darum, über das zu diskutieren. Das ist mir vollkommen klar, dass wir in momentanen Situationen nicht in der Lage sind, was ich was einem Verein zur Verfügung zu stellen. Aber trotzdem muss man, wenn die Vereine im Endeffekt die Aussage treffen, dass sie nicht mehr reingehen, beziehungsweise sich das nicht leisten können, dann muss man darüber diskutieren. Dann muss man eben auf der anderen Seite vielleicht die Jahresförderung zurücknehmen. Zum Beispiel in der Zeit, wo sie den Zoll einmal gehabt haben, das ist nur ein Ansatz jetzt an. Aber da kann man darüber diskutieren und der Ansatz, glaube ich, ist schon berechtigt, dass man zumindest einmal das Ganze im Vorstand behandelt. Ja, werden wir auch diskutieren, beziehungsweise werden wir vielleicht ein eigenes Gremium einberufen. Das müssen wir noch überlegen, ob wir nicht so einen Finanzausschuss oder Belastungsausschuss oder wie auch immer, oder Reformausschuss einberufen, dass wir wirklich regelmäßig in einem gewissen Gremium zusammenkommen, um einfach die Vorschläge, die es eh schon gibt, wir haben ja teilweise Konzepte, noch einmal prüft und aktualisiert, aber auch vielleicht neue Ideen einbringt und das dann in den Gemeindevorstand und dann weiter in den Gemeinderat auch hineinträgt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 6. Dezember. Da geht der Antrag der Gemeinderatrolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und ein wesentlicher Bestandteil dieses Antrags bildende Wirtschaftsplan 24 für die Marktgemeinde Kitschau-Mauden Immobilien KG mit der Erfolgsrechnung Erlös 264.500, Aufwand 276.400, Verlust 11.900 und Finanzplan Einnahmen 329.200, Ausgaben 302.400, Gewinn 26.800 festgestellt und genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Hand. Gegenstimme einstimmig angenommen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9 und ich erkläre mich dazu als befangen und übergebe den Vorsitz dem Herrn ersten Vizebürgermeister Zankl. Zum Punkt 9, Aquarena Kitschau-Mauden Wasser und Wellness GmbH Wirtschaftsplan 2024, deren Festlegung. Und so möchte ich wieder das Wort und die Berichterstattung an unseren Herrn Bürgermeister und Geschäftsführer Magister Josef Zopot übergeben. Dankeschön. Nachdem ich Geschäftsführer bin und da auch berichten darf, habe ich den Raum nicht verlassen. Bevor ich einige wesentliche Informationen gebe, möchte ich mich einmal bedanken. Und zwar beim Herrn Finanzverwalter Luser und dem Team der Finanzabteilung für die wertvolle Arbeit im Hintergrund. Bedanken darf ich mich auch bei dem Team der Aquarena, allen Besucherinnen und treuen Gästen und allen Betrieben und Partnern, die uns seit Jahren helfen und die Treue halten. Weiters danken darf ich unserem Bautechniker, Ingenieur Rudolf Rubin, der in diesem Jahr sehr großen Einsatz und Engagement beweisen musste, um dringliche Maßnahmen und Sanierungen in die Wege zu leiten. Aber auch allen anderen, die da beteiligt waren, auch den Firmen, einfach allen. Die letzten Jahre waren nicht leicht, da mit Covid und den Teuerungen ein wirtschaftlicher Betrieb und die Erhaltung des Angebots für die Bevölkerung in der Aquarena und auch für die Touristen sehr schwierig waren. Durch gewisse Einsparungen, durch Änderungen der Betriebszeiten und Preisanpassungen konnten wir im letzten Jahr ein leichtes Plus erwirtschaften und auch das Jahr 2023 war bisher grundsätzlich nicht schlecht. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Marktgemeinde auch die budgetierten 200.000 Abgangsdeckung bereitstellen kann. Wir hatten in diesem Jahr einige Baustellen, die dringend gelöst werden mussten. Zum einen war ein Teil des Daches zu sanieren, da wir im Innenbereich starke Schäden durch Feuchtigkeit hatten. In Kooperation mit den heimischen Firmen und den Versicherungen konnte dieser Schaden während der Betriebspause im Frühjahr behoben werden. Auch der neue Filterkessel beim Sportbecken, neu in Anführungszeichen, der im letzten Jahr als Übergangslösung vom Hallenbad Klagenfurt abgekauft wurde, musste aufgrund behördlicher Vorschriften mit einer Einhausung versehen werden.
ein Einbau unter die Erde, wie es beim alten Kessel war, wäre aufgrund der Maße des neuen Kessels sehr kostspielig gewesen. Deshalb haben wir die Variante gewählt, ihn im Außenbereich hinterm Sprungturm zu belassen und jetzt eben einzuhausen. Diese Maßnahme wird derzeit umgesetzt. Ebenso hat der bisherige Pächter des Lokals den Vertrag mit Oktober aufgelöst und wir mussten die Verpachtung neu regeln. Wir haben bereits im Naturschwimmbad Mauthen festgestellt, dass die Frequenz der Badegäste stark mit der Bereitstellung einer Gastronomie zusammenhängt. Auf die Ausschreibung im Sommer zur Neuverpachtung hat sich zum Glück ein Bewerber gemeldet, mit dem im November auch ein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Der Pächter, Herr Michael Siller, ist derzeit in der Aufbauphase, da er von Wien ins Geltal gesiedelt ist. Ich danke in dem Zusammenhang auch den Vorpächter, Herrn Philipp Neuwirth, und seinen Mitarbeitern für die jahrelange Bewirtung der Gäste und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg. Ebenso wünsche ich unserem neuen Pächter viel Erfolg, da die Gastronomie und die Aquarena gemeinsam natürlich besser funktionieren und das Angebot für die umliegenden Beherbergungsbetriebe und für die Bevölkerung dadurch verbessert wird. Ich darf Sie alle ersuchen und einladen, diese Infrastruktur auch zu nutzen, damit wir sie auch weiterhin anbieten können. Der Herr Finanzverwalter wird bitte wieder den Wirtschaftsplan präsentieren. Ist natürlich sehr schwer zu kalkulieren momentan. Und zu den Fragen und vielleicht auch zu Fragen zum Projekt Sanierung werde ich im Anschluss noch berichten bzw. Fragen beantworten. Danke. Ja, der Wirtschaftsplan der Aquarena ist umso schwieriger zu budgetieren, weil ja die Einnahmen von wesentlichen Faktoren abhängig sind, die ja jetzt nicht bekannt sind bzw. nicht beeinflussbar sind. Wie im vergangenen Jahr wurde der Betrag der Umsatzerlöse mit einem Pauschalbetrag hochgerechnet aufgrund der aktuellen Einnahmesituation. Hier im Wirtschaftsplan ist ein Betrag von 350.000 Euro pauschal angesetzt worden. Dieser beinhaltet die Erlöse aus dem laufenden Betrieb, also die laufenden Zahlungen im Tagesgeschäft, aber auch die Sondertarife, die mit Betrieben abgeschlossen wurden. Aus dem Bereich Vermietung und Verpachtung sind noch einmal 22.700 Euro veranschlagt. Da ist auch die neue Vermietung des Restaurants mit dem entsprechenden Entwurf des Pachtvertrages abgebildet und die entsprechenden Betriebskosten und Mieten der Massageräumlichkeiten. Weitere Erlöse sind die Personalkostenersätze für den Bademeister im Naturschwimmbad, Zuschüsse aus dem Bundessozialamt und dem AMS, die Auflösung der Investitionszuschüsse mit 61.000 Euro und die größte Position mit 200.000 Euro. Der Zuschuss der Gemeinde als Gesellschafter für das kommende Jahr. In Summe liegen wir bei Erträgen von 655.300 Euro und Einzahlungen von 593.500 Euro. Bei den Ausgaben sind die Darlehen für die PV-Anlage mit 4.700 Euro zu tilgen und der Liquiditätsvorschuss des Gesellschafters der Marktgemeinde Kötschermauthen ist jetzt hier im Wirtschaftsplan mit einem Betrag von 50.000 Euro vorgesehen. Der kann aber nur nach Maßgabe der Liquidität zurückgeführt werden. Bei den Betriebsaufwendungen liegen wir in Summe bei 247.300 Euro. Hier sind die größten Positionen die Energieaufwände für Fernwärme mit 92.000 Euro und Strom mit 94.000 Euro. Die Wasseraufbereitungsmittel liegen bei 18.000 Euro. Auch hier sind starke Indexanpassungen im laufenden Geschäftsjahr schon zu verzeichnen gewesen. Dann bei den Personalausgaben ist das Stammpersonal der Aquarena budgetiert mit dem Bademeister, dem Reinigungspersonal, dem Kassenpersonal, dem Saisonbademeister und den Ferialarbeitern und auch der Bademeister vom Naturschwimmbad Mauthen ist da berücksichtigt. In Summe liegen wir bei den Personalkosten bei 340.200 Euro. Die Anpassung ist analog den Gehältern der Gemeinde vorgenommen worden. Die Abschreibung auf
Gebäude und Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt in Summe bei 104.000 Euro, Grundsteuer rund 3.000 Euro, Wasseruntersuchungsgebühren 2.500 Euro und die Tourismusabgabe 1.500 Euro, in Summe 111.300 Euro. Der Bereich der Instandhaltungen wurde mit einem Pauschalbetrag von 30.000 Euro budgetiert. Dazu ist zu sagen, dass die Anlage mittlerweile wieder 24 Jahre in Betrieb ist, gewisse Anlagenteile noch länger. Und hier kann eine Instandhaltungs- oder Instandhaltungsaufwand wirklich nicht budgetiert werden, weil das sehr vom Betrieb abhängig ist und auch unter dem Jahr gewisse Anlagenteile einfach defekt werden, die dann getauscht werden müssen. Die sonstigen Aufwände betreffen die Betriebsführungsaufwand, den Werbeaufwand und die sonstigen Aufwände für die Telefon-Internetkosten zum Beispiel und liegen mit rund 24.000 Euro auf Vorjahresniveau. Und dann haben wir noch die Versicherung mit 11.000 Euro als wesentliche Position, Steuerberatungskosten 3.000 Euro und im Finanzbereich die Zinsen für das Darlehen der BV-Anlage mit 3.400 Euro. In Summe liegt der Wirtschaftsplan bei Aufwänden mit 777.100 Euro und Auszahlungen von 727.700 Euro. Im vorläufigen Ergebnis des Erfolgsplanes haben wir somit ein Minus von 121.800 Euro und im Finanzplan ein Minus von 134.200 Euro. Wie gesagt, die Zahlen für die Aquarena sind sehr schwer zu budgetieren, weil da einnahmenseitig natürlich viele Faktoren mitspielen können und auch ausgabenseitig die Instandhaltung ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor beim Alter dieser Anlage ist. Danke. Danke, Herr Finanzverwalter. Ja, also wir müssen natürlich sehr vorsichtig an die Sache herangehen, auch mit dem Ergebnis, dass wir halt mit einem Minus einmal ins Budget hineingehen. Es kann sich natürlich alles in beide Richtungen entwickeln. Wir haben es schon öfter erlebt, dass wir dann doch wieder eine gute Saison gehabt haben, auch das Jahr. Was ich jetzt so weiß, sind die Vorverkäufe in der Aktionszeitraum für den Winter gut gelaufen, die Frequenzen momentan eher bescheiden. Kann natürlich zusammenhängen mit den verstärkten Krankenständen, die überall herumschwirren. Also was man so mitkriegt, ist ja die halbe Bevölkerung momentan im Dauerkrankenstand, vor allem die Kinder sind immer wieder betroffen im Herbst und das wirkt sich natürlich auch auf die Nutzung der Anlage aus, genauso der Brückenboss. Die Italiener sind eine treue Kundenschicht, sowohl bei den Dauerquarten, zwar im eingeschränkten Ausmaß, aber vor allem die Tagesgäste aus Italien sind ein wichtiger Faktor in der Aquarena und das geht momentan halt massiv ab, weil der Boss einfach zu ist. Es hat auch die ersten Schreiben gegeben von Dauerkartenbesitzern aus dem italienischen Bereich, die gerne irgendeine Gutschrift hätten oder eine Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlungen. Da habe ich aber allerdings momentan einmal ein bisschen Ruhe drin und versucht einfach zu sagen, wir warten einmal ab, wie sich die Situation entwickelt, wie lange der Boss wirklich zu ist. Grundsätzlich ist es ja möglich, die Anlage zu betreten, aber ich verstehe ja jeden, der was sagt, aufgrund der Sperre des Blöckenpasses ist die Anreise einfach nicht zumutbar. Also da werden wir uns, ich mir als Geschäftsführer, sicher irgendwas überlegen müssen, wenn wirklich die ganze Wintersaison ausfallen sollte. Gibt es Fragen zur Aquarena oder Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Geschäftsführer, das Hallenbad hat ja einen neuen Mieter. Wird es da einmal einen Mietvertrag geben? Und dort laufen auch wieder in der Bevölkerung die Gerüchte oder die Forderungen, die Miete zurückzunehmen. Ich sage jedem, die Gemeinde braucht alles Geld von einem Abgang von über 200.000. Und das meine ich, möchte jedem Mandatar sagen, wenn da die Forderung kommt, die Miete niedriger zu halten. Ich meine, sie muss einen gewissen Betrug enthalten. Ja. Sie gehen genauso. Natürlich ist es sehr schwer, große Verhandlungen zu starten, wenn man nur einen Verhandlungspartner hat und sie nicht aus einer Menge jemanden heraussuchen kann. Ich denke, es ist für beide Seiten ein Versuch, dieses neue Pachtverhältnis. Wir haben allerdings, wie gesagt, gesehen, es waren ein paar Wochen in der Wintersaison, wo niemand dort war, wo wir es versucht haben, mit Automaten zu lösen. Und das kommt bei der Badenutzer nicht unbedingt gut an, muss man auch sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn es kein Gebiet gibt, dann gehe ich gar nicht rein.
vor allem am Wochenende, die Italiener sind gekommen und gesagt, es gibt nichts zum Kaufen im Ort, die Geschäfte haben alle zu, da gibt es auch nichts, dann gehe ich gar nicht baden, dann fahre ich gleich nach Linz oder fahre wieder heim. Also es hat schon einen Effekt, wenn ein gewisses Grundangebot da ist. Wir haben uns auf einen Betrag geeinigt, der durchaus für beide Seiten machbar ist. Also es ist nicht geschenkt, aber es ist auch nicht viel Geld damit zu verdienen momentan. Wir haben den Mietvertrag unterschrieben, beide Seiten. Er ist noch nicht beglaubigt, weil die Inventarliste noch nicht vollständig war, wird die noch hinzugefügt. Und sobald ich vom Notar dann beglaubigten Mietvertrag habe, ist er natürlich auch einzusehen. Wir hoffen, dass die Hauptsaison jetzt gut läuft, sowohl in der Badeanlage als auch im Betrieb des Pächters. Und wir können uns ja nichts Besseres wünschen, als dass er bleibt. Weil ohne Pächter, das sieht man in anderen Anlagen, ist einfach die halbe Garde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Allgemeinerat im Planer? Allgemeinerat, ein Geschäftsführer. Wir haben auch jetzt gehört, dass eigentlich halbe Notfallinvestitionen sind. Wir wissen eigentlich alle, mittlerweile, es wird irgendwann einmal eine Generalsanierung oder irgendwas anstehen. Gibt es da irgendein Konzept oder gibt es da Varianten oder gibt es da irgendetwas schon oder ist irgendwas im Laufen? Ja, ich habe es ja schon berichtet, ein paar Mal, dass wir ein Vorprojekt gestartet haben zu einer Konzeptidee, wie man die ganze Anlage sanieren könnte oder sollte. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020, die noch unter meinem Vorgänger Walter Hartlieb entstanden ist, wo es um eine Sanierung der bestehenden Teile gegangen ist, also wirklich eine technische Sanierung ohne große Eingriffe in die Substanz, ohne Angebotsverbesserung. Die damalige Studie wurde von der Firma Kohl und Partner erstellt, mit den Architekten und den Technikern, die 2000 die Anlage damals saniert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es den noch gibt, aber damals hat es den noch gegeben. Da waren wir bei ca. 4 Millionen Euro Investitionssumme ohne wesentliche Qualitätsverbesserung. Es hat dann in der Zwischenzeit noch eine private Initiative gegeben mit einer Studie, die einen kompletten Neubau einmal grob plant. Da waren wir bei ca. 25 bis 30 Millionen Euro Investitionssumme. Und unser Ziel war es, und das habe ich darin auch schon öfter gesagt, einen Weg zu finden, der machbar ist und trotzdem die Qualität steigert, die nächsten 20 bis 25 Jahre wieder Frieden und ein Angebot schafft. Das Projekt ist im Sommer fertiggestellt worden mit einem Projektteam aus 10 Personen. Da waren Leute drin aus der Gemeinde, ich als Geschäftsführer natürlich, der KWF, das Land Kärnten, ein Architektenteam und der Berater und die NLW war dabei. Die letzten Wochen und Monate war ich damit beschäftigt, einmal auf Landesebene und auf höheren Instanzen einmal abzuklopfen, ob die Vision gelingen kann. Es hängt natürlich sehr viel an der Finanzierbarkeit. Also das Projekt wird uns bescheinigt, dass es gut ist. Ich wollte es auch im Herbst oder in diesem Jahr noch im Gemeinderat präsentieren. Aber aufgrund meiner Erkrankung haben wir die Gemeinderatssitzung auch nicht verschieben müssen. Und jetzt geht es sich einfach nicht mehr aus. Also es wird in nächster Zeit einen eigenen Termin geben. Es soll auch die heimische Wirtschaft einmal mit diesem Konzept befasst werden, weil es natürlich ganz wichtig ist für uns, dass wir einig sein, genauso wie jetzt beim Blöckenboss. Wenn wir im Ort und in der Region nicht dahinter stehen, dann wird uns niemand von außen die nötigen Dinge geben. Und es kann nur gelingen, wenn es zu einem sehr, sehr großen Teil öffentlich finanziert wird, weil es eine Anlagengröße ist, und das haben wir bei anderen Bereichen auch, das ist zum Beispiel bei Heilbad Klagenfurt genauso, oder bei der Kärntentherme damals, wo wirklich 80-90% aus öffentlichen Mitteln kommen sein und relativ wenig aus privaten Mitteln. Da stehen natürlich andere Größen dahinter, Villach ist eine größere Einheit, Klagenfurt ist eine größere Einheit, und wir sind nicht einmal als Region von den Einwohnern her vergleichbar. Bei uns der einzige Knackpunkt, wo es wirklich ein gutes Argument ist, ist die touristische Auslastung der Region mit ungefähr 2 Millionen Nächtigungen, weil allein von der Wohnsitzbevölkerung würde diese Anlage in so einer Gemeinde nicht stehen. Und das ist jetzt einmal momentan noch ein bisschen meine Aufgabe, für mich selber auferlegt, dass ich jetzt noch ein bisschen sondiere und schaue, ob man mit dem Konzept überhaupt in eine interne Diskussion gehen kann. Weil wenn das von vornherein als total unrealistisch abgeblockt wird, dann müssen wir uns im Vorfeld noch was überlegen, über das wir dann mit der Bevölkerung und mit der Wirtschaft und auch mit dem Gemeinderat diskutieren, was wirklich einen Sinn ergibt, wo wir eine Beschlussreife zusammenbringen und auch eine realistische Umsetzbarkeit.
In der Zwischenzeit versuchen wir gemeinsam mit dem Team der Aquarena die Anlage so gut es geht zu erneuern, dass die Anlagen sicher sein. Da war im Herbst da, ich weiß nicht, ob ich es berichtet habe, einiges zu tun. Die Umweltbehörde hat geprüft im Sommer, hat uns sehr viele Aufträge gegeben. Da bedanke ich mich natürlich beim Betriebsleiter und seinen Mitarbeitern, auch beim Rudi Rowin und allen, die in der Gemeinde mitdenken, dass wir diese Aufgaben wirklich schnell und in der Ferienzeit, eigentlich in der Betriebsschließungszeit, wo alle sehr in Urlaub abbauen und sie da verbrauchen, durchgeschafft haben, dass wir wieder ohne schlechtes Gewissen aufsperren können, ohne Haftungsgründe zu verursachen. Und unter anderem war eine Maßnahme eben die Einhausung des Filterkessels. Wir haben ihn sehr schön dekoriert als Minion und die Behördenvertreter haben sich gedacht, das ist so anziehend für Kinder, dass sie dann alle rumlaufen und irgendwo abpurzeln, aufkraxeln, was auch immer. Also ein Zaun reicht da nicht mehr, man muss ein Haus herumbauen. Ja, gut gemeint, aber hat halt anscheinend auf wenig Gegenliebe gestoßen oder ist auf wenig Gegenliebe gestoßen, aber wir machen alles, was wir können, weil in Summe ist es eine Anlage, die zwischen 60.000 und 80.000 Jahreseintritte bringt und eine sehr hohe Umwegrentabilität für alle Bereiche, sei es die Stromlieferanten, sei es Fernwärmelieferanten, sei es Glamping jetzt natürlich, aber auch die heimische Wirtschaft bringt und deshalb werden wir die Anlage sicher nicht fallen lassen. Das ist die letzte Konsequenz. Bitte gibt es weitere Wortmeldungen. Ich nicht. Ah, doch. Ah ja, Entschuldigung. Ich muss ja schon lachen. Kind von sein, nichts nicht. Also, ich möchte mich einmal, oder wir, glaube ich, möchten uns alle bei dir als Geschäftsführer der Aquarena recht herzlich für deine, und das ist in Zeiten wie diesen nicht üblich, unentgeltliche Arbeit sehr, sehr danken und für deinen Einsatz, weil, wie wir aus deinen Berichten gehört haben, uns steht da einiges nur vor, bevor. Und wir hoffen, dass es dann zu einem positiven, dieser Anlage kommt zu einem positiven Abschluss. Gut, gibt es dazu sonst noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, stelle ich den Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschermauthen aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschermauthen vom 6. Dezember. Stellt der Gemeindevorstand an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschermauthen den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrages bildende Wirtschaftsplan 2024 für die Aquarena Kötschermauthen Wasser und Wellness GmbH mit der Erfolgsrechnung und dem Finanzplan festgestellt und genehmigt wird. Und das bitte mit einem Handzeichen. Ich enthalte mich meiner Stimme. Ja. Gut. Der Herr Gemeinderat Kogler, Gemeinderat Kircher und... Er ist wohl dabei. Achso, er passt wohl. Er enthaltet sich und die Bitte vorne. Genau. 22 Energie. Gut, dann übergebe ich wieder das Wort an den Bürgermeister. Und den Vorsitz. Und den Vorsitz natürlich auch. Dankeschön. Dann kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 10. Wirtschaftshof, Tarifordnung vom 15. Dezember in der unterrichtlichen Beschlussfassung. Die letzte Anpassung der Tarifordnung erfolgte ab dem Jahr 2023 mit der Einführung der neuen Kleingeräteträger Hansa, welcher mit 1.12.2021 angekauft und zugelassen wurde. Aufgrund des vorliegenden Entwurfs ist der Stellenplan für Ordnung der Vorgabe des Landes Kärnten bei der Lohnkostensteigerung 9,7% zu berücksichtigen und personellen Maßnahmen im Bereich des Wirtschaftshofes ist eine Anpassung des Stundensatzes für das Wirtschaftshofpersonal notwendig. Die Kalkulation enthält 4 Mitarbeiter ganzjährig mit 100% und einen Mitarbeiter mit 75%, wobei 25% der Leistungen für die Wasserversorgung erbracht werden sollen. Weiters wird dem Wirtschaftshof ein Saisonmitarbeiter mit 6 Monaten und 2 Ferialarbeiter mit je einem Monat kalkuliert. Im Bereich der Fahrzeuge und Geräte ist eine Anpassung des Stundensatzes beim Kleingeräteträger Hansa notwendig. Einerseits sind die laufenden Instandhaltungskosten deutlich höher als anfangs kalkuliert. Und auch die Leasingrate wurde durch die steigenden Zinssätze nach oben hin angepasst. Bei den Personalkosten und Maschinenkosten ist anzumerken, dass bereits bei der Anpassung der Tarifordnung im Jahr 2022 angemerkt wurde, dass die finanzielle Situation im Wirtschaftshof aufgrund der Personalentwicklung und der Ergebnisse der Wirtschaftshof-Arbeitsgruppe betreffend die Aufgabengebiete und der geplanten Reduktion der Gutstunden bzw. ZA-Rückstände in den nächsten Jahren neu bewertet und kalkuliert werden soll. Die aktuelle gültige Tarifverordnung vom 15.12.2022 soll um die Tarife für den Geräteträger und die entsprechenden Zusatzgeräte abgeändert werden. Die
Tarifvorschläge darf ich den Finanzverwalter wieder bitten, das kurz zu berichten. Noch einmal den ersten Vizepräsidenten. Also ergänzend zu den Ausführungen vom Bürgermeister zur Tarifordnung kann eben mitgeteilt werden, dass die Tarifordnung zwar letztes Jahr angepasst wurde, aber nur im Bereich der Maschinen eben für den neuen Geräteträger. Die Personal, die Stundensätze beim Personal sind seit 2018 gleich und müssen dann eben aufgrund der vorliegenden Lohnkostenkalkulation und der Lohnkosten oder Lohnnebenkosten angepasst werden. Bei den Maschinen und Geräten ist eine pauschale Anpassung von rund 10% erfolgt. Hier sind die steigenden Instandhaltungskosten und die steigenden Treibstoffkosten maßgeblich. Durch die Anpassung der Tarife entsteht bei den verumlagten Leistungen ein Mehraufwand im Bereich der Personalkosten von 49.600 Euro. Das ist dann eben durch die einzelnen Teilansätze, wo die Leistungen erbracht werden, zu bedecken. Und im Bereich der Fahrzeuge und Maschinen ergibt das Ganze dann Mehrkosten zwischen 7.000 und 9.000 Euro. Die Geräte, die nicht mehr zur Verrechnung oder zur Verleihung kommen, werden in der Tarifordnung gestrichen. Das war die Seitenschleuder und die Scherengitter. Danke. Danke für die Darlegung der Zahlen. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Warum sind die Instandhaltungskosten von Kleingeräten, links von einem Gerät so teuer? Ein neues Gerät, denke ich einmal, da haben die Instandhaltungskosten nicht so hoch. Ich führe es einmal auf die Einsatzstunden zurück, aber vielleicht kann der Finanzverwalter das noch dezidiert bestätigen oder ergänzen. Ja, von dem bin ich auch ausgegangen, dass ein neues Gerät weniger Instandhaltungsaufwand verursacht. Es ist aber so, dass diese neu angeschaffte Unkrautbürste, diese Metallbürsten, eine gewisse Abnutzung haben und im Betrieb zu erneuern sind. Das sind nicht ganz billig. Dann war Schaden am Gerät und die ersten Service, der Service für die ersten 100 bzw. 500 Stunden, Betriebsstunden, war höher als ursprünglich angenommen. Deswegen ist da eine Anpassung des Tarifes vornehmen zu gewesen. Und was auch da einspielt, das Fahrzeug ist ja über eine Leasingfinanzierung angekauft worden und diese Leasingfinanzierung ist an den allgemeinen Zinssatz gekoppelt. Das heißt, wenn der Zinssatz steigt, steigt auch das Leasingentgelt und auch dieser Bereich hat entsprechende Mehrkosten für dieses Gerät verursacht. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, der Kleingeräteträger ist ja jetzt im zweiten Winter im Einsatz. Frage, kann es sein, dass der ein bisschen größer ist als der alte? Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir letztes Jahr dann im Winterbetrieb gewisse Strecken in der Gemeinde nicht mehr geräumt haben. Das ist jetzt wieder der Fall, also bezüglich Gelbbrücken, Ostseite zum Beispiel. Stellt sich mir dann die Frage, ob wir da eine andere Lösung dafür finden könnten, weil ich glaube, dass der Gehsteig, auch wenn er nur der kleine Gehsteig ist, schon wesentlich genutzt wird, gerade wo die Kinder in die Schule gehen, ältere Leute sind und die Kreuzung eh so schwer einsichtig ist, dass man da vielleicht irgendwo eine Lösung findet, weil ich glaube, das geht schon auf den Träger zurück. Ja gut, aber das ist ein Thema, was auch im Bereich des Wirtschaftshofes bzw. der Arbeitsgruppe diskutiert wurde, auch mit mir natürlich, dass wir gewisse Sachen einfach einsparen können, ohne großen Qualitätsverlust. Und wir haben da zwei parallele Gehwege über die Gelbbrücke. Und wie wir alle wissen, ist dieser Gehsteig auf der Gelbbrücke an und für sich sowieso ein Problem, weil der Bauer damals im Jahr 2005 mit diesem System einer Eisenplatten und einer Beschichtung nicht optimal funktioniert. Wir haben immer wieder das Problem, dass es sehr rutschig ist dort, auch gefährlich ist. Und es gibt aber technisch fast keine Lösung, wie man das ohne eine komplette neue Fundierung lösen kann. Es hat dazu Termine gegeben, auch mit dem Land Kärnten, weil die uns ja damals diese Firma mehr oder weniger
empfohlen hat, das leider nicht mehr gibt, oder es schon lange nicht mehr gibt. Gar nicht mehr. Und wir haben uns da im Starkwinter 2020 das erste Mal dazu entschlossen, die Ostseite des Gehsteiges nicht zu räumen, weil einfach so viel Schnee war und natürlich der Kleingeräteträger ist meistens sehr früh unterwegs, um die Gehsteige zu räumen. So der zeitliche Komponente, dass er andere Strecken halt einfach, oder dass man sagt, dass man durchgehende Strecken freibringt und wenn zwei parallele Wege sein, dann lässt man halt einen Weg, weil die Leute halt dann über die Straßen gehen und den anderen Weg benutzen. Wir haben ja damals auch den Gehweg zwischen Eni-Tankstelle und Sonnleitner rückgebaut, um eben die Parallelstrukturen ein bisschen zu entschärfen, wo man sagen, wo es nicht unbedingt gebraucht wird, ist da eine gewisse Einsparungsmöglichkeit da. Und wenn Sie viel unterwegs sind, vor allem im Winter, dann ist natürlich ein Gehsteigstück auch mit 50 Meter eine gewisse Zeit. Man muss ihn räumen, man muss ihn streuen und das oft einmal mehrmals am Tag. Und ich denke, dass das eine Einschränkung ist, die durchaus der Bevölkerung zumutbar ist. Natürlich nicht auf Gegenliebe bei Rollenstoß, aber das bringt eine gewisse Einsparung in der Zeit und die Mannschaft kostet Geld und hat auch ihre Freizeit verdient. Und wenn er sich irgendwo eine Stunde sparen kann am Tag, ist allen geholfen. Bitte, Herr Erster Vizepräsident. Ja, wie gesagt, der Herr Bürgermeister hat das schon erwähnt, wir haben da eine Sitzung gehabt, der Herr Amtsleiter war auch dabei mit den Herren von der Landesregierung. Und seine Aussage war einfach, diese Brücken, so wie sie damals gebaut worden sind, eigentlich eine Fehlkonstruktion. Und jede Brücke, die so gebaut worden ist, hat eben das Problem mit den Fußgängern oder Gehsteigen, mit dieser Beschichtung, die löst sich auf. Und wenn wir jetzt die zweite annehmen, wir haben ja schon massive Probleme mit der Splittung, wir müssen noch immer schauen, dass da ja alles gesplittert ist wegen der Rutschgefahr. Und jetzt würde man noch zusätzlich einen Gehsteig aufmachen, was das gleiche Problem hat. Also das können wir wirklich nicht tun. Und wie gesagt, hast du eigentlich schon ein bisschen erwähnt, man muss irgendwo anfangen. Natürlich, wenn man anfängt, ist es vielleicht nicht so einfach, dass man überall auf Gegenliebe stößt. Aber wie gesagt, die Sicherheit geht vor. Ich glaube, keiner von uns ist gewollt, dass einer stürzt und sich wehtut. Danke. Danke, Frau Gemeindevorstand. Ja, hoher Gemeinderat, vielleicht darf ich da beim Kollegen auch nicht dann noch einmal einhaken, dass man nicht alles schieben kann, dass man gewisse, ich glaube, das habe ich hier eh gut erläutert, aber grundsätzlich ist da drüben doch ein gefährlicher Übergang. Und wir haben einfach viele Kinder da drüben, vielleicht, dass man sich einfach anschauen sollte, kann man da, ich weiß nicht, irgendeine Blinklösung, dass da Aufmerksamkeit geweckt wird, dass da viele Kinder drüber gehen. Es kreuzen einfach da in dieser Brücke, bei dieser Brücke, nach dieser Brücke, viele Leute, auch viele kleine Kinder, die Straße und vielleicht könnte man das prüfen, dass man da ersichtlich macht, dass die Autofahrer da nicht so schnell unterwegs sind. Danke. Danke. Wenn wir behandeln und schauen, ob es eine Lösung gibt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, der Wirtschaftshof war schon immer ein Thema und alle zwei Jahre stehen uns wieder Erhöhungen an. Was ich bedauere, dass der Wirtschaftshof nicht mehr ein Gebührenhaushalt ist. Man hat da wenig Überblick über das Ganze. Und ich habe immer gesagt, wir müssen Einsprungen machen. Und Herr Einetauer, Frau Batterer, es kommen schon wieder die Aufweichungen. Wenn da etwas gesperrt ist, ich halte das vollkommen richtig, dass wir etwas hinternehmen müssen. Der Radweg und nicht auch gesperrt und das Ding. Ja, vollkommen richtig. Und wenn wir jetzt da die Erhöhung heute beschließen, meine, in der Höhe können wir da nicht zustimmen, weil da sind schon wieder 3.000 Euro Überstunden abbauen. Meine, die hätten ja nie in der Höhe entstehen dürfen. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, wir können da nicht mit. Ich bin für eine gewisse Erhöhung, aber wenn mir nichts geschieht, wenn wir zustimmen einstimmig wieder, dann geschieht wieder nichts. Und deshalb sagen wir ganz offen, wir sägen eine gewisse Erhöhung ein, aber in der Höhe nicht. Und wir stimmen dagegen, weil sonst nichts geschieht. Es werden keine Einsparungen gemacht. Gut. Danke für die Wortmeldung, nehmen wir so zur Kenntnis. Das mit den 3000 Überstunden, das ist entstanden, vor allem oder zum großen Teil in diesem Winter 20 und 21, wo einfach wirklich über viele Wochen immer wieder Nacht und Tag über Tage sehr starke Schneefälle waren. Wir haben eine gewisse Verantwortung. Wir sind damals in Permanenz auch mit der Lawinenkommission zusammengesessen, haben wir Leute mitgehabt beim Schneerahmen, in die, vor allem bei der peripheren Strecke, damit, falls einer allein ist und es passiert was, damit da nichts, kein Todesfall oder großer Unglücksfall passiert, also die Sicherheit verschärft.
Und wir haben uns im Frühjahr darauf verständigt, dass ein Teil der Überstunden übers Jahr abgebaut wird, weil wir jetzt die personelle Situation wieder geschaffen haben, dass das möglich ist und der Teil der Überstunden auch auszahlbar geworden ist durch gewisse steuerliche Erleichterungen. Wie der aktuelle Stand der Überstunden im Wirtschaftshof ist, weiß ich jetzt aktuell nicht, aber kann ich ausheben. Aber natürlich, ich nehme das zur Kenntnis, dass ihr nicht mitgeht. Wir werden aber trotzdem darüber reden. Auch wenn es einstimmig war, würden wir darüber reden, was im Wirtschaftshof zu verbessern ist. Es gibt ja Vorschläge aus der Arbeitsgruppe, die natürlich jetzt im Zuge dieser verschärften Situation noch mehr an Bedeutung gewinnen. Gibt es weitere Wortmeldungen, bitte, Vizebürgermeister? Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, bezüglich jetzt der Wortmeldungen von Herrn Gemeinderat Ahneter und die Wortmeldungen drauf, muss ich auch sagen, ich war ja von 15 bis 21 Referent, Verkehrsreferent, und die Brücke da dort hat mich damals schon beschäftigt, jetzt eben den ersten Vizebürgermeister. Ich kann mich nur erinnern, wie wir den rechten Teil, also von Kötschach kämend rechts, der Amtsleiter muss jetzt auch noch wissen, lange Diskussionen mit der Straßenverwaltung gehabt haben, allein der Belag, die Beschichtung hätte damals 58.000, was ich noch im Kopf habe, 55 bis 58.000 Euro, 55 glaube ich, oder 53.000 Euro gekostet. Wir haben uns dann entschieden auf eine Leitvariante, sagen wir so, mit knappe 3.000 Euro Kosten damals. Es hat zwar nicht lang gehabt, aber hat 3.000 Euro gekostet. Nur ich will eins damit sagen, und da sind wir wieder beim Landesthema. Das Land baut, die Gemeinde muss die Gehstrecke dann übernehmen. In ihrer Hoheit ist dafür zuständig, dass die Instandhaltung und alles passt. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema, und das hat nichts mit Einsparungen oder sonst zu tun. Leider muss man offen und ehrlich oder nach außen hin kommunizieren, dass wir den unteren Gehsteig auflösen. Ich habe mir damals auch müssen anlösen, wie wir den eine Gehsteig aufgelassen haben, Facebook und so weiter, weiß jeder noch genau, was da gelaufen ist. Ja, gut, dann werden wir es müssen aushalten, aber dann müssen wir es auch kommunizieren. Und glaube ich, da ist es mehr beim Gemeindevorstand Robert auch nicht ergangen, dass man das noch kommuniziert und auch vielleicht zusätzlich eine Maßnahme trifft mit dem diplomischen oder Ingenieur Janisch einmal redet, wie man das dort einen besseren Übergang zusammenbringt. Wir haben damals zum Beispiel die Überfahrt von Wetzmann kämend erhöht um 1,5 Meter oder um 1,5 Meter, damit die Autos besser einsehen, weil eben die Brücke in der Konstruktion eine Katastrophe ist. Für links und rechts, das wird unten kämend nicht gehen, die Erhöhung, aber es wird irgend vielleicht eine andere Lösung geben. Aber ich glaube, das war eher die Meinung, dass man das nach außen hin kommuniziert, dann ist der eben nicht mehr zu reimen und das wird jeder einsehen. Gut, danke. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vom 6. Dezember geht der Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Tarifordnung für den Wirtschaftshof der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimmen? Mehrheitliche Annahme. Gegenstimmen 2. Namensliste Turner. Gut, dann gehen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 11. Verordnung des Gemeinderats der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen über die Ausschreibung von Gebühren für die Entsorgung von Abfällen und die Umweltberatung vom 18. Dezember 2007. Änderung, Bericht und Beschlussfassung. Dort darf ich in dem Fall auch den Finanzverwalter bzw. den Referenten um Berichterstattung ersuchen. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Die aktuelle Verordnung der Müllgebühren aus dem Jahr 2007 ist ab 2008 gültig. Hier im Müllhaushalt hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet, dass eine Anpassung der Gebühren notwendig sind. Allein der Index hat sich seit dem Jahr 2008 bis Oktober 2023 um rund 51,6% erhöht. Es ist seit dem Jahr 2008 im Bereich der Abfallentsorgung keine Gebührenanpassung mehr erfolgt. In den Jahren davor ist teilweise auch eine Gebührensenkung erfolgt. Das ist auch den Unterlagen beigelegen. Und für den Ausgleich des Gebührenhaushaltes ist es eben jetzt notwendig, eine Anpassung vorzunehmen. Seit 2008 ist die Gebühr nicht angepasst worden, und in diesem Zeitraum war das auch nicht erforderlich,
Es ist auch eine entsprechende Rücklage bzw. Zahlungsmittelreserve von aktuell 186.000 Euro erwirtschaftet worden. Die Entwicklung der letzten Jahre seit dem Jahr 2021 hat aber das laufende Ergebnis wesentlich verschlechtert im Gebührenhaushalt. Gründe dafür sind die Differenzen zwischen den Erlösen und den Aufwänden. Der Index ist in diesem Bereich überdurchschnittlich stark gestiegen, auch zurückzuführen auf die gestiegenen Transportkosten und die Indexsteigerungen für die Energie bei den Entsorgungs- und bei den Sammelfirmen. Weiter sind auch die Rohstoffmärkte im Bereich der Abfallwirtschaft eingebrochen. So haben wir allein im Jahr 2000 oder bis zum Jahr 2023 für die gesammelten Altpapiermengen Erlöse erzielt. Ab dem nächsten Jahr werden rund 70 Euro pro Tonne Altpapier verrechnet für die Sammlung, die ja bei den Haushalten direkt erfolgt. Das ergibt einen zusätzlichen Aufwand von rund 11.000 Euro pro Jahr. Ergänzend auch im Bereich Kunststoff-Nichtverpackung ist der Rohstoffmarkt derart gesunken und dass die Sammlung, der Transport und die Manipulation aktuell mit 144 Euro pro Tonne verrechnet werden. Der Voranschlag 2024 wurde mit einer Gebührenanpassung von 35% veranschlagt, um den Gebührenhaushalt auszugleichen. Das entspricht der Unterdeckung, die jetzt im Voranschlag zu Buche stehen würde, wenn keine Anpassung erfolgen würde. In Abstimmung mit dem Referenten, Vizebürgermeister Zebedin, haben wir dann eine externe Firma auch mit der Kalkulation der Müllgebühr beauftragt. Das ist aber jetzt auf Basis des Rechnungsabschlusses 22 erfolgt. Mittlerweile haben wir das Voranschlagsjahr 23 und jetzt aktuelle Zahlen 24 vorliegen. Und die Differenz zwischen Rechnungsabschluss 22 und Voranschlag 24 ist eben derart groß, dass wir dann das noch einmal nachbudgetieren haben müssen. Die Kalkulation ist so erfolgt, dass wir den Gebührenhaushalt aufgrund der Schätzungen des WIFO im Hinblick auf die Indexanpassung oder Indexentwicklung hochgerechnet haben. Wichtige Erlöse wie die Systemsammelentgelte und die Infrastrukturentgelte sind einmal nicht angepasst worden, weil ja die auch sehr veränderbar sind und nicht abgeschätzt werden können. Also ohne Gebührenanpassung wäre der Gebührenhaushalt Müll mit einem Minus von 87.700 Euro zu veranschlagen gewesen. In den Unterlagen ist auch die Grafik beigelegt, wie die Kostenschere mit den leicht rückläufigen Erlösen und den gestiegenen Aufwänden auseinandergeht. Es wurden dann zwei Varianten ausgearbeitet. Die Variante 1 war eben mit einer Anpassung von 20% jeweils für die Jahre 24 bis 26 und die Variante 2 war eben eine Anpassung mit 25% für die Jahre 24 und 25. In den Unterlagen ist das auch beigelegt, die grafische Entwicklung der Gebührenhaushalte mit Gebührenbremse und ohne Gebührenbremse. Zur Gebührenbremse komme ich später noch. Aber die Grafik zeigt ganz klar und die Zahlen, dass der Müllhaushalt dringend oder im Müllhaushalt dringend Handlungsbedarf besteht. Im Hinblick auf die anstehenden oder geplante Investition eines ASZ neu, wo aktuell in der Kalkulation keine Investitionskosten berücksichtigt sind, aber man weiß, dass das ASZ in die Jahre gekommen ist und ein Neubau zwischen 1,2 und 1,3 Millionen kosten wird. Daher ist auch da eine entsprechende Vorsorge zu schaffen, um die Rücklagen zu bilden. Die bereits erwähnte Gebührenbremse spielt hier in die Gebührenkalkulation mit ein. Der Bund hat für das Jahr 2024 einen einmaligen Zweckzuschuss für die Gemeinden gewährt. Dieser dient zum Zweck der Finanzierung und der Senkung der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen.
Dieser Zweckzuschuss kann für die Betriebe der Wasserversorgung, für die Beseitigung von Abwässern und für den Müllhaushalt im Jahr 2024 herangezogen werden. Die näheren Richtlinien sind aktuell vom Land Kärnten übermittelt worden. Aus diesen Richtlinien geht hervor, dass wir als Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im Jahr 2024 einen einmaligen Betrag von 55.000 Euro aus dieser Gebührenbremse erhalten werden. Und es geht auch aufgrund der Empfehlungen des Landes Kärnten eben dahin, diesen Betrag aus der Gebührenbremse für den Müllhaushalt zu verwenden. Also der Zweckzuschuss nach den Richtlinien des Bundes ist von den Ländern zur Senkung der Benutzungsgebühren der Gemeinden im Jahr 2024 zu verwenden. Senkung bedeutet nicht zwangsläufig eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr, sondern vielmehr eine Reduzierung im Vergleich zur Gebührenhöhe, wie sie sich ohne Gebührenbremse ergeben hätte. So kann mit dem gleichen Ergebnis der Zweckzuschuss als Einnahme im Gebührenhaushalt verwendet werden, um die Höhe der Gebühr zu verringern zu können oder bei gleichbleibender Gebühr die Vorschreibung an die Benutzer durch eine aus dem Zweckzuschuss finanzierte Förderung zu verringern. Also so steht das in den Richtlinien drin. In den konkreten Richtlinien des Landes Kärnten ist eben der Zweckzuschuss noch einmal festgelegt mit 16,72 Euro pro Einwohner. Die Mittel sind eben für Gebührenhaushalte zu verwenden, Wasser, Kanal und Müll. Die Aufteilung obliegt der Gemeinde selbst. Es steht aber in den Richtlinien auch dezidiert drinnen, wenngleich es dem Gemeinderat freisteht, welche Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit die Mittel erhalten. Er geht von der Kärntner Landesregierung die Empfehlung, die Mittel im Ansatz 85-20, also der Müllbeseitigung, zu verwenden. Die Begründung ist dahingehend ausgeführt, dass die Mittelverwendung im Müllhaushalt allen Bürgern gleich zugutekommt, wonach im Kanal- oder Wasserhaushalt gewisse Ortsteile davon nicht profitieren, weil eben die Gemeindewasserversorgungsanlage oder der Kanal nicht vorhanden ist. Diese Richtlinien sehen auch eine gewisse Transparenz für die Beschlussfassung im Gemeinderat und an Informationen für die Bürger vor. Das heißt, transparente Beschlussfassung, so wie das jetzt im Gemeinderat heute erfolgt, und eine entsprechende Information über die nicht erfolgte oder nicht in diesem Ausmaß erfolgte Anpassung der Gebühr soll dann an die Bürger noch erfolgen. Weiter sieht es eine gewisse Berichtspflicht nach sich, wo nach dem Land Kärnten und dann dem Bund gemeldet werden muss, inwieweit jetzt diese Gebühren nicht angehoben wurden. Der Betrag von den 55.000 Euro ist jetzt da mal in diese Gebührenkalkulation mit eingeflossen. Daher ist eben in Abstimmung mit dem Referenten die Variante 1 mit einer Anpassung von 3x20% als Verordnungsentwurf ausgearbeitet worden. Dieser Entwurf sieht eben vor, dass die Gebührenbremse in diesem genannten Ausmaß für den Gebührenhaushalt Müll verwendet wird. Die Gebührenberechnung erfolgt auf Literbasis. Es ist im Jahr 2008 der Preis pro Liter mit 9 Cent festgelegt worden. Es gibt einen Abschlag und eine Staffelung für die Müllsäcke im Sonderbereich, also Abholbereich ist jetzt Dalage im Wesentlichen und der Sonderbereich sind die Berggebiete. Hier gibt es einen entsprechenden Abschlag, weil ihr einen Teil des Transportes bis herunter selbst übernehmen. Es ist jetzt die entsprechende Gebührenverordnung ausgearbeitet worden mit den entsprechenden Tarifen. Gleichzeitig ist auch die Tarifordnung für das ASZ Kötschach-Mauthen angepasst worden. Auch hier sind die Tarife seit dem Jahr 2018 nicht angepasst worden. Und auch hier soll eine 20-prozentige Anhebung analog den Abfallgebühren erfolgen. Soweit einmal meine Ausführungen zu dieser Verordnung. Dankeschön. Gibt es Ergänzungen? Bitte. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, ist auch einmal
für einen Referenten oder oft auch für einen Bürgermeister nicht leicht, Sachen umzusetzen. Jedenfalls zu meinen Ausführungen einmal zuerst Immanuel bzw. Finanzverwalter recht herzlichen Dank, weil er der meisten Arbeit gehabt ist, Zahlenmaterial erstens einmal mit der externen Firma aufzubereiten und dann auch bei den Besprechungen dabei zu sein. Damals war eigentlich noch sichtbar, dass wir mit den alten Zahlen eigentlich nicht großartig anpassen hätten müssen, schon eine gewisse Höhe, aber nicht in der Höhe, wie wir es jetzt machen müssen. Also die neuen Zahlen haben da schon ganz anders Auswirkungen in dem Bereich. Grundsätzlich, das, was der Finanzverwalter auch gesagt hat, war eigentlich die Linie so, dass wir die Rücklagen bzw. die anstehende Investition mit einplanen, wenn wir schon anheben, aber mit den neuen Zahlen ist das einfach nicht mehr möglich, weil das Loch im Endeffekt bzw. das Minus so eklatant hoch sich ergibt, dass wir das einmal jetzt nicht berücksichtigen. Der Finanzwalter hat eh auch schon gesagt, in den Unterlagen liegt es eh teilweise bei, ich darf vielleicht bitten, das nächste Mal, dass wir einen Beamer heroben haben, dass man das vielleicht auch ein bisschen besser sagen kann, weil schwarz-weiß sieht man da auch bei den Grafiken relativ schwierig, wie die Auswirkungen sind. Trotzdem hat der Manuel eh schon gesagt, also allein die Indexanpassung von der letzten Anhebung 2008 macht schon eine 50,6% aus. Man sieht auch, von 94 bis 2008 sind auch teilweise Rücknahmen in den Gebühren gemacht worden. Trotzdem muss man aber grundsätzlich sagen, dass sich das, was der Manuel auch schon erwähnt hat, durch die Einnahmen von Verkäufen gewisser Fraktionen sich der Gebührenhaushalt in den letzten Jahren selbst nicht nur selbst getragen, sondern auch eine Rücklage gebildet werden konnte damit. Nur seit 2 Jahren rutschen wir ins Minus und ich glaube, dass die Grafik auf der zweiten Seite nach dem Tagesordnungspunkt 11 zeigt schon einmal die Einnahmen und die Ausgaben, die Schere. Also von 2020 bis 2024 prognostiziert die Einnahmen Rückgänge und die Erträge. Auf der anderen Seite, also die Schere geht weit auseinander. Auf der nächsten Seite sieht man dann mit die 20-prozentige Gebührenanpassung, beziehungsweise wenn sie nicht passiert, ist die erste Kurve, die steil nach unten zeigt, das ist das kumulierte Ergebnis, wenn wir überhaupt nichts machen, wie sich das multipliziert in den nächsten Jahren oder wie schnell das eigentlich dann eklatant ins Minus geht und deswegen dringender Handlungsbedarf in dem Bereich ist. Die helle Linie wäre die Variante gewesen, wo wir gesagt haben, die 2x25%, da ist es so, dass man im Endeffekt im 25er Jahr nur einen ganz geringen Polster hätten gehabt und die Entwicklung ja im Endeffekt in den nächsten Jahren nicht unbedingt im Müllbereich bei den Erträgen positiv prognostiziert ist, haben wir da wirklich fast keinen Puffer mehr hinten außer weiter und deswegen ist der Vorschlag von uns auch 3x20% anzupassen. Das klingt jetzt in ersten relativ viel, aber gebrochen auf einen 3-Personen-Haushalt, das ist die letzte Seite vor dem Beschlusstext oder der Verordnung, wenn man sich da die 3-4 Personen anschaut bei 80 Liter Behältern, dann wäre das im ersten Jahr eine Erhöhung das sind die Jahresbeträge von 18,20 Euro, im zweiten Jahr eine Erhöhung von 23,40 und im dritten Jahr eine Erhöhung von 26 Euro. Das sind die Zahlen, also prozentuell umgemünzt in Euro. Und allein jetzt sieht man bei 87.000 Euro, was wir jetzt minus haben, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben. Und deswegen auch unser Vorschlag, die Gebührenpreisbremse dort einzusetzen. Denn wenn wir sie da jetzt nicht einsetzen, dann verschiebt sich das Ganze natürlich nach hinten, ist logisch. Und wir kommen noch später in ein Problem, noch früher in ein Problem rein. Gut, das von meiner Seite einmal zumindest zu meinen Ausführungen, gekoppelt mit dem Finanzverwalter.
wenn es Fragen geben sollte, bitte, bin ich gerne bereit. Dankeschön. Ich glaube, es war sehr ausführliche Darstellung und da sehr fundierte Vorbereitung notwendig, um das so auszuarbeiten. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, sind denn da schon gewaltige Erhöhungen? Jetzt frage ich einmal ganz offen, wie viel zahlt die Gemeinde oder Gemüllhaushalt den Abfallwirtschaftsverband als Grundbeitrag? Wie viel zahlt er? Du die Zahlen jetzt an du. Die Marktgemeinde zahlt dem Abfallwirtschaftsverband im aktuellen Jahr eine Umlage von 122.700 Euro. Und welche Leistungen stand dafür? Die Umlage teilt sich auf die Kosten, die Verwaltungskosten vom Abfallwirtschaftsverband selbst und die Kosten der Abfallentsorgung, die über den Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsverband Osttirol besteht. Das heißt, das eine ist das Verwaltungstätigkeit des Abfallwirtschaftsverbandes selbst und das andere ist die Entsorgung der Abfälle in Osttirol aufgrund des Entsorgervertrages. Ja, wenn ich jetzt höre, dort in der Abfallwirtschaftsverband plant jetzt eine Kompostieranlage und der Magister Jost, aber Jost, der was dafür steht, sogar das sind politische Entscheidungen. Wenn jede Gemeinde jetzt ein Ding hat, das kostet ja viel Geld. Wenn das jetzt im Bürgerlach, von mir aus kann es ohne weiteres im Bürgerlach sein. Aber da müssen ja mehr Gemeinden zusammengezogen werden. Das sind ja Summen, die was wieder der Bürger selber muss zahlen. Und der hat ausdrücklich gesagt, das sind politische Entscheidungen. Und meine, du bist Mitglied von einem Opferwirtschaftsband, du kannst ja auch dein Veto einlegen. Das kann ja nicht sein, dass jede Gemeinde ein Ding hat. Eine Kompostieranlage meinst du jetzt? Gut, vielleicht bevor ich die Antwort weitergebe. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir im Müllbereich tatsächlich ein weltweites Problem haben. Es entsteht einfach viel zu viel Müll. Wir sind eine Konsumgesellschaft geworden über die letzten 30, 40 Jahre. Ich habe es am Anfang schon einmal erwähnt, es gibt ein Konzept zur Müllvermeidung, wo wir als Gemeinde gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsverband und anderen Beratern daran arbeiten wollen, wie können wir es denn schaffen, dass wir einfach die Mengen reduzieren. Jetzt nicht so hoffentlich, dass es alles im Wald landet, sondern dass tatsächlich weniger Müll entsteht. Es gibt ja Beispiele, zum Beispiel in Lienz wird jetzt gerade ein neues Altstoffsammelzentrum für den Lienzer Tollboden gebaut, wo für viele Gemeinden gemeinsam ein Sammelzentrum entsteht. Ist natürlich nicht vergleichbar mit uns, weil Lienz halt der Ballungsraum ist, wo es wirklich jede Gemeinde für sich allein natürlich sich nie sowas leisten könnte, wo man mit irgendwelchen, mit den LKWs und die Container einstellen und dann kannst du in der Mitte durchfahren und den Müll mit Parkour oder mit Bürgerkarte quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit abliefern. Sowas wird in kleineren Regionen nicht gelingen, aber der Müll und auch die Kompostierung ist sicher Thema für interkommunale Zusammenarbeit. Soll auch dann im Zuge der ÖKS natürlich, wo wir auch interkommunal zusammenarbeiten, ein Thema werden. Wo ist was sinnvoll? Wo ist es gut situiert? Ich gebe da recht, dass jede Gemeinde sich alles leisten kann, wird es in Zukunft nicht mehr spielen. Es gibt auch Beispiele aus unserem Tal, wo Gemeinden gemeinsam etwas machen, wie sinnvoll und wie bürgernah das ist, werden wir sehen. Aber tatsächlich liegt der Schlüssel in der Menge. Je weniger Müll wir produzieren, desto weniger Kosten haben wir. Vor allem in Zeiten, wo das Papier und die Kartonagen und so weiter nicht mehr gezahlt werden, sondern Abfuhrkosten verursachen. Und jeder Kilometer, den wir Müll in der Gegend umfahren, kostet natürlich bei diesen Spritpreisen und Personalkosten auch viel Geld. Also man muss einfach schauen, dass wir die Menge reduzieren, um wirklich Einsparungen zu erzielen. Wenn das gelingt, können wir in einem Jahr vielleicht oder in zwei Jahren die Gebühren wieder senken. Aber momentan schaut es einmal nicht so aus und jetzt gebe ich das Wort weiter an den Referenten. Ja, danke. In Hinblick auf die Frage habe ich da im Vorstand, wie du eingeladen warst, schon die Antwort geben.
die Erhöhungen jetzt an die 3x20% und mit den Kompostieranlagen überhaupt nichts zu tun, weil die Anteile des Abfallwirtschaftsverbundes sind nicht gestiegen. Das hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Ich gebe da recht bei politischen Entscheidungen. Man hat auch versucht, ich weiß nur 2012, wenn ich dich erinnern kann, hat es ein gemeinsames Abkommen mit Delach gegeben, mit der damaligen Bürgermeisterin gegenüber Ketschach oder gemeinsam das ASZ bzw. die Kompostieranlage einmal einen Teil unten zu machen und das ASZ eben heroben. Jetzt ist es komplett anders. Delach hat selber gebaut, beziehungsweise Bade selber gebaut. Es ist halt interkommunal teilweise relativ schwierig, so eine Sachen zusammenzubringen. Nun muss man auch sagen, das ist vor meiner Zeit passiert. Ketscher hat auch schon eine Kompostieranlage gebaut. Die steht. Das ist vor meiner Zeit passiert. Da kann man auch umeinander diskutieren, jetzt haben wir was politisch richtig oder was politisch falsch. Jedenfalls, da möchte ich mich auch noch anhängen beim Bürgermeister, das hätte ich eh ganz zum Schluss auch gesagt, der Schlüssel in der ganzen Sache liegt ganz sicher in Einsparungssachen beim Müll. Und das Konzept ist eh jetzt, an, der Bürgermeister hat eh schon gesagt, da hat es eh schon eine Sitzung gegeben, bezüglich Einsparungsmöglichkeiten, weil das muss man offen und ehrlich sagen, wenn einer einkaufen geht, ich ärgere mich maßlos, wenn 5 Blattlern Wurst dreimal eingepackt sind und im Endeffekt landet das bei uns unten im ASZ beziehungsweise jetzt Kunststoff im gelben Sack und verursacht dort wieder die Probleme. Also da müssen wir uns selber schon auch bei der Nase nehmen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Oder? Ja, da kann ich vielleicht doch nur was sagen. Das haben, glaube ich, der Finanzverwalter und ich mir das nicht leicht gemacht, auch der Vorstand im Endeffekt in der Diskussion. Nur, wenn es einen anderen Vorschlag darin gibt, es nicht zu machen, ich bin der Erste, der das gerne aufgreift, wenn wir irgendwo anders zum Liegen kommen, aber ich das, nur die Zahlen geben eben nichts anderes her. Gut. Dann, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vom 6. Dezember geht der Antrag der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Verordnung, mit der die Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen zur Entsorgung von Abfällen und der Umweltberatung ausgeschrieben werden und die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Tarifverordnung für die Entsorgung von Abfällen gemäß § 59 Kernabfallwirtschaftsordnung 2004 im Altstoffsammelzentrum Kötschach-Mauthen genehmigt werden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme? Mehrheitliche Annahme. Gegenstimme 2, Namensliste Turner. Damit kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 12, Entwicklungskonzept, Vergabebericht und Beschlussfassung. In der Sitzung des Gemeindevorstands am 5. Oktober 2023 wurde beschlossen, dass nach dem regionalen Entwicklungsprojekt Integrierter Raumentwicklungsprozess Region Hermagor, IREP, der Schwung genutzt werden soll, um die Überarbeitung des ÖGS für die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen in Angriff genommen werden soll. Durch das neue Raumordnungsgesetz 2021, welches seit 01.01.2022 in Kraft ist, sind alle Kärntner Gemeinden verpflichtet, ihre Planungsinstrumente, örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan innerhalb einer Frist von 5 Jahren an die neuen Bestimmungen anzupassen. Gemäß der Förderrichtlinie örtliches Entwicklungskonzept ÖKF 2023 sind 3 Angebote nach Bestbieterprinzip zur Überarbeitung von Ziviltechnikerinnen und Ingenieurbüros einzuholen und die Festlegung der Inhalte und Auftragsvergabe mittels Beschluss des Gemeinderates abzusichern. Dabei wurden folgende Bruttohonorare angeboten. Wir haben eben ein Angebot vom Büro Lagler-Wurzer Knappinger Ziviltechniker vom 11. Oktober 2022 in der Höhe von 90.585, von der Raumschmiede Ziviltechniker GmbH Lienz vom 15. September 2023 in der Höhe von 55.440 und von Revital Integrative Naturraumplanung GmbH Nussdorf-Dewand vom 5. Dezember in der Höhe von 81.249,12. Nach dem Bestbieterprinzip im Vergabeverfahren geht die Raumschmiede Ziviltechniker GmbH Lehens Angebot vom 15. September in der Höhe mit 55.440 als Bestbieter hervor. Förderungsgegenstand und Inhalte.
Neben der Erarbeitung des ÖGS sollen nachstehende vertiefende Schwerpunkte gewählt werden, nämlich die Baulandmobilisierung und Leerstandsaktivierung, Energieraumordnung und Klimaschutz, das ist ein verpflichtendes Modul, und interkommunale Entwicklungskonzept mit mindestens einer weiteren Gemeinde. In dem Fall haben wir uns dazu entschieden, mit der Gemeinde Lesachtal eine gemeinsame interkommunale ÖG-Planung zu machen. Art und Ausmaß der Förderung, Finanzierung. Die Förderung wird als verlorener Investitionszuschuss gewährt und richtet sich nach Fertigstellung des ÖGS. Wenn wir es im Jahr 2024 fertigstellen, hätten wir 30.000 Euro oder maximal 50% der Kosten für den Basisteil. Zusätzlich zur Basisförderung werden themenspezifische Förderungen gewährt, nämlich beim Komplettangebot mit 55.400 kommen eben die 50% weg, die unter 30.000 Euro liegen, also 27.720. Dann haben wir noch 5.000 Euro für die Baulandmobilisierung, 7.500 für die Energieraumordnung und Klimaschutz und noch einmal mindestens eins, das war eben das IKZ, mit 5.000 Euro. Das heißt, wir brauchen einen Eigenfinanzierungsanteil von 10.220. Kann über Bedarfszuweisungsmittelverteilmodell gemäß IKZ mit dem Lesachtal als Bonus verwendet werden. Der Gemeinderat möge also beschließen, dass die Überarbeitung des ÖGS der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen an die Firma Raumschmiede Ziviltechniker zum Preis von 55.440 mit den drei Modulen Baulandmobilisierung, Leerstandsaktivierung, Energieraumordnung und Klimaschutz und interkommunales Entwicklungskonzept mit mindestens einer weiteren Gemeinde gewählt wird. Der IKZ-Bonus 2024 im Ausmaß von 10.220 soll zur Finanzierung des verbleibenden Finanzierungsanteils der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen verwendet werden. Das ist einmal soweit der Amtsvortrag. Vielleicht noch einmal zur Erinnerung, wir haben ja letztes Jahr im Dezember, also circa um die Zeit, mit dem Land Kärnten Gespräche geführt über die örtlichen Entwicklungskonzepte. Es müssen alle Gemeinden ein neues machen. Und wir haben uns in der Region bzw. im Bezirk Hermagor mit den Gemeindeoberhäuptern, also mit den Bürgermeistern, aber auch mit der LIDA-Aktionsgruppe einmal zusammengesetzt, mit dem Feider Friedl, auch mit dem Magister Kropwitsch von der Abteilung Orts- und Regionalentwicklung des Landes Kärnten und haben uns überlegt, dass wir die Basisarbeit für diese örtlichen Entwicklungskonzepte gemeinsam machen sollten. Aus dem ist dann dieser IRE-Prozess entstanden, wo wir über mehrere Monate unter Beratung vom Oskar Januschke, der ja am Lienzer Tollboden sehr aktiv ist seit Jahren und Jahrzehnten, gemeinsame Module erarbeitet haben, Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht haben, Planungswerkstätten. Über den ganzen Sommer hat es, glaube ich, 14 oder 15 Termine gegeben. In jeder Gemeinde im Bezirk Hermagor waren Veranstaltungen. Es haben auch die Gemeinden Weißensee und Nötsch mitgemacht. Also wir waren dann im Endeffekt 9 Gemeinden statt 7. Und aus dem heraus ist eine gemeinsame Entwicklungsstrategie entstanden, wo sich die Region hinentwickeln will, mit verschiedenen Modulen. Da ist es gegangen um vitale Region, um mobile Region, um nachhaltige Region und um soziale Region. Und das ist schon sehr viel Basisarbeit, die die Ziviltechniker hernehmen können, weil das sind Themen, die jede Gemeinde betreffen, wo nicht jeder seine eigene Suppe kochen muss. Es gibt da noch weitere Geschichten, so wie Klimaanpassung, die auch jede Gemeinde gleich betrifft, sei es Wildwasser oder Lawinen oder Starkregenereignisse, Sturmereignisse, auf die man sich einfach vorbereiten muss, auch in der Raumordnung. Das heißt, wir haben schon sehr viel gemacht und die Raumschmiede ist eine Firma, die genau in diese Richtung tickt und deshalb nehmen sie jetzt diese Ergebnisse auch auf. Und dadurch haben wir ein relativ günstiges Angebot natürlich auch. Also mit den 55.000 sind wir schon wesentlich unter dem, mit dem, was wir gerechnet haben ursprünglich. Es ist ein ziemlicher Aufwand natürlich dann in der Abarbeitung der ÖGS. Also wir rechnen schon mit mehreren Monaten, wenn nicht sogar ein Jahr oder länger, dass wir das dann aufarbeiten und dann in eine Verordnung gießen, die dann auch wirklich haltet. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 6. Dezember geht der Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass die Überarbeitung des ÖGS der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen an die Firma Raumschmiede Ziviltechniker GmbH zum Preis von 55.400 vergeben wird.
Neben der Überarbeitung des ÖX werden nachstehende Module gewählt, nämlich Baulandmobilisierung und Leerstandsaktivierung, Energieraumordnung und Klimaschutz, interkommunales Entwicklungskonzept mit mindestens einer weiteren Gemeinde, Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lessachtal. Der EKZ-Bonus 24 im Ausmaß von 10.220 soll zur Finanzierung des verbleibenden Finanzierungsanteils der Marktgemeinde Kötschermauten verwendet werden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Alle anwesend. Und bevor wir jetzt zum Thema Personalangelegenheit kommen, darf ich berichten, dass ein Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 Allgemeine Gemeindeordnung vorliegt, der von allen Fraktionen des Gemeinderates getragen wird. Ich darf ihn verlesen. Die unterfertigten Mitglieder des Gemeinderats der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen stellen an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen gemäß § 42 Absatz 1 den Dringlichkeitsantrag nachstehenden Verhandlungsgegenstand ohne Vorbereitung in die Tagesordnung der Sitzung am 14. Dezember 2023 aufzunehmen. Text Resolution des Gemeinderats der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen zur Sperre der Straßenverbindung zwischen Österreich und Italien über den Blöckenpass. Nach einem katastrophalen Fellsturz am 1. Dezember 2023 auf italienischer Seite des Blöckenpasses ist die international und regional wichtige Straßenverbindung zwischen Österreich und Italien zu wiederholten Male für längere Zeit unterbrochen. Der Grenzübergang über den Blöckenpass verbindet nicht nur die angrenzenden Regionen wirtschaftlich, sozial und kulturell, sondern stellt auch eine wesentliche Verkehrsverbindung von Teilen von Nordtirol, Osttirol und Teilen des Landes Salzburg dar. Mit Resolutionen des Gemeinderats der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wurden schon mehrfach die Bundesregierung von Österreich und die Landesregierung von Kärnten aufgefordert, einen sicheren Ausbau des Blöckenpasses gemeinsam mit den Vertretern von italienischen Behörden und Regierungen in Verhandlung und Umsetzung zu nehmen. Eine wiederum lang andauernde Sperre der Verbindungsstraße nach Italien über den Blöckenpass bedeutet große wirtschaftliche, soziale und kulturelle Benachteiligung und eine Schlechterstellung für die regionale Bevölkerung und den Wirtschaftsstandort. Es darf zu keinen weiteren Schließungen von Betrieben und Infrastruktureinrichtungen in der Region durch unzureichende internationale Verkehrseinbindung mehr kommen. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen bringt daher abermals eine Resolution mit der Aufforderung an die österreichische Bundesregierung und die Kärntner Landesregierung ein, unverzüglich mit den Vertretern der italienischen Behörden und Politik in Verhandlung zu treten, um a. eine rasche Eröffnung des Blöckenpasses, der Blöckenpassstraße nach dem Fellsturz wieder sicherzustellen und b. zur Sicherstellung einer ganzjährigen befahrbaren Straßenverbindung zwischen Österreich und Italien die Variante der Errichtung eines Scheiteltunnels mit der Länge von 3,5 Kilometern zwischen den Gemeinden Kötschach-Mauthen und Paluzza zu verhandeln. Es besteht dringender Handlungsbedarf durch die Bundes- und Landespolitik, damit ein sicherer Ausbau der Blöckenpassstraße nun durchgeführt wird, um die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Regionen nicht nachhaltig zu gefährden. Diese Resolution ergeht zur Kenntnis an die Landtagsclubs in Kärnten und die Parlamentsclubs des österreichischen Nationalrats. Ein Beschluss des Gemeinderats der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wird dieser Resolution zugrunde gelegt. Das heißt, bei einem Dringlichkeitsantrag ist zuerst über die Dringlichkeit abzustimmen. Wenn die Dringlichkeit zuerkannt wird mit mindestens zwei Drittel der anwesenden Stimmen, dann kann über den Verhandlungsgegenstand, also über den Inhalt dieser Resolution, diskutiert werden und auch über den Inhalt abgestimmt werden. Deshalb stelle ich einmal den Antrag, soll dieser Antrag die Dringlichkeit erhalten? Wer damit einverstanden ist, bitte um ein zustimmendes Handzeichen. Gegenprobe einstimmig angenommen. Damit stelle ich den Antrag zur Diskussion. Gibt es Wortmeldungen? Ich gehe davon aus, dass es aufgrund dessen, dass ja alle, die da waren, zum Beginn der Sitzung diesen Antrag unterschrieben haben, dass wir da wirklich einer Meinung sind. Wie ich bereits gesagt habe, haben auch die Bürgermeister des Bezirkes parteiübergreifend eine postähnliche oder gleichlautende Resolution verabschiedet. Es gibt auch Überlegungen im Osttiroler Raum, ähnliche Schritte zu setzen, damit einfach die Wichtigkeit dieser Maßnahmen unterstrichen wird und einfach der Druck aus der Region steigt, um die höheren Instanzen, die ja zuständig sind für die grenzüberschreitende Verbindung, auch als Straßenerhalter, dann auch entsprechend, wie soll man sagen, zu überzeugen. Gibt es Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister. Herr Bürgermeister, ich darf mich im Namen unserer Fraktion nochmal bedanken aufgrund des heutigen Telefonates, dass wir uns auf das einigen haben können und auch die anderen Fraktionen da mitgezogen haben, weil wir selber schon eine Resolution hergerichtet haben gehabt und das, glaube ich, ist gescheiter, dass wir die breit tragen und nicht zwei doppelte Resolutionen einbringen.
Das ist sehr wichtig und ein essentielles Thema auch für die Wirtschaft in Kötschach-Mauthen und betrifft indirekt und direkt alle irgendwie und braucht dringend eine Lösung. Also die kleine Lösung sowieso eine schnelle und rasche Öffnung, so wie es auch formuliert ist, und in zweiter Hinsicht ein sicherer Ausbau, und der ist aufgrund der Studie, die es ja schon gibt, meines Erachtens nur die richtige Variante des Scheiteltunnels. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, ich halte die Resolution für sehr angebracht, aber bedauere halt, wenn ich jetzt die Konferenz Kärnten-Osttirol angehört habe, dass weder der Landeshauptmann von Tirol noch von Kärnten, die Straßenbaureferenten von Kärnten-Gruber und Donnerbauer nicht einmal der Mühe gewährt gefunden haben, über den Bleckentunnel Bleckenpost zu diskutieren. So glaube ich, sind wir wahrscheinlich wieder allein auf der Strecke. Mir ist es vollkommen wichtig, richtig, was das für das Hallenbad und für den Lift bedeutet. Ob wir da Erfolg haben, darüber zweifle ich, wenn wir nicht von höherer Stelle einen Zuspruch erhalten. Und weil das drin ist, der Scheideltunnel, ich weiß noch, wie die Diskussion über den Basistunnel, über den Scheideltunnel ist durchgeführt worden, hat es immer geheißen, wenn wir einen Basistunnel nicht kriegen, brauchen wir einen Scheideltunnel nicht. Damals wäre es vielleicht möglich gewesen, den Scheideltunnel zu erreichen. Und weil immer wieder der Tunnel in Gespräche gebracht worden, ist auch der Ausbau der Bleckenstraße dahingestellt worden. Das möchte ich einmal dazu sagen. Und mit dem ist man vorsichtig sein. Ich kenne die vollkommen für die Straßenverbindung zu Italien. Gut, danke. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt in der Region oder in den betroffenen Regionen einfach nicht uns zu viel zersplittern, sondern wirklich einmal mit einer Sprache hinausgehen. Man hört ja Italien, ich bin jetzt nicht der Oberitaliener, aber Google-Übersetzer macht es möglich, dass ich vieles davon mitbekomme, was da unten gerade passiert. Und da gibt es ja auch schon alle möglichen Varianten von regionalen Vertretern, wie sie ja die Sache lösen wollen. Ich glaube, da sollte der Termin, der geplant ist, am 19. Dezember, wo wir die Vertreter dann unten treffen, wo auch alle Vertreter der heimischen Fraktionen eingeladen sind, mitzufahren, also zumindest von jeder Fraktion an, aber sonst brauchen wir einen großen Bus, in Tolmezzo am 19., dass wir mal schauen, erstens zu wissen, was ist von italienischer Seite momentan der Stand der Dinge. Also wir wissen, dass sie teilweise schon aufgeräumt haben, wir wissen auch, dass die Geologen unterwegs sind, aber was ist wirklich der Wunsch der Region südseitig des Karnischen Hauptkamms und natürlich wir als Kärntner, als Tiroler, als Salzburger müssen schauen, dass wir die Wichtigkeit der Verbindung auch auf die höheren Ebenen nach Wien, nach Brüssel und so weiter weitertragen, weil momentan geht halt sehr viel Geld in den Unterkärntner Raum, was Verkehrstechnik betrifft, aber der obere Bereich, also Oberkärnten, Osttirol, Salzburg, darf da nicht vergessen werden, und es ist auch die Aquarena, auch die Skilifte natürlich betroffen, aber auch die anliegende Bevölkerung, auch auf italienischer Seite. Wenn man denkt, was teilweise unten los ist am Wochenende, wo wirklich Kärntner einmal die Möglichkeit nutzen, einmal ein paar Stunden italienischen Flair zu betrachten, das ist schon auch wichtig für uns, dass das Tallobby nicht ausstirbt, und da tragen schon wir auch dazu bei. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Gemeinderat Kogler, dann Vizebürgermeister, dann Gemeinderat Keppold? Naja, über die Dringlichkeit, danke, Bürgermeister Hoher, Gemeinderat, über die Dringlichkeit brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube, das Thema ist ja schon altbekannt. Das letzte Mal vor 30 Jahren war das ja kurz vor Abschluss, wenn ich mich richtig erinnern kann. Allerdings kann ich mich erinnern an die Schmieraktionen, was dann von Osttirol und Tirol aus da waren, wo sie Gebäude auch nein zum Blöckentunnel groß beschmiert haben. Das heißt, dass das bedarf schon mehr Diskussionen, weil ich glaube, gerade diese Transitroute durch Lienz und durch Kitzbühel, ich glaube, da wird es auch viele Gegner geben. Allerdings primär muss es einfach jetzt Fakt sein, dass das A genannte einfach diese Order, diese Lebensorder für uns einfach wieder hergestellt wird. Denn egal was passiert, ob Scheiteltunnel, ob irgendein Tunnel oder Umfahrung oder sogar die Kirchbacher Variante ist da schon genannt worden, jetzt in den Medien. Das braucht Jahre,
in der Ausarbeitung und in der Durchführung. Für uns ist es jetzt einmal wichtig, diese Lebensader wieder in Stand zu setzen und dann einfach für Absicherung dort zu sorgen, was soweit es uns auch betrifft. Danke, Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Gemeinderat, aufgrund der letzten Meldungen auch von Herrn Gemeinderat Turner und auch Herrn Gemeinderat Kugler, eins muss uns schon klar sein, und das hat der Bürgermeister auch gesagt, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass erstens einmal der Gemeinderat voll hinter der Meinung bzw. einer Resolution und auch dann der herausfolgenden Meinung steht, weil wenn wir uns da anfangen, auseinander zu dividieren, dann brauchen wir gar nicht irgendwo hoffen, dass wir irgendwo andocken bzw. irgendwo Forderungen aufstellen. Das Problem haben wir hier oben. Das Problem mag ein italienisches technisches Problem sein, das muss ich klar und deutlich herinnen sagen, aber wirtschaftlich und entwicklungstechnisch ist es ein regionales, und das nicht einmal das, sondern ein regionales auf beide Seiten. Also zwei Regionen betrifft es so im Endeffekt, und das müssen sich, glaube ich, die italienische Seite im Klaren sein, und das hört man bzw. liest man ja wohl, dass auch viel diskutiert wird, und auch unsere, auf unserer Seite das Gleiche. Und das Wichtigste wird, glaube ich, sein, die Region bei uns auf einen Nenner zu bringen. Und glaube ich, das ist einmal jetzt passiert mit der Bürgermeisterkonferenz, dass einmal zumindest die obersten Vertreter der Gemeinden auf einer Linie sind. Wirtschaftstechnisch ist es auch passiert. Es kommt vielleicht noch mehr. Und die italienische Seite wird hoffentlich das Gleiche machen, beziehungsweise wenn wir das nächste Woche wohl da fragen. Nur eins muss man klar und deutlich sagen, von außen von außen gewisse Rufe zu argumentieren, siege nicht für richtig, weil wenn gewisse politische Linien oder Argen oder sonst noch irgendwer über uns drüber weg Diskussionen wollen vorantreiben, da müssen aber wir einmal aufstehen und sagen, wir sind Hauptbetroffene, unsere Wirtschaft geht jetzt schon seit Jahren in den Keller runter, und eins muss man auch sagen, ist ein gewaltiger Unterschied, was in den letzten 10 Jahren zwei, dreimal aufgrund der Schneesituationen der Boss kurzfristig gesperrt war. Das waren Lawinenkatastrophen, die irgendwann wieder den Horizont gehabt haben, dass sie aufgehen. Nur wenn wir geologische Probleme haben, dann müssen wir ganz anders anfangen diskutieren, beziehungsweise die Diskussion auf eine andere Basis setzen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, weil wenn wir uns jetzt unterhalten über die Kosten, das werden wir nicht entscheiden, weil das nicht unser Thema ist. Das wird auch klar, wie das Land Kärnten nicht entscheiden bei einem Straßenbauvolumen von 60 Millionen. Das wird nicht gehen. Da wird es Bundeslösungen bzw. auf europäischer Ebene Lösungen brauchen. Weil ansonsten ist das nicht stemmbar. Also ich appelliere noch einmal eindringlich an uns, im Gemeinderat, politischen Mandataren, aber auch draußen an die Bevölkerung, wirklich dort mitzudiskutieren bzw. mit einer Stimme dann zu reden. Das wäre das Wichtigste für die Außenwirkung für das Thema. Danke, Herr Gemeinderat Kippold. Werter Bürgermeister, Herr Gemeinderat, ich stelle mir die Frage, wie der Gemeinderat Kogler schon gesagt hat, die ganzen Ideen, die wir jetzt haben, Tunnel, Umfahrung etc., das geht ja nicht über Nacht, das dauert ja wahrscheinlich Monate oder Jahre. Was passiert denn derweil? Bleibt die Straßen einfach zu oder gibt es da Alternativen? Oder? Ja. Das ist eben, der erste Teil der Resolution geht ja in eine schnelle Lösung. Ich denke schon, dass die Italiener bemüht sind, auch aus Eigeninteresse die Verbindung wieder herzustellen, weil es ist ja nicht nur Kötschach-Mauten, was interessant ist für sie, sondern auch der Weg Richtung Osttirol, Felbertauernstraßen und so weiter. Wege verbinden, und das ist auch die Italiener klar. Wir wissen aus der Vergangenheit, wenn sie wollen, sind sie sehr motiviert beim Straßenbau, vor allem wenn es um Radrennen geht. Also sonst werden wir halt irgendeine Initiative starten für einen neuen Giro. Aber Scherz beiseite, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt nächste Woche mal runterfahren, und es wird auch weitere Termine geben und brauchen, dass man wirklich diese grenzüberschreitende Diskussion am Leben erhaltet, dass wir wissen und nicht leer aus Facebook und irgendwelchen Foren heraus irgendwelche Theorien kriegen, zwischen übermorgen ist wieder offen und drei Jahre wird es dauern, das sind ja alles Spekulationen.
bevor wir nicht von einem Vertreter der ANAS oder vom Zivilschutzverband unten, die ja sehr viel Einfluss haben, beziehungsweise der Geologen eine klare Aussage haben, was ist der Stand, was ist der Plan, können wir da oben diskutieren, was wir wollen. Es ist italienisches Staatsgebiet, wir können da nicht eingreifen, wir können Hilfe anbieten. Unsere Hilfsmöglichkeiten sind natürlich beschränkt, aber Land Kärnten auf Regio-Basis, Nationalrat bzw. Bundesministerien haben da schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Wichtigkeit vor allem zu unterstreichen. Und das müssen sie tun. Und dazu müssen wir Missy jetzt auffordern. Du wolltest noch was sagen? Es kursiert auch das Gerücht, dass die Straße überhaupt nicht mehr aufgemacht wird. Ist das ein Gerücht oder liegt das im Bereich des Möglichen? Kann kein Mensch dokumentieren oder kommentieren, ich sowieso nicht. Eben, um ein bisschen mehr Klarheit in die Spekulation hineinzubringen, und das erinnert mich ein bisschen an Weltmeisterschaften Fußball, was momentan passiert, jetzt ist auf einmal jeder der Verkehrsexperte. Wir brauchen jetzt klare Aussagen von den zuständigen Behörden in Italien, die momentan das Ruder in der Hand haben, und wenn die uns was Klares sagen, bevor wir vielleicht am Dienstag beruhigt haben oder können zumindest selber auf unserer Seite der Grenze klare Antworten geben. Du wolltest noch was? Oder? Nein? Falsch gesehen. Okay, müssen wir nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, wir sind uns sehr einig. Es wird natürlich andere Meinungen geben, auf das müssen wir uns einstellen. Man hat es in den Zeitungen schon gelesen, aber ich glaube, das ist ein Ausfluss der Verunsicherung. Wenn wir Sicherheit einbringen in die Diskussion und da klare Anforderungen stellen, natürlich wird es Jahre dauern, wenn es wirklich an ganzjährig befahrbare Lösung, in welcher Ort auch immer ist, es ist immer ein Millionenprojekt. Da hat man dann Zeit zu diskutieren, kann sich alle Meinungen anhören und eine Meinungsbildung schaffen. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann darf ich... Bitte? Gemeinderat Turner, Entschuldigung. Ja, wenn da jetzt angeklungen ist, wir müssen einheitlich sein, wir sind überhaupt für die Resolution, aber wir setzen ja mit 10 Punkten aus wintersicheren Ausbau und Blöcken, Scheideltunnel. Da gehen wir ja der Bevölkerung schon wieder... Zwei Varianten vor. Der eine ist gegen den Tunnel, der andere ist für den Ausbau, du Ding. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden für einen, nicht wahr? Und wenn wir jetzt auch einen Dolmetscher oder Poluzer fahren, wenn wir allein mit dem Bürgermeister unten sind, dann müssen wir schon die politischen Parteien ersuchen, dass der Landeshauptmann Stellvertreter und vielleicht von den Freiheiten anderen da mitfahrt, dass wir Gewicht haben. Sonst haben wir ja keins. Was ist denn das Butterl unten? Aber was sind denn wir? Auf Italien? Oder tut es die Meloni auf? Vielleicht der Seebautin. Ja, danke. Ich gebe da in beiden Punkten recht. Die Resolution gibt eine Richtung vor, in der wir wollen, in der wir argumentieren. Dort sprageln wir uns jetzt auch nicht. Und der Termin in Italien am Dienstag ist einmal wichtig, dass wir mal Klarheit kriegen. Da geht es jetzt nicht darum, große Verhandlungen zu führen. Für das sind die Anwesenden in der falschen Flughöhe unterwegs, das ist klar. Meines Wissens noch gibt es Gespräche auf höherer Ebene, auch einen politischen Termin mit wirklichen Entscheidungsträgern zusammenzubringen. Für uns ist es wichtig, zur Information und zur Transparenz der heimischen Bevölkerung, dass wir mal Informationen kriegen. Und das funktioniert nicht übers Telefon, das funktioniert nicht übers Internet und auch nicht mit Interviews im Radio oder Fernsehen, sondern wir fahren runter, wir haben die Zusage, dass jemand dabei ist von der ANAS, der uns wirklich den aktuellen Stand einmal geben kann. Es ist geplant, dass auch Vertreter der Landesregierung mitfahren, also auf Verwaltungsebene zumindest, und die Politiker auf höheren Ebenen, die müssen sich selber koordinieren. Aber das geht nicht innerhalb von 3 Tagen, sondern da muss man halt wahrscheinlich 2024 rechnen. Bitte, Herr Amtsleiter. So wie der Herr Bürgermeister gesagt hat und der Herr Gemeinderat Turner die Frage gestellt hat, dieser Termin, der nächste Woche stattfindet und koordiniert wird, ist in erster Linie einmal ein Termin zwischen den Gemeinden Paluzza und Gemeinde Kötschach-Mauten, wo Vertreter des Landes, so wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, der Leiter der Abteilung Straßenbau, Diplom-Ingenieur Bittmann und Herr Diplom-Ingenieur Amlacher dabei sind. Auf der Gegenseite wird in Italien ein Vertreter der ANAS dabei sein. Und wie Sie richtig gesagt haben, es ist im Hintergrund auch schon oder ein Termin in Koordinierung hetzern auf Höhe Landeshauptmann, Stellvertreter mit den Gegenstücken in Italien. Dieser Termin ist dann geplant für Anfang Jänner. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, diese Resolution wie vorgetragen, die Zustimmung zu erteilen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen.
Gegenprobe einstimmig angenommen. Herzlichen Dank fürs... Ja, können wir machen. Wir kommen jetzt zu einem Tagesordnungspunkt, der außerhalb der Öffentlichkeit liegt. Ich darf den Günther bitten, die Kamera kurz auszuschalten und den Raum zu verlassen, nämlich Personalangelegenheiten. Bitte dann aber wieder zu kommen, weil die Tagesordnung ist zwar erschöpft, aber traditionell ist die letzte Sitzung die Gelegenheit für alle Fraktionen des Gemeinderats, Weihnachtsworte und Jahresabschlussgrüße zu übermitteln. Ich darf also ganz kurz warten, bis der Günther weg ist. Ja, hoher Gemeinderat, werte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter der Marktgemeinde Kötschau-Mauthen, wir haben die letzte Sitzung des Jahres 2023 nur noch sehr angeregten gut 3 Stunden Diskussion und Beschlussfassung abgeschlossen. Wie es traditionell üblich ist, die letzte Gemeinderatssitzung im Jahr gibt auch die Möglichkeit, den einzelnen Fraktionsvertretern unseres Gemeinderates, der Bevölkerung, den Zuschauern, den Gästen, den Touristen, den Mitarbeitern und den Partnern Gedanken zum abgelaufenen oder auch zum nächsten Jahr zu geben, also Weihnachtswünsche und Neujahrsgrüße zu übermitteln. Und auch traditionell ist es, dass wir in einer gewissen Reihenfolge vorgehen und ich darf deshalb die Freiheitlichen oder den Gemeinderat Kogler ersuchen, im Namen der Freiheitlichen Kötschau-Mauthen die Grüße zu übermitteln. Dankeschön. Ich wollte mir kurz auf 35 Minuten Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, lieber Gemeindevorstand, aber vor allem liebe Gemeindebürger, die dann via YouTube oder über KMHTV diese Gemeinderatssitzung nachverfolgen können. So, nun geht es also zu Ende, dieses herausfordernde Jahr. Es wurde viel Energie reingesteckt in Ideen, Projekten und Instandhaltungen. Aber anscheinend war das nur ein weiteres Trainingsjahr für das Anstehende. Wie ihr alle wisst, sind wir eine Kraft in der Gemeinde, die sich als oberstes Ziel gesetzt hat, für die jetzige, aber auch für die zukünftige Generation in Kötschau-Mauthen lebenswert zu bleiben und zu machen. Sei es bei den Schulen, beruflichen Möglichkeiten, Infrastruktur sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen. Dies ist kein leichter Weg, aber ein dringlich notwendiger. Unsere Gemeinde ist geopolitisch auf einer Schlüsselstelle. Wenn wir es schaffen, Infrastruktur zu halten und zu vergrößern, werden andere Gemeinden es sich dann leichter tun. Denn wichtige Arbeitskräfte kommen aus der ganzen Region. Ebenso ist es in diesem Zug wichtig, Vereine und Organisationen, die einen großen Teil dazu beitragen, voll zu unterstützen. Leider werden die nächsten Jahre nicht besser. Finanzielle Geiselhaft durch Land und Bund zwingt viele Gemeinden, einen radikalen Sparkurs einzuschlagen und selbst neue Steuern den Gemeindebürgern aufzudrücken. Das aber ist genau der falsche Weg. Alleine in unserer Gemeinde wäre es jetzt wichtig, neue Wege zu gehen und neue Akzente zu setzen, um zum Beispiel der Abwanderung entgegenzuwirken. Wie schon heute oft gehört, wird nächstes Jahr ein wahrlich schwieriges. Trotzdem werden wir uns alle, nicht nur wir, sondern alle anderen, auch mit voller Kraft dafür einsetzen, Projekte umzusetzen und das Land davon zu überzeugen, dass Stillstand keine Lösung ist. Das sind wir unseren Bürgern schuldig. Bevor es aber in das besagte neue Jahr geht, wünschen wir euch allen ruhige, erholsame Weihnachten, Feiertage im Kreise der Familien und Freunde sowie einen schwungvollen Rutsch ins Jahr 2024. Ein Danke möchte ich auch an die Fraktionskollegen, die immer tatkräftig hinter mir stehen. Sage ebenfalls Danke an den Bürgermeister, allen Vertretern des Vorstands und des Gemeinderats sowie der Gemeindeverwaltung. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, wenn ich heute hier nach 38 Jahren wieder an die Bevölkerung Kötschau-Mauthen spreche, so in einer Zeit, wo keine Silberstreifen mehr auf dem Horizont sind, und ich zitiere hier einen ehemaligen Bundeskanzler: Wir haben nichts, aber wir glauben an Kötschau-Mauthen. In diesem Sinne darf ich der
der Bevölkerung, allen Kötschachmautnerinnen, frohe Weihnachten, viel Erfolg im neuen Jahr, dem Bürgermeister für die Zusammenarbeit, den Amtsleiter und den, mit seinem Personal Danke sagen. Ihnen, liebe Gemeinderäte, mit Ihren Familien wünsche ich ein Prosit Neujahr 2024. Danke. Sehr geehrter Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevorstandes, werte Mitglieder des Gemeinderates, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Kötschachmauten. Wie traditionell am Ende des Jahres üblich, wenden sich alle Fraktionen des Gemeinderates der Marktgemeinde Kötschachmauten mit einer Ansprache an den Gemeinderat und an die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. So möchte ich diese Gelegenheit auch wahrnehmen, um auch von Seiten der Kötschachmautner Volkspartei einige Gedanken zum Ende gegangenen Jahr 23, aber auch für das kommende Jahr 24 darzulegen. Gerade vor und rund um Weihnachten sprechen viele vom Frieden auf Erden. Wir alle wünschen uns gegenseitig Frieden, reden von Nächstenliebe und viel mehr. Nur wenn wir das Geschehen in vielen Teilen der Erde genauer betrachten, beziehungsweise täglichen Nachrichten verfolgen, ist die wahre Realität wohl ganz eine andere. Krieg, Zerstörung, unbeschreibliches Leid von Männern, Frauen und Kindern sind alltäglich und unerträglich anzusehen. Man kann sagen, Menschen stehen sich selbst im Wege. Es ist unbeschreiblich und nicht zu verstehen, dass viele aus dem letzten Jahrhundert wenig bis gar nichts gelernt haben. Es ist erschreckend zu sehen, wie schnell Konflikte Fliehkräfte entwickeln und ringsum vieles mitgerissen wird. Auch wenn wir, Gott sei Dank, in keiner Auseinandersetzung mit irgendwen uns befinden und dies auch mit allen Kräften und Anstrengungen so bleiben muss, hat vieles auch Auswirkungen auf unser Leben, unseren Alltag, unser gesellschaftliches Zusammenleben. Auch die Auswirkungen auf jeden Einzelnen sind enorm und bieten natürlich auch einiges an Zündstoff bzw. Diskussionen bzw. Forderungen. Zusätzlich sind die finanziellen Effekte nun auch in den Haushalten der Gemeinde angekommen und schlagen ein riesiges Loch in jene. 1 Million Euro Abgang allein für die Marktgemeinde ist eine Summe, die bei einem Kassengerät von 1,5 Millionen Euro erst das ganze Ausmaß der Problematik darstellt. Wir könnten binnen kürzester Zeit nicht mehr liquide sein. Der Aufschrei des Gemeinde- und Städtebundes ist somit klar und deutlich. Die Masse der Gemeinden in Kärnten, in Österreich, die Last nicht mehr stemmen können. Das Land Kärnten muss eindringlich Reformen gegenüber den Belastungen in Form der Abgaben durchführen. Wir können das nicht mehr stemmen. Kranken- und Sozialabgabe 30% Erhöhung, Löhne, Gehälter 9% und. Und das alles bei sinkenden Einnahmen. Ich hoffe, dass die Problematik nun jedem bewusst ist und die Diskussionen in vielen Bereichen auch stattfinden, um längerfristig zu einer soliden und fairen Basis auch wieder zurückfinden zu können. Kurzfristig hilft uns dies natürlich relativ wenig, da Entscheidungen zuerst getroffen, dann erst umgesetzt werden müssen. Deshalb müssen wir auch in der Gemeinde Schritte setzen, um diese horrende Zahlen zumindest in gewisser Hinsicht zu schmälern. Viel wurde in den letzten Jahren diskutiert, aber nie in Angriff genommen, weil es natürlich uns allen politisch auch wehtut. Persönlich bin ich gerne bereit, über vieles diskutieren, wenn wir alle Bereiche fair behandeln. Für mich ist jeder Bürger, jede Bürgerin gleich, ob jung ob alt, ob Mann oder Frau, ob er sie in Botlanik oder in Weidenburg oder am Berg oder Tal wohnt. Einige haben Vorteile, einige haben Nachteile. Und hier muss es faire Lösungen für alle geben. Nun vom Haushalt zu einem Thema, das uns alle innerhalb der Gemeinde, der Marktgemeinde, wie den Bürgerinnen und Bürgern, wie der ganzen Region im Jahre 2024 begleiten wird. Ich möchte mich in diesem Jahr in meiner Ansprache einem für Kötschachmauten wichtigen
und essentiellen Thema widmen. Das Thema Nord-Süd-Verbindung und die damit verbundene Sperre des Blöckenbachs Bundesstraße auf italienischer Seite betrifft uns indirekt wie direkt alle. Dieses Thema geht und dreht sich nun schon seit 60 Jahren immer wieder im Kreis. Der eine will das, der andere will das eben nicht. Nur alle wollen eines, eine intakte Verbindung. Nur eines muss uns allen klar sein und deutlich auch vor Augen geführt werden. Der Unterschied von den Mitte 60er Jahren gegenüber jetzt hat sich auf zweierlei Hinsichten bzw. Seiten drastisch verändert. Erstens, damals diskutierten alle auf einem sehr hohen Niveau. Alles befand sich im Aufwind. Alleine die Tourismuszahlen stiegen auf über 320.000 Nächtigungen gegenüber heute nur mehr ein Drittel davon. Viele befürchteten damals noch mehr Verkehr, da die Staulänge vom Blöckenpass bis zur Geilberghöhe in der Hochsaison normal war. Und zweitens, der Blöckenpass, grundsätzlich immer wegen Lawinen oder Sturmereignissen durch daraus folgender umstürzender Bäume, aber aus Sicht des nunmehrigen Ereignisses nur kurzfristig gesperrt wurde. Nun haben wir eine grundlegend andere Situation. Eine komplette Felswand löste sich aus dem Bergmassiv Kleiner Ball und beschädigt große Teile der Verbauungen wie auch der Straßenabschnitte massiv. Es ist von Glück zu reden, dass zu dieser Zeit kein Mensch sich auf diesem Teil der Strecke befand. Nun ist die grundlegende Frage, was wollen wir? Überlassen wir die Diskussion anderen und lassen wir uns von Argen oder Listen, die nicht einmal in unser Daleben bestreiten, ihr Leben bestreiten müssen, täglich ihrer Arbeit nachgehen oder Leute beschäftigen, sagen, was zu tun wäre. Nein, lieber Gemeinderat, liebe Bevölkerung, wir sind wirtschaftlich schon viel zu weit gesunken, um uns noch zusätzlich eine essentielle Lebensader streitig zu machen. Mit dem Ausbau der Dauerautobahnen in den 80er und 90er Jahren ist unsere Region überwiegend unbedeutend geworden und befindet sich seit damals in einer stetigen Abwärtsspirale. Auch die Bahnschließung war ein zusätzlicher Tiefschlag, der mir heute noch unbegreiflich mit nur mäßigem Widerstand hingenommen wurde. Jedoch eine Schließung der größten Infrastruktur des Tales bedeutet für die weitere Entwicklung des Tales nichts Gutes. Wer investiert noch hier freiwillig, wenn er merkt, dass Bund wie das Land die größte Infrastruktur aufgeben? Ein Beispiel an meiner Ortschaft Würmlach, in der ich wohne, zeigt den dramatischen Abwärtstrend in den letzten 30 Jahren. In dieser Zeit 2 Geschäfte weg, 3 Gasthäuser weg, eine Pension mit 60 Betten weg, eine Pension mit 30 Betten weg, sämtliche Privatzimmervermieter und das war beinahe jedes Haus weg, ein Landmaschinenhändler weg, ein Fahrradgeschäft weg, eine Bank weg, von 30 bäuerlichen Betrieben nur mehr 8 übrig und das ist aus heutiger Sicht noch nicht das Ende. Wir brauchen einen Schulterschluss zwischen allen politischen, wirtschaftlichen, touristischen, land- und forstwirtschaftlichen Kräften, um kurzfristig erstens eine rasche, sichere Öffnung der Verbindung realisiert wird und zweitens eine sichere Variante. Und hier reden wir heute nicht mehr vom wintersicheren, sondern eines gänzlich sicheren und zeitgemäßen Ausbaus. Aufgrund der letzten Studie kann nur ein Bau eines Scheiteltunnels mit allen Beteiligten vorangetrieben werden. Diskutieren wir nicht über finanziell oder generell machbar oder nicht, sondern es geht um unsere Zukunft, unsere Gemeinde, unsere Region, unser zukünftiges Leben. Die ÖVP Kirchschach-Mauthen stand und steht vollkommen hinter den Hilferufen der heimischen und regionalen Wirtschaft. Wir brauchen nun Leute, die vorangehen, klare Forderungen stellen und allen klar machen, dass Kärnten nicht in Villach aufhört, sondern erst mit Oberkärnten und mit unserer Region vollkommen ist. Unsere Region und die Nachbarregionen hat geschichtlich schon viel erlebt. Beide standen einander an der Front gegenüber. Gehen wir
nun nebeneinander, gemeinsam mit den Freunden in Italien, einen guten Weg für beide Regionen. Es ist nun wirtschaftlich schon viel zu viel passiert. Der Tiefpunkt ist erreicht. Verloren hat nicht der Feld, sondern der, der liegen bleibt. Nun möchte ich abschließend allen Vereinen, allen Kulturträgern, allen Tätigen im Vereins- und Kulturwesen bedanken, dass sie mit unermüdlichem Fleiß und vollem Elan und Engagement Großartiges geleistet haben und für nächstes Jahr sicher auch leisten werden. Ich möchte mich auch dieses Mal bei allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, mit denen ich im letzten Jahr bei vielen einzelnen Gesprächen oder Verhandlungen zu tun hatte, für das gute Gesprächsklima bedanken. Ich hoffe, dass auch viele Ihrer Anliegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, zur Zufriedenheit gelöst werden konnten. Bei meiner Gemeinderatsfraktion und meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich für die Unterstützung und eure Arbeit zum Wohle der Marktgemeinde Kirchach-Mauthen bedanken. Abschließend möchte ich allen Mitarbeiterinnen, allen politischen Fraktionen der Marktgemeinde, dem gesamten Gemeindevorstand mit Magister Josef Zobot für die großteils konstruktive Zusammenarbeit herzlich danken. Ich danke allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, allen Vereinen und Institutionen der Marktgemeinde für ihre Arbeit im Jahr 2023. Infolgedessen möchte ich die Kirchach-Mauthener Volkspartei und ich als deren Vizebürgermeister allen Mandatarinnen und Mandataren, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktgemeinde, aber vor allem Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, einen noch verbleibenden besinnlichen Advent, frohe Weihnachten und ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches, aber vor allem ein friedvolles Weihnachten, neues Jahr 2024 wünschen. Herzlichen Dank. Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Gäste, liebe Zuseher, Hoher Gemeinderat, werte Mitarbeiter, mit dem anstehenden Jahreswechsel ist es wieder Zeit, kurz darüber nachzudenken, was wir so alles geschafft haben, wo die Herausforderungen liegen und wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten können. Die Marktgemeinde Kirchach-Mauthen ist etwas Besonderes, weil wir als Unterzentrum in unserer Region sehr viele Leistungen und Infrastrukturen für die benachbarten Gemeinden zur Verfügung stellen dürfen. Sei es der Verkehrsknotenpunkt zwischen Lesachtal, Geiltal, Italien und dem Drautal, die Aquarena, das Familienskigebiet, das LKH Laas, die vielen Geschäfte, die Ärzte, Banken oder die Apotheke. Es gibt bei uns sehr vieles, was es in einer Gemeinde unserer Größe und unserer Lage nicht selbstverständlicherweise gibt. Das stärkt die Lebensqualität und den Wirtschaftsstandort, bedeutet aber auch viel Arbeit, Engagement und Einsatz von vielen Beteiligten. Wir haben in diesem Jahr einige sehr anspruchsvolle Projekte in unserer Gemeinde umsetzen können und das würde nicht funktionieren, wenn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Behörden, die Unternehmen und auch die politischen Verantwortungsträger mitarbeiten würden. Nicht zuletzt danke ich auch den Bürgerinnen und Bürgern, denen diese Maßnahmen zugutekommen sollen und die sie auch mittragen müssen. Das Besondere an diesem abgelaufenen Jahr war, dass nach jahrelangen Einschränkungen und Verwirrungen das gesellschaftliche Leben wieder einigermaßen in normalen Bahnen verlaufen konnte. Es war wieder möglich, größere Veranstaltungen zu planen und auch umzusetzen. Wir haben uns also dazu entschlossen, sowohl die Wirtschaftsmesse Gern als auch das Käsefestival wieder in Angriff zu nehmen. Beide Veranstaltungen sind organisatorisch und finanziell eine Herausforderung, konnten aber sehr professionell und mit großem Erfolg durchgeführt werden. Ohne jemanden besonders hervorzuheben, möchte ich auf diesem Wege noch einmal allen danken, die das ermöglicht haben. Erfreulich war auch, dass die Faschingssitzungen, der Kinderfasching, das internationale Fußballturnier, die Kirchtage, das Klammfest, das Kanische Ungetüm und viele weitere Events stattfinden konnten und die Besucher begeistert haben.
Es ist immer wieder beeindruckend, mit wie viel Liebe und Herzblut sich die heimischen Vereine und Initiativen engagieren. Wir versuchen als Gemeinde, diese Veranstaltungen und die dahinterstehenden Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen. Im Frühjahr durfte die Marktgemeinde Kütschach-Mauthen den Europäischen Dorferneuerungspreis in Silber in Empfang nehmen. Die Preisverleihung fand in Hofheim in Bayern statt und sowohl von den Juroren als auch von den weiteren Teilnehmern wurde uns bescheinigt, dass wir äußerst aktiv und fortschrittliche Wege eingeschlagen haben. Aufgrund der Vielschichtigkeit unserer Aktivitäten bei Themen wie Energie, Kinder- und Familienfreundlichkeit, Standortmarketing, Kultur, gesunde Gemeinde oder auch Nachhaltigkeit war die Bewertung für die Jury sehr schwierig und es reichte nicht für den Sieg. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass eine nachhaltige Entwicklung auf vielen Standbeinen passieren muss, anstatt sich auf ein Leuchtturmprojekt zu konzentrieren. Mit dem Bekenntnis der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen, sich zur familien- und kinderfreundlichen Gemeinde entwickeln zu wollen, ist viel mehr verbunden als ein schönes Schild am Rathaus oder an der Ortseinfahrt. Es geht darum, gemeinsam mit der Bevölkerung Wege zu beschreiten, die den Lebensraum in unserer Region verbessern. Gerade im ländlichen Bereich, fernab der Ballungsräume und Hauptverkehrsadern, ist die Lebensqualität ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Menschen hier bleiben bzw. sich hier niederlassen wollen. Jede Infrastruktur in unserer Gemeinde lebt von den Menschen, die sie regelmäßig nutzen. Das betrifft ein Schwimmbad genauso wie den Skilift, ein Postamt, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Kindergärten und Schulen, das Krankenhaus, die Ärzte, die Apotheke, die landwirtschaftlichen Produzenten, das Museum, Jugendzentrum, Gasthäuser, Bäcker, Fleischer, die Handelsbetriebe oder auch Langlaufloipen und Radwege. Nur wenn wir stetig daran arbeiten, dass diese Einrichtungen und Angebote verbessert und erhalten werden können, können wir den allgemeinen Trend der Landflucht und der Überalterung bremsen oder auch umkehren. Bei vielen dieser Angebote stehen Privatpersonen und Unternehmen mit ihrem persönlichen Einsatz dahinter und bei den nötigen Rahmenbedingungen ist die Öffentlichkeit, also die Gemeinde, gefordert. Die Gemeinde besteht aber nicht aus dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Gemeinde sind wir alle. Wir alle müssen kreativ, engagiert, mutig und solidarisch sein, damit wir unseren Lebensraum erhalten und verbessern. Von Seiten der Gemeindeführung haben wir in diesem Jahr Schwerpunkte gesetzt, die aus meiner Sicht sinnvoll und langfristig wichtig waren. Sehr viel Energie und Geld ist in die Schaffung von weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen und Kinderbetreuungsplätzen geflossen. Nach einem kurzen und intensiven Planungsprozess konnten wir innerhalb weniger Monate 2 neue Gruppen für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren schaffen. Eine Kindertagesstätte und eine alterserweiterte Gruppe mit insgesamt 35 zusätzlichen Betreuungsplätzen inklusive Essen und neuem Kinderspielplatz ist seit Herbst in der Volksschule untergebracht. Ebenso erweitert werden konnte das Angebot der schulischen Nachmittagsbetreuung, wo sich die Anzahl der betreuten Kinder nahezu verdoppelt hat. Und es grenzt fast einem Wunder, dass wir in Zeiten wie diesen auch das Personal für diese Angebote finden konnten. Mein Dank gilt den neuen Kolleginnen genauso wie den etablierten Mitarbeiterinnen, dass sie durch ihre Arbeit die Familien wesentlich stärken und entlasten. Danke auch noch einmal an alle, die im Hintergrund an den nötigen Arbeiten mitgewirkt haben. Vor dem Sommer wurde der neue Tank 5000 für die FF Kütschach-Mauthen geliefert und für die FF Würmlach konnte die Bestellung eines neuen Kleinlöschfahrzeuges in die Wege geleitet werden. Die FF Weidenburg wird im kommenden Jahr eine neue Tragkraftspritze erhalten und es wurden im Bereich St. Jakob-Streiach Hydranten getauscht. Damit konnten wesentliche Neuerungen und Modernisierungen in die Sicherheit getätigt werden. Der Dohlingweg ist nach 3-jähriger Bauzeit nun im Wesentlichen abgeschlossen und mit der Sanierung der Straße nach Sittmoos-Nischelwitz wird in den kommenden Jahren eine weitere desolate Verkehrsverbindung erneuert. Mehrere Brücken und Straßen in Kütschach und ein eingestürzter Tagwasserkanal konnten saniert werden. Es konnte ebenso im Bereich Würmlach ein Teil der alten Straßenbeleuchtung erneuert werden. Wichtige Maßnahmen für den Hochwasserschutz im Bereich Schießhüttenbach, Forstgartenbach und Kötscherbach sind in Ausarbeitung und wir hoffen, die finanziellen Mittel für diese Millionenprojekte aufstellen zu können.
Eine besonders zukunftsträchtige Initiative in diesem Zusammenhang der Wirtschaft ist ein Bildungsinnovation- und Gründerzentrum in Kürzschach. Wie bereits berichtet, entsteht in der IBK-Halle in Kürzschach dieses Bildungsinnovations- und Gründerzentrum für die gesamte Region, finanziert durch den Kärntner Wirtschaftsförderung, das Land Kärnten und die Gemeinden des Bezirks. Als Träger fungiert der Verein So viel mehr Kürzschach-Mauthen und für dieses Bildungs- und Innovationszentrum als wesentliche Vorreiterin darf ich stellvertretend für alle, die daran mitwirken, Frau Viktoria Geiler und ihren Mitstreitern von Seiten der Wirtschaft und der jungen Unternehmer recht herzlich danken. Zum Glück konnten wir im abgelaufenen Jahr zahlreiche Maßnahmen umsetzen und einleiten, denn die Aussichten für die kommenden Monate und Jahre sind wirklich ungünstig. Die Krisen, an die wir inzwischen ja gewöhnt sind, lassen uns nicht los. Mit der Inflation und Teuerung in allen Bereichen sind die privaten und öffentlichen Haushalte derzeit absolut überfordert. Für die Gemeinden und auch für Kürzschach-Mauthen zeichnet sich ein verheerendes Bild für die nähere Zukunft ab. Obwohl seit Jahren über eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen gesprochen wird, ergaben die Finanzverhandlungen zwischen Bund und Ländern leider genau das Gegenteil. Inzwischen sind wir so weit, dass die meisten Gemeinden weniger Rückfluss aus den Steuermitteln bekommen, als sie über Umlagen und Beiträgen wieder an Land und Bund zurückgeben müssen. Wir müssen also nach jetzigem Stand jeden Bereich der Gemeindeverwaltung der freiwilligen Leistungen, Förderungen und Gebühren einer intensiven Betrachtung unterziehen, um unseren Teil dazu beizutragen, die Gemeinde finanziell am Leben zu erhalten. Diese Anstrengungen bewirken nur kleine Effekte in der finanziellen Situation, da das Grundproblem auf Gemeindeebene nicht lösbar ist. Hinzu kommt, dass jede Einsparung direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, sei es bei der Aquarena, dem Naturschwimmbad, den Bergbahnen, den Loipen und Radwegen, der Schneeräumung, der Kinderbetreuung, dem Jugendzentrum, dem Museum, dem Käsefest oder auch bei der Gebührenbelastung bei Müll, Kanal, Wasser und Ähnlichem. Wir werden uns auf politischer und auf Verwaltungsebene in den kommenden Monaten sehr intensiv mit Strukturreformen auseinandersetzen müssen und ich hoffe, dass auch das Land und der Bund ihrer Verantwortung bewusst sind. Abschließend darf ich noch einmal auf ein Thema eingehen, welches wir im November begangen haben. Am 10. November wurden drei Persönlichkeiten der Gemeinde besonders gewürdigt. Und ich darf die Gelegenheit noch einmal nutzen, Herrn Professor Dr. Hans-Peter Schönlaub zur Verleihung des Ehrenrings und Herrn Bürgermeister in Ruhe Walter Hartlieb sowie Herrn Baumeister Friedrich Seiwald zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft auch auf diesem Wege noch einmal unsere aufrichtige Gratulation und unseren aufrichtigen Dank für ihre Leistungen auszusprechen. Diese Würdigungen sind ein Signal der Anerkennung seitens der Gesellschaft für außergewöhnliche Schaffenskraft im Sinne der Gemeinde. Es ergeben sich dadurch keine finanziellen oder sonstigen Begünstigungen für die Geehrten, sondern es ist vielmehr ein Auftrag, auch weiterhin mit gutem Beispiel voranzugehen und die Menschen zu motivieren, zu begeistern. Zum Schluss darf ich mich persönlich, aber auch im Namen des Bürgermeisterteams der SPÖ und Unabhängigen bei Ihnen allen bedanken. Bei allen Vereinen und Firmen, den Einsatzorganisationen und Behörden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. Wir haben vieles geschafft und wir werden auch in Zukunft vieles bewegen. Dabei dürfen wir nicht auf die Hilfe von außen hoffen, aber wir können uns freuen, wenn sie doch kommt. Unsere große Stärke ist die breite Basis, auf der wir aufbauen. Unsere Kreativität und unser Zusammenhalt. Diesen Zusammenhalt brauchen wir jetzt viel mehr als denn je und ich lade Sie alle ein, mitzuhelfen, damit wir auch in diesen schwierigen Zeiten, aus diesen schwierigen Zeiten gestärkt hervorgehen. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und viel Gesundheit, Erfolg und Glück im Jahr 2024. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus